Es ist eines der ganz großen Highlights im österreichischen Radsport, das Welser Innenstadt-Radkriterium. Nur 3 Tage ist es her, dass viele Profis noch quer durch Frankreich unterwegs waren, dass sie sich in den Anstiegen so richtig geschunden haben, dass sie in den Abfahrten ihre Risikobereitschaft gezeigt haben und dass sie uns vor allem auch großartige Zielsprints präsentieren konnten. Viele der Sportler, die bei der Tour de France zuletzt im Einsatz waren, sehen wir auch hier in Wels beim Innenstadt-Radkriterium. Aber bevor die Herren dran sind, werden wir gleich die Damen um 18 Uhr auf den Kurs gehen sehen. Und es freut mich ganz besonders, dass ich gemeinsam mit Florian Kirner hier durch das Programm führen darf. Ein Mann, der lange Zeit auch für die Felbermayr-Mannschaft unterwegs war, der die österreichische Radbundesliga, ja, viele verschiedene Stationen, viele verschiedene Rennen dort bestritten hat und heute hier mit seiner Expertise, mit seiner Fachkenntnis mit dabei sein wird. Welser Innenstadtkriterium, Florian, ich glaube, das ist so eine Veranstaltung, wo jeder hier das Herz aufgeht, wo bei jedem auch das Leuchten in den Augen zu sehen ist, einfach weil ja das so ein unglaubliches Get-Together ist, so eine Zusammenkunft, so eine lockere Atmosphäre und so eine Feierstimmung. Ja genau, also mal herzliches Willkommen an sehr geehrte Sportler und Freunde des Sports und Freunde des Radsports. Ich darf euch alle herzlich willkommen heißen zum diesjährigen Innenstadtkriterium und genau wie du vorhin schon erwähnt hast, das Rennen in Wels ist eines von den wichtigsten oder von den wichtigsten Rennen für die Sportler, weil einfach so viel, es tut sich sehr viel in Wels und ich kann mich nur erinnern, dass wie ich als Junge da gestartet bin, das Feeling da rundherum fahren, das ist einfach unglaublich. Also meine Sportkarriere hat damals da angefangen und jetzt hat es auch damals geändert und jetzt sitzt er im Moderationsbus und darf das Rennen kommentieren und ich freue mich extrem drauf und wünsche den Damen da unglaublich gutes und erfolgreiches Rennen. Ich kann mich da nur anschließen, Florian, es ist eine große Freude, mit dir jemanden dabei zu haben, der die Stadt so gut kennt, der das Team Felbermayr-Simplon-Welch so gut kennt, der auch die internationalen Profis so gut kennt. Also wir werden jede Menge Gesprächsstoff haben und ich glaube auch richtig Lust auf Radsport machen können, jetzt in den nächsten gut 3 Stunden bei unserer Übertragung. Aber wir möchten natürlich zu Beginn dieses Welser Innenstadt-Radkriteriums jetzt eines der wichtigsten Themen nicht verschweigen, denn
der ganze Radsport in Oberösterreich hat ja ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Es hat am vergangenen Freitag einen ganz schlimmen Unfall gegeben vom jungen Italiener Jacopo Venzo, der auf einer Abfahrt, wo viele gesagt haben, das sollte eigentlich gar nicht so viel passieren, schwer gestürzt ist, und dann am Samstag früh ist diese wirklich ganz schreckliche Kunde verbreitet worden. Er hat es nicht geschafft, er ist verstorben. Da steckt uns schon allen auch noch, inklusive Präsident Paul Resch, wirklich dieser Schrecken in den Gliedern. Genau, also das mit dem Sturz vorige Woche am Samstag war natürlich, am Freitag war natürlich unglaublich schwer, und wir hätten damals das Rennen kommentieren und übertragen auf K19, und es war mit dem Sturz, also mit dem hat überhaupt keiner gerechnet, dass sowas erstens beim Radlrennen und dann auch beim Juniorenrennen passieren kann. Ich meine, man muss schon sagen, dass natürlich das Risiko beim Rennsport natürlich höher ist, wie wenn man sonst mit dem Rad um und umfährt, aber trotzdem ist das, das ist nicht so unglaublich, und ich habe es auch wieder erfahren, aber ich mir gedacht, puh, also das ist alles andere als irgendwie wegzureden, und ja, jetzt geht es trotzdem weiter beim Innenstockkriterium, aber das ist ein sehr schwieriges Thema im Sport, ein sehr schwieriges Thema. Gerade auch, weil das Organisationsteam, kann man sagen, im Wesentlichen dasselbe ist wie hier beim Welser Innenstadt-Radkriterium. Sie haben sich trotzdem gesagt, wir wollen den Sportlern und auch den Zuschauern dieses großartige Event hier ermöglichen, und dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar. Die Damen bestimmt auch, die jetzt in diesen Augenblicken auf den Kurs hinausgegangen sind, hier heute, das dürfen wir auch sagen, trotz des Regens, trotz der sicher etwas schwierigeren Verhältnisse als bei trockener Straße, kann eigentlich nicht so viel passieren. Wir haben auch schon hin und wieder den einen oder anderen kleinen Sturz gesehen, aber an sich ist es schon ein sicherer Kurs, Florian. Ja, es ist vom Sport her, vom Sporttechnik her, ist es natürlich ein Wahnsinn da in der Stadt, im Welsfahren, vor allem mit den Zebrastreifen, ist es halt unglaublich rutschig, aber das sind die Leute, die was da mitfahren, sind Sportler, die was tagtäglich mit dem Rennrad fahren, die haben das Rad unter Kontrolle und die wissen, was sie machen. Aber natürlich muss man schon sagen, dass da Stürze auch passieren können. Also das Ganze ist jetzt schon, es ist einfach ein Sport, genau. Ja. Aber ich kann es immer ein bisschen ansprechen, was wir da immer so gemacht haben bei Felbermeier. Wir sind da immer gefahren mit 5 Bar oder 4,5 Bar ungefähr. Einfach weil es viel besser halt im Regen, und man muss dann doch im Finale ein bisschen schneller reinfahren in die Kurven, dass man vorne mitfahren kann. Und das werden die Damen da genauso machen. Die werden da sicher nicht mehr als 5 Bar drinnen haben. Und dann hält es eigentlich ja ziemlich gut. Und jetzt hören wir, dass es schon in der nächsten Runde den ersten Prämiensprint gibt. Kriterium, wer schon öfter dieses Format verfolgt hat, der weiß, es ist aufgebaut in Form mehrerer Prämiensprints. Die Partner aus der Wirtschaft beteiligen sich auch mit ihren Beträgen und ermöglichen den Sportlerinnen also in Form dieser Prämiensprints dann auch die Mannschaftskasse ein bisschen aufzubessern. Also auf diese Weise kann man sagen, ist dieses Kriterium auch eine lukrative Geschichte für alle Mitwirkenden, vor allem natürlich für die Sportlerinnen. Und über die wollen wir jetzt ganz besonders mal auch sprechen, denn wir haben ja viele interessante Athletinnen mit dabei. Bei der Durchsicht der Liste würde ich vor allem zwei Namen nennen. Leila Gschwendner vom Maxola Rose Women Racing Team, die eben auch schon viele Erfolge gefeiert hat, und die aktuelle österreichische Straßenradmeisterin. Sie ist ebenfalls hier mit von der Partie, hat die Nummer 1 bekommen, Carina Schrempf. Aber bevor wir dann, würde ich sagen, über die Damen noch ein paar Worte mehr verlieren, schauen wir jetzt mal auf den ersten Sprint. Vorne auf jeden Fall ist schon das rot-weiß-rote Trikot zu sehen. Genau, es geht jetzt darum im ersten Spurt, und jetzt schauen wir uns an, Carina Schrempf, glaube ich, ist ein Zweiter, und die österreichische Meisterin ist vorne da, und ich glaube, da geht es um die Leila Gschwendner, holt sich da den ersten Sprint für die ersten 100 Euro. Super, Leila Gschwendner mit einem tollen Start. Dann haben wir sie also, würde ich sagen, zu Beginn schon einmal würdigerweise erwähnt, indem sie sich auch diesen ersten Sprint sichert. Sie war schon Juniorenmeisterin im Einzelzeitfahren, kommt von der Bahn, hat dort schon Bronze bei der Europameisterschaft in der Einerverfolgung gewonnen und eben auch weit vorne in der Cycling League Austria, der Nachfolgeserie der österreichischen Radbundesliga, mit dabei. Also eine wirklich sehr erfolgreiche Sportlerin. Und jetzt sehen wir, Florian,
bringen. Wie so oft nach diesem Sprint, da wird nicht gleich voll durchgezogen, sondern alle nehmen mal raus, das Feld fächert sich auf. Genau, es ist am Anfang bei diesem Rennen eigentlich immer so, dass natürlich da die ersten paar Minuten hat man richtig viel Körner noch übrig und jetzt probiert jeder mal, dass er ein bisschen sehr Geld holt. Und ich glaube, die Leute, die was da wirklich im Finale was machen können, die halten sich jetzt ein bisschen zurück bei dem Geld, weil die wissen genau, okay, wenn ich da jetzt viel Pulver verschießt, dann geht man jetzt im Finale ab. Und ich glaube auch Carina Schrempf, die war voriges Jahr, hat eine DNF gehabt und ich schätze, dass das sehr stark sein wird da der Rennen auch. Und man sieht es, dass sie da hinten jetzt ein bisschen drinnen bleibt und einfach sich ein bisschen schont jetzt am Anfang. Und die anderen jungen Fahrer wollen da jetzt natürlich Geld abkassieren von diesen ganzen Prämienrunden und muss man auch genauso machen als Junge. Und ich finde es toll, dass es diese Prämiensprints mittlerweile auch bei den Damen gibt, denn in der Vergangenheit hat es halt immer bei den Herren ganz viele gegeben, bei den Damen dann gelegentlich mal eine. Mittlerweile, das zeigt auch, wie sich der Damenradsport weiterentwickelt, wird hier bei uns in Wales auch eine Menge an Prämiensprints für die Mädels angeboten. Ja, und da sehen wir jetzt übrigens auch eine dieser engen Kurven. Da geht es von der Ringstraße wieder auf die Hessenstraße und von dort dann rüber weiter auf die Start- und Zielgeraden, die sich eben hier am Kaiser-Josef-Platz befindet, auf einem der großen Plätze in der Welser Innenstadt. Und das hat auch schon Tradition, dass ausgerechnet an diesem Platz die Ziellinie des Kriteriums positioniert ist. Vorne jetzt mit der Nummer 1 zu sehen, Carina Schrempf, übrigens eine frühere Mittelstreckenläuferin, die vor 2-3 Jahren dann auf das Rad umgestiegen ist und jetzt schon unglaubliche Erfolge gefeiert hat, zum Beispiel eben auch 2023 österreichische Meisterin im Straßenrennen geworden ist. Ja, Carina Schrempf holt sich schon die nächste Prämie, Florian. Also sie schaut da nicht nur aufs heutige Tagesergebnis, sondern scheinbar doch auch auf die Prämien-Sprints. Okay, Carina Schrempf ist jetzt im Ausland bei Phoenix, bei der König Phoenix und der Vertrag, glaube ich, bis 2025 einen Vertrag unterschrieben und ist da eigentlich von 3 Österreicher dabei. Es ist der Bayer Tobi vorne beim Herrenteam und am Gogel Michael, die zwei werden wir später auch noch sehen. Und von der Carina kenne ich ein bisschen eine Story, weil bei dem Trainer, was ich vorher war, beim Vermeulen, beim Vincent, da ja, ist sie auch trainiert worden und es ist ja, glaube ich, jetzt schon 28 oder 29 und war vorher Läuferin, also extrem erfolgreich auch in diesem Bereich und hat dann irgendwie den Weg zurück zum Radsport gefunden und ist jetzt da extrem erfolgreich geworden und natürlich einen Vertrag im Ausland zu bekommen, vor allem als Österreicher im Ausland ist immer wieder schwierig und im Frauenradsport ist generell noch schwieriger und ich glaube, sie hat da jetzt wirklich einen tollen Schritt hingelegt und man sieht einfach, sie ist da eine sehr kräftige Fahrerin und ja, mittlerweile schon extrem erfolgreich und ich bin gespannt, was die da heute uns noch bieten können. Ja. Ich glaube, jede Menge, zumindest so, wie die Damen schon einmal reingestartet sind in dieses Kriterium. Toll, dass jetzt auch immer mehr Menschen reinkommen in die Welser Innenstadt. Wir wissen ja, dass viele tausend Besucher in den letzten Jahren schon das Welser Innenstadt Radkriterium hier live verfolgt haben. Ein, wie das Wolfgang Irre schon angesprochen hat, bisschen böser Zwischenschauer hat manche vielleicht abgehalten, aber jetzt kommen sie rein, jetzt schauen sie zu und jetzt entsteht wieder diese einzigartige Kriteriumsatmosphäre. Ja, wie hast du vorher schon gesagt, dass das Welser Innenstadtkriterium ist eigentlich oft verregnet gewesen, also ja. In den letzten Jahren war das halt wirklich, ich glaube, voriges Jahr war es trocken, aber die letzten paar Jahre war es immer ein bisschen, hat es immer geregnet am Schluss, bei uns, bei den Herren zumindest. Bei den Damen habe ich das nicht so im Kopf gehabt, aber grundsätzlich ist es wirklich, ja, die können das Radfahren, die können das in die Kurven reinfahren und man sieht dann schon, wer wirklich ein bisschen mehr riskiert und wer weniger. Also ich hoffe, dass nichts passiert, aber die haben alle das Radl unter Kontrolle. Also das, Achtung! Kaum sprechen wir es an, Florian, passiert leider da ein Sturz und ich habe schon das Gefühl gehabt, die sind ziemlich riskant in diese Kurve reingefahren und dann passiert es leider in diesem Augenblick. 32 Sportlerinnen sind ja mit dabei und ich glaube, 3 oder 4 waren dort jetzt betroffen. Elisa Winter auf jeden Fall holt sich hier die nächste Prämie, aber wir schauen mal, was ist da passiert. Leila Gschwendtner und Daniela Schmitzberger sind beim Sturz dabei gewesen und ich glaube alle und irgendein Dritter noch, aber ich glaube, dass die erst alle schon ziemlich aufgestanden sind und es schaut okay aus, aber es ist rutschig, also es habe ich jetzt auch unterschätzt, dass das gleich so rutschig ist, dass die da gleich so wegrutschen können. Man sieht es anhand der Straße, dass sie noch feucht ist, aber gerade mit diesen
ganz schmalen Straßenreifen, da kann es dann schnell mal passieren, dass man tatsächlich liegt. Haben wir beide unterschätzt. Könnte heute also doch auch technisch gesehen noch anspruchsvoller sein als ursprünglich gedacht. Ja, was das noch sein könnte, ist, dass es hat lange nicht geregnet und es ist wahrscheinlich die Straße ein bisschen schmieriger wie sonst. Ja. Und es ist sicher okay mit den Zebrastreifen sowieso. Aber die Damen warten, glaube ich, jetzt auch, wenn ich das richtig sehe. Also die versuchen hier vielleicht auch das Feld wieder zusammenkommen zu lassen. Machen also auf Radsport Fair Play, was total super ist. Sodass auch die weiteren Sportlerinnen noch eine Chance haben. Es ist natürlich, das muss man auch dazu sagen, gerade für die Damen in Österreich die große Präsentationsplattform. Ansonsten stehen ja die Damenradsportlerinnen nicht ganz so im Vordergrund und hier im Wels beim Kriterium, da können sie eben doch auch vor vielen tausend Besuchern fahren und das möchte natürlich jeder auch ausnutzen. So, aber hier nochmal so, der Sturz. Das schaut schon blöd aus. Dann die Daniela und die Leila sind da reingerutscht und vorne, weil es da gestürzt ist, du hast nicht gesehen. Aber die kriegen ja alles so Rundenvergütungen und das bedeutet, dass die einfach wieder einsteigen können, wann nichts passiert ist. Und genau, der Walter spricht sich gerade an, dass es Rundenvergütungen gibt für die Leila Gschwendner, für die Coppa Amalie. Ich glaube, sie war die Erste, was gestürzt ist, wahrscheinlich weggerutscht. Und dann sind die anderen zwei, die Schmitzberger Daniela, ausgerutscht und reingerutscht bei ihr. Dürfen wieder rein jetzt. Die dürfen wieder rein und kommen hoffentlich auch an diese Gruppe wieder ran. Ausgerechnet zwei Sportlerinnen, die eben ja wirklich auch international schon für Aufsehen sorgen, wie Leila Gschwendner oder Daniela Schmitzberger, auch schon eine WM-Teilnehmerin, eine ganz talentierte junge Oberösterreicherin, die hier beim Welser Innenstadtkriterium eben auch ihre Qualitäten zeigt. Da sind Sie jetzt ein bisschen vorsichtiger, Florian, es schaut fast so aus. Jetzt wird in den Kurven auf jeden Fall nichts mehr riskiert. Also jetzt schauen sie wirklich ein bisschen, dass da, also die Spitzengruppe erstens einmal vorne, aber die wollen jetzt da trotzdem ein bisschen aufpassen, dass sowas nicht mehr passiert. Aber wir können einmal zurückgehen zu Daniela Schmitzberger, das ist ja eine junge Fahrerin, die war im Aus und fährt jetzt bei Canyons Rum und ich glaube, sie hat mittlerweile ihren Lebensmittelpunkt schon nach Girona verlegt, also sie hat wirklich davor, dass sie da eine große Karriere im Frauenradsport vorbereitet und also sie lebt dort und trainiert dort. Ich glaube, mittlerweile hat sie auch die Sporthandelsschule jetzt in Linz schon abgeschlossen oder ist gerade dabei, dass das jetzt online abschließt. Da war es der Zeller Valentin sich ein bisschen mehr drüber. Und sie war ja auch in der Sporthandelsschule und im Olympiazentrum oben und ist halt da jetzt beim Resch Baulauch als eines der erfolgreichsten oder Zukunftshoffnungen im Frauenradsport im Oberösterreichischen zu sehen. Und mal schauen, was sie heute da abliefern kann. Also, das ist sicher eine Kandidatin, also für die Zukunft auch, glaube ich. Liebe Zuschauer, das sind die Fachkenntnisse von Florian Kirner, an denen wir da teilhaben dürfen. Der frühere Profi von der Felbermayr Simplon Wels Mannschaft, der hier als Co-Kommentator heute mit dabei ist und uns auch durch dieses Welser Innenstadt-Radkriterium begleitet, wo wir weiterhin zwei verschiedene Gruppen sehen. Also die zweite hat den Anschluss noch nicht ganz herstellen können, aber es sind ja nur ein paar Sekunden Abstand. Fazit aktuell übrigens 11 Minuten und 26 Sekunden. Die Verfolger sind jetzt 9 Sekunden dahinter da und da liegt Katharina Kreidl aktuell an der Spitze vor der Laura Rumpel und vor Maria Kodrai. Ja, und hier sehen wir schon die Fans, die deuten ein bisschen, dass langsamer fahren müssen, weil es so rutschig ist. Und jetzt ist die Karina vorne und fährt in die Kurve rein in die zweite. Aber ich glaube, dass diese Sprintwertung jetzt fürs Hauptfeld gilt und nicht für die Spitzengruppe vorne. Das heißt, die Fahrer vorne kriegen jetzt eigentlich eh keine Prämienwertung. Also die Verfolgergruppe wird da auch ein bisschen, kann man sagen, motiviert, schnell zu fahren. Diese Möglichkeiten bestehen natürlich bei Kriterien, dass man mal eine Prämie für die Spitze, mal eine Prämie für die Verfolger ausschreibt und auf diese Weise einfach auch ja, das Geschehen ein bisschen beeinflusst. Das dürfen wir natürlich dazu sagen, es ist jetzt kein so ernstes Radrennen wie bei der Tour de France, sondern es ist natürlich auch ein Show-Event. Es geht einfach darum, dass wir den Sport zu den Menschen bringen, ganz anders als zum Beispiel bei einer österreichischen Meisterschaft, die noch Ende Juni in Niederösterreich stattgefunden hat oder bei der gerade abgeschlossenen Tour de France.
Genau, es geht bei diesen Kriterien eigentlich immer darum, dass man sagt, man macht nach der Tour de France Kriterien, Einladungskriterien für die ganzen Sportlerinnen und Sportler, und wo halt einfach erstens einmal der Werbewert vom Sport ziemlich in die Höhe geschraubt wird, und zweitens, wie du der Rest Paul organisiert, das Ganze immer top, 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 und macht ein VIP-Zelt, dass die ganzen Sponsoren kommen und quatschen können und gut essen, trinken, und das schweißen die da zusammen, und da trifft sie die ganze Radsport-Community, auch die Sport-Community, und das schweißt halt einfach den Sport erstens mit Unternehmen zusammen und fördert auch langfristig den Sport, und dass die jungen Sportler und Sportler das eventuell mal als Beruf oder zumindest teilweise als Zukunftsverdienst, Nebenverdienst ausüben können, und das ist natürlich, ich finde das ist super, also der Paul ist da extrem dran und hat sein Team da wirklich extrem super im Griff, also das ist, ich freue mich jedes Jahr. Paul Resch, falls ihn der ein oder andere von unseren Zuschauern nicht kennen sollte, ist wirklich der Mann im oberösterreichischen Radsport, seit vielen Jahren schon Präsident des Verbandes, seit Ende der 1990er Jahre organisiert er dieses Kriterium, ist federführend mit dabei bei der Oberösterreich-Radrundfahrt, bei der Junioren-Radrundfahrt, auch bei den Veranstaltungen in Leonding oder beim Kirschblütenrennen in Wels, also er engagiert sich unglaublich für den Straßenradsport, auch für die anderen Sektionen, wie zum Beispiel Mountainbike oder Pumptrack, also dadurch lebt natürlich auch gerade in unserem Bundesland in Oberösterreich der Radsport so, so sehr. Und bevor wir vielleicht noch weitersprechen über den Radsport in Oberösterreich, noch kurz zwei, drei Worte zum aktuellen Zwischenstand, weil sich ja Isabel Kempfert ein wenig abgesetzt hat. Jetzt aktuell 2 Sekunden vor der Verena Eberhardt, vor Veronika Windisch, Karina Schrempf, Elisa Winter, Nika Bobmar und Lydia Wendka, die frühere Gesamtgewinnerin der österreichischen Radbundesliga. Sie sind dort aktuell in dieser Führungsgruppe. Jetzt hat es den Zusammenschluss wieder gegeben. Hat es gegeben, genau. Und Florian, lass uns noch einmal kurz darüber sprechen. Warum ist Oberösterreich der Nabel der österreichischen Radsportszene? Man kann es ja wirklich so sagen. Liegt es am Verband? Liegt es auch ganz besonders an diesen Bestrebungen des Teams von Paul Resch und Walter Ameshofer und all den Kollegen, dass in Oberösterreich so viel stattfindet? Das ist eine gute Frage, die ich mir auch schon aufgestellt, aber ich glaube, dass das eine Kombination aus sehr vielen kleinen Dingen ist. Und natürlich hat der Walter und der Paul, aber auch der Andi Friedl sehr viel, glaube ich, dazu beigetragen. Und auch der Zeller Valentin, der Karl Hammerschmidt, die haben das Ganze in den Radsport. Man muss immer sagen, man muss die jungen Fahrer fördern und das langfristig als langfristiges Projekt sehen. Und das ist genau, was der Paul und die ganzen Funktionäre immer gemacht haben. Die haben jetzt nicht gesagt, wir wollen da Geld verdienen, sondern wir wollen da junge Sportler fördern, dass die da im Ausland Rennen fahren können. Und das ist einfach, solche Leute braucht man, und ich glaube auch, dass der Oberösterreich sehr weit vorne ist, und natürlich braucht es auch für das die richtigen Partner, und natürlich, wie man sieht, so ein Kriterium ist ein perfektes Sponsoring-Event, und die Raiffeisenbank ist ja dort sehr hohe finanzielle Mittel, dass sie da beim Kriterium was sponsern, und der Paul ist da wirklich extrem dabei, und ich glaube, dass das für die Reich ein riesen Vorteil ist, weil die haben dort das VIP-Zelt, die haben dort die ganzen Veranstalterinnen und haben die ganzen Leute eingeladen, und ich glaube, das ist ein Event für die Zukunft, und jeder meiner Freunde kommt da immer her und freut sich jedes Jahr, und die, die sich nicht auskennen, sagen, wenn man das gewinnt, ist man dann ein Profi oder nicht, und ich sage immer, nein, das ist ja eigentlich nur ein Showrennen, aber ich stehe da im ORF drinnen am Ende des Tages, also das hat schon einen Erscheinungswert nach außen. Genau, es gibt einen Gewinner, es gibt eine Gewinnerin, auch wenn es keine UCI-Punkte gibt, auch wenn es jetzt nicht unbedingt einen Einfluss darauf hat, dass man sich einen Vertrag bei einer großen World Tour Mannschaft sichern kann, aber es hat auf jeden Fall auch eine Wirkung, das können wir festhalten. Elisa Winter ist wieder als Erste hier über die Ziellinie gefahren, und was mich ein bisschen überrascht ist, dass die Verfolgergruppe doch nicht näher gekommen ist, sondern der Abstand größer geworden ist, obwohl dort eben sehr viele schnelle Frauen mit dabei sind. Abstand zur Verfolgergruppe noch immer 23 Sekunden, Florian. Also die scheinen das da vorne jetzt schon ernst zu meinen. Ja, man muss auch sagen, vorne ist die Schrempf Carina, die Eberhard Varena. Eberhard Varena ist ja mittlerweile jetzt in Miami bei diesem Miami Night Cycling Club tätig und fährt da wirklich im Ausland Rennen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da jetzt in Miami auch wohnt oder wie das jetzt ausschaut, aber sie kommt ja von der Bahn und hat, glaube ich, das Innenstadtrennen schon mal gewonnen. Und mir hat die Sarah Reikes gesagt, dass es ein paar Kandidaten gibt, die was das Rennen gewinnen können, und die Varena war bei diesen Namen darunter, und natürlich, sie kann sehr gut sprinten, und das ist da bei diesem Kriterium von Vorteil, und ja, ich glaube schon, dass die einfach da vorne wirklich sehr gut harmonieren und darum das Ganze jetzt wirklich schwierig wird für die hintere Gruppe, dass die da aufschließen können.
Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass jetzt noch exakt 7 Fahrerinnen die Chance haben, hier am Ende vorne zu sein. Und das, obwohl wir noch nicht einmal die Hälfte der Gesamtfahrstrecke hinter uns haben. Noch einmal die Namen, das sind die Carina Schrempf, die Elisa Winter, Isabel Kempfert, Nika Bobnar, Verena Eberhardt, Veronika Windisch und Lydia Wendker. Und mit Veronika Windisch haben wir da übrigens auch die Vorjahresgewinnerin des Kriteriums mit dabei. Eine Frau, die ja auch eine total interessante Geschichte hat. Denn wir wissen, es gibt viele Radsportler, die Skibergsteigen im Winter betreiben. Es gibt viele, die auch vom Laufen kommen. Aber sie kommt aus einer ganz außergewöhnlichen Sportart, nämlich vom Short Track, also von diesem kleinen Oval mit den Eisschnelllaufschuhen. Genau, also sie ist ja zweifache Teilnehmerin bei den Olympischen Spielen und ist, ich glaube, sie hat es ist ausgebildete Lehrerin im Sport und im Fach Sport und Biologie. Übrigens hier und ganz hinten mit dem schwarzen Trikot zu sehen in dieser Gruppe, jetzt vorletzte Position. Genau, genau. Und sie hat voriges Jahr das Rennen gewonnen, vor der Sarah Reikes, und die, was mittlerweile die Karriere schon beendet hat. Aber ich glaube auch, also wir haben da vorne Kandidaten drinnen, die was extrem stark sind. Und jetzt geht um die nächste Prämie für die Spitzengruppe. In einer Runde ist es wieder soweit. Da geht wieder die Carina Schrempf an die zweite Position. Also sie möchte sich nicht nur auf den Zielsprint heute konzentrieren, sondern schon auch auf die Zwischenwertungen. Wie du schon gesagt hast, eine super Sprinterin, aber auch eine Allrounderin, weil sonst wird man nicht österreichische Meisterin auf der Straße. Sonst darf man dieses stolze, tolle, weiße Trikot mit den Rot-Weiß-Rot-Streifen am Arm nicht tragen. Sie ist schon eine, auf jeden Fall, Könnerin in allen Belangen. Genau, also jetzt nur dass man nur sagt, man kann nur sprinten, mit dem kommt man mittlerweile nicht mehr weit, man muss über die Hügel drüber kommen, man muss schlau fahren können und jetzt geht es da bei rum, jetzt gibt es die Attacke und das die müssen die 100 Euro, glaube ich, holen. Gell? Darum geht es, glaube ich, der Lydia Wendker vom Rose-Team, aber sie hat sich in dieser Kurve nicht absetzen können, fährt hier wieder die Hessengasse, ehe es auf den Kaiser-Josef-Platz zurückgeht, von dort dann auch noch gute 100 Meter bis zur Ziellinie, also da kann man durchaus noch aus dem Windschatten hervortreten. Und das machen auch ihre Herausforderinnen. Ganz Carina knapp. Ist auch Karin. Wer ist vorne? Also zumindest beim Computerauswertung, beim System von Markus Lindinger steht Elisa Winter hier ganz vorne. Mit 20 Minuten 13, das ist ihre aktuelle Fahrzeit. Und sie holt sich hier eben auch diese nächste Prämie. Super Fahrt von Elisa. Schön auch, wenn sie sich durchmischt ein bisschen, gell? Das macht es für uns abwechslungsreich. Auf jeden Fall, also Wendke Lydia ist der Zweiter geworden. Und das war schon ordentliche Spurt. Also wenn wir das im Finale so sehen, dann wird es echt spannend, wie die Zweites machen. Ich glaube, liebe Zuschauer, wenn Sie diese Sprints hier bei uns im Fernsehen verfolgen und jene noch vor Augen haben von der Tour de France, dann ist der optische Unterschied gar nicht so groß. Da zeigen auf jeden Fall die Sportlerinnen hier auch ganz, ganz was Großes. Genau, also vom Sporttechnik her sind wir da heute top aufgestellt. Also es gibt jetzt das Frauenrennen einmal so im Überblick und danach ist das Herrenrennen, wo wir mit Felix Gahl noch ein bisschen auf das Ganze eingehen können. Aber jetzt sind wir da beim Frauenrennen und jetzt schauen wir sich das Ganze sehr spannend an, wie das jetzt weitergeht. Für mich ist ja die Wendka Lydia da wieder heute eine große Kandidatin, dass sie da wieder vorne mitfahren kann. Sie ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Lydia Wendker als letztjährige Gesamtgewinnerin der Road Cycling League Austria. Das heißt also, da ist sie bei gebirgigen Kursen, bei flachen Kursen, bei allen Klassiker-ähnlichen Rennen vorne mit dabei gewesen, hat also ihre Vielseitigkeit auch schon wirklich mehrmals zum Beweis gebracht. So, und jetzt kommt es tatsächlich, glaube ich, zu einer Überrundung, wenn ich das richtig sehe, Florian. Also, sowas haben wir in Wels auch noch selten gehabt. Dieser 800 Meter lange Kurs, der ist natürlich auch prädestiniert dafür, wenn eine Gruppe richtig Gas gibt, dass es zu Überrundungen kommen könnte. Genau, also es geht jetzt darum, die überrunden die. Aber hinten ist die Winter Elysia, ist jetzt abgerissen. Die Winter. Ja, das ist natürlich bitter. Also es sind, wenn wir das richtig sehen, jetzt noch 5 Sportlerinnen in dieser Gruppe mit dabei. In der nächsten Runde bekommen wir dann gleich die Information, wer sich noch alle in diesem Führungsfeld befindet. Achtung, nächster Sturz in der Schlusskurve. Wirklich rutschig, Wahnsinn. Ja,
hat eben gesehen, dass dieser Regenfall da doch ganz schön die Bedingungen erschwert hat. Noch vorne dabei sind jetzt auf jeden Fall Schrempf, Windisch, Winter, Eberhard und dann Lydia Windker 6 Sekunden dahinter. Also 4 Sportlerinnen und darunter eben auch 4 wirklich sehr, sehr bekannte Namen an der Spitze. Ja, und jetzt hat es die Überrundung gegeben vom Hauptfeld, also von der Spitzengruppe zum Hauptfeld. Ganz vorne sehen wir die 2 Schöner aus, da gibt es ja die Mutter und die Tochter, die fahren beide bei diesem Rennen mit. Und auch was Besonderes, die Petra und die Lara Marie sind da dabei, kommen auch beide aus Oberösterreich, fahren für die Amateurmannschaft von Felbermayr Simplon Wels. Ja, und sie machen Platz, also sie lassen jetzt tatsächlich die anderen Sportlerinnen vorbeigehen. Was bei den Herren undenkbar ist, weil da bleibt das Feld eigentlich bis 3 Runden vor Schluss fast immer zusammen, ist bei den Damen jetzt tatsächlich Wirklichkeit geworden. Ein kleines, erlesenes Grüppchen von Teilnehmerinnen macht sich die Sache untereinander aus. Genau, also es geht jetzt wirklich darum, die schauen da, dass die das da gemeinsam, zumindest die Hinteren wollen da gemeinsam vorne jetzt dabei bleiben. Und beim Herrenrennen, glaube ich, hat es die Überrundungen schon länger nicht mehr gegeben. Also ich kann mich noch erinnern, der Kritzek Matthias, wie der gewonnen hat, das war kurz davor, aber bei den Damen passiert das Ganze jetzt gerade. Und jetzt fährt die Schönauer Laura, glaube ich, da noch mit bei dieser Spitzengruppe. Also auf jeden Fall bleiben jetzt die anderen Sportlerinnen noch dran, auch wenn sie nicht mehr in der gleichen Runde sind. Wir haben übrigens noch 10 Runden vor uns. 2 Drittel dieses Rennens liegen schon hinter uns. Und das beim Welser Innenstadt-Radkriterium, wo Martina Ritter schon einmal gewinnen konnte. Damals auch im strömenden Regen übrigens. Wo die Schweinberger Schwestern, die wir ja auch vom internationalen Radsport kennen, die Katrin und die Christina bereits an der Spitze gewesen sind. Oder wo letztes Jahr Veronika Windisch gewinnen konnte vor Sarah Reikes und vor Petra Janko. Das war damals das Ergebnis. Ja, und jetzt schaut so aus, als ginge die Lücke doch auf. Also, dass sich jene 5 Sportlerinnen, die noch im Rennen vorne sind, sich jetzt auch räumlich absetzen können, Florian. Genau, also wir sehen da jetzt die Winter Elise vorne und dann die Schrempf-Carina. Und ich glaube, die Schrempf-Carina hat ja, wie man sieht, am Knie ein Pflaster oben. Ich weiß nicht, ob das nur vom Giro, von einem Sturz ist. Sie kommt ja gerade vom Giro. Das war vor 2-3 Wochen vorbei gewesen. Und also der Damen-Giro. Und sie fährt da extrem stark das Rennen da vorne. Und man muss immer aufpassen, bei diesen Matten dort noch das Camino erinnern, die sind sehr rutschig. Und da hat es heute noch keinen Sturz gegeben. Und ich hoffe, das bleibt erst einmal so. Also, dass die jetzt da. Aber es schaut aus, dass es ein bisschen auftrocknet, Florian, oder? Täuscht das? Wir haben schon komplett trockene Streifen jetzt wieder auf der Strecke. Es wird ein bisschen besser, genau. Könnte dann den Herren zugute kommen, die Damen müssen da leider durch die Fahrt auf dem nassen Asphalt von Wels. Und wir hören jetzt gerade, ja, zur Abwechslung haben wir einen Interviewpartner vor dem Mikrofon. Bitte, Wolfgang. Ja, er ist der Wirtschaftslandesrat, der Tourismuslandesrat und der Sportlandesrat. Das passt irgendwie alles hier beim Welser Innenstadtkriterium. Markus Achleitner, Stammgast hier in Wels am Kaiser-Josef-Platz, wenn die im Kreis fahren. Ja, es ist ein Traum einfach. Wels ist wieder die Radhauptstadt Österreichs, kann man sagen. Und diese Verbindung auch bei meinen Zuständigkeiten, die macht es ja aus. Es ist ein Sportevent auf Höchstklasse, die Stars zum Angreifen, die Jugendlichen sind alle happy, man sieht, es sind so viele Leute da, obwohl das Wetter nicht perfekt ist. Und die können eben mitfiebern, können sehen, was alles möglich ist. Das gibt Sportbegeisterung. Andererseits ist für den Tourismus wunderbar, weil viele Gäste nach Oberösterreich kommen und dank Übertragungen die ganze Welt können wir auch Werbung machen für Oberösterreich als Tourismus- und Urlaubsland. Das Wetter hat sich ja schon einigermaßen gebessert, da sind schon blaue Stellen am Himmel. Es wird heute noch eine wichtige Funktion geben, nämlich die der Startflagge, nämlich die zu heben. Ich bin schon sehr nervös, aber das kann ich. Starten, ehren und loben, das gehört zu meinem Chef dazu. Ja, um 19 Uhr starten wir das Herrenrennen. Und ich habe mit ein paar Sportlern schon geredet, die gesagt haben, very tricky wird das heute, weil es eben ein bisschen nass ist.
Das Wetter wird besser, alle sind drauf, viele Stars sind da, also Sport in Höchst- und Reinkultur. Ein Satz noch zu dem Star Felix Gall. Er wird heute mit der Nummer 1 hier fahren und er ist der Österreicher der Tour de France. Ja, Traum, ich habe zuerst gerade mit ihm Backstage gesprochen. Er sagt, er kann selber noch gar nicht glauben, was da abgegangen ist. Ich meine, die Königsetappe zu gewinnen bei der Tour de France, haben nicht viel geschafft. Und er ist auch noch ein junger Bursch. Also ich glaube, da geht noch einiges und sehr schön, dass er da ist. Ich habe gesagt, wo sonst ist in Oberösterreich gehört, das gebührend gefeiert. Und danke dem Pauli Resch mit seinem gesamten Team, die das möglich gemacht haben. Großes Sportfest in Oberösterreich. Ja, danke, Markus. Danke, Markus Angleitner, noch viel Spaß heute beim Rennen. Wir gehen wieder ab zu Jakob und Florian, denn das Schlussdrittel bei den Frauen, das steht jetzt am Programm. Genau, es sind jetzt noch 7 Runden, also sie sind in der 8. unterwegs aktuell. Das wird jetzt noch sehr, sehr interessant. Elisa Winter führt das Feld an vor Verena Eberhardt, vor Carina Schrempf und vor Veronika Windisch. Lydia Wendker 21 Sekunden zurück. Also bei diesem Überrundungsvorgang, Florian, ist leider die Lydia ein bisschen abgerissen. Also anscheinend die Lücke für die vorherige Siegerin ist aufgegangen. Und jetzt ist natürlich da vorne eine mega starke Gruppe. Und mit der Verena Eberhardt und der Schrempf Carina, auch mit der Winter Lydia, das glaube ich 2-3 Sprints hintereinander gewonnen. Also anscheinend ist die wirklich in sehr guter Form und kann da jetzt im Finale, wenn sie die Kräfte jetzt noch hat, da wirklich mitmischen. Und ich meine, die Schrempf-Karina sieht man auch, wie die am Radl oben sitzt. Also da merkt man halt wirklich die vor dem Aus und die ist eine kräftige Fahrerin, die ist wirklich in guter Verfassung. Also, aber das ist natürlich immer schwierig, wenn man die Favoritin ist, dass man das auch erfüllen kann. Also bin gespannt, wie es das ausgeht zwischen diesen 5-6 Fahrern hier. Und vielleicht kommt ja die Wendker-Lydia noch zu, weil die ist als Olympiateilnehmerin natürlich, hat die natürlich die Kapazitäten. Aktuell, aber wie gesagt, diese 5 Sportlerinnen hier vorne, sie haben jetzt wieder die erste Kurve geschafft. Das ist eigentlich, hätten wir früher immer gesagt, die engste Kurve, wo es auf die Pfarrgasse geht. Danach fährt man ein kurzes Stück auf dieser schmalen Straße, ehe es dann rüber geht auf die Ringstraße, die ist sozusagen genau gegenüberliegend vom Kaiser-Josef-Platz. Anschließend geht es auf die Hessengasse und dann wieder hinein zum Kaiser-Josef-Platz. Es sind 4 Kurven, es ist ein durchgehender Rechtskurs, wo man eigentlich sagen würde, ja, technisch gibt es Schwierigeres, aber trotzdem, gerade durch diese Kurven ist das Kriterium immer wieder eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, auch in der Vergangenheit schon gewesen. Die Damen stehen hier beim Kriterium in Wels auch im Mittelpunkt. Knapp nach 17 Uhr waren die Burschen und die Mädels schon im Einsatz. Jetzt sind die Damen auf dem Kurs und anschließend um 19 Uhr geht es hier mit dem Raiffeisen Grand Prix weiter, also mit dem großen Event für die Herren mit unseren Tour de France Startern. Also unbedingt auch zuschauen in einer halben Stunde, wenn hier die Herren losstarten. Jetzt aber die letzten Runden für die Damen. Verena Eberhardt fährt aktuell vorne, Carina Schrempf dann an der 2. Position, Veronika Windisch in dieser Gruppe mit dabei und Elisa Winter. Also uns werden hier 4 Sportlerinnen angezeigt. Das heißt, eine Athletin, Florian, ist noch dabei, die überrundet sein müsste. Lydia Windker mit 19 Sekunden Abstand jetzt auch über die Ziellinie gefahren. Und wenige Momente, bevor hier bei den Damen die Entscheidung fällt, nutzen wir nochmal die Gelegenheit für ein Interview. Ja, man muss schon relativ alt sein, um zu wissen, dass wir beide mal Kollegen waren. Aber das ist ja, über 20 Jahre her, stimmt, oder? Ja, das wird so ungefähr hinkommen, aber ich erinnere mich mit großer, großer Freude. Ja, schön. Und uns freut es, dass du, wo du normal für viel mehr PS zuständig bist, jetzt bei 1MS sozusagen zuschaust. Ja, ich bin neben Formel 1 ein sehr, sehr großer Radsport-Fan. Ich war ja in meinem Leben als Sportreporter bei vielen Großereignissen, bei Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften, bei, ich weiß nicht, 350 Formel 1 Rennen. Aber ich war einmal bei der Tour de France im Jahr 2004 und das hat mich dann irgendwie dermaßen fasziniert, dass mir der Radsport eigentlich so niemand loslassen hat. Und die Leistungen, die da gebracht werden, sind einfach phänomenal. Und was Felix Galder gezeigt hat, ist großartig und deswegen bin ich auch hier. Jetzt haben wir ja wieder einen Sportler, mit dem Bernhard Kohl ist es damals nicht so gut gegangen, aber ich glaube, bei dem Felix Gall kann man schon von einer Euphorie sprechen, die Dimensionen erreicht, wie, weiß ich nicht, ein Thomas Muster im Tennis. Ja, durchaus. Ich hoffe, dass auch unsere Kollegen das dann auch dementsprechend wertschätzen und der Felix Sportler des Jahres wird. Ja, das werden wir
beobachten. Wir haben sie nicht im Griff, aber ich bin da ganz bei dir. Natürlich haben wir auch gute Tennisspieler und gute Fußballer und wollen wir jetzt niemanden hinten anstellen. Ein Satz noch zum Weser-Innenstadt-Kriterium. 24 Mal heute, also fast schon das Jubiläum. Nächstes Jahr ist es dann soweit. Warum hält sich Linz in einem Kreis von Veranstaltungen, wo viele andere, eigentlich fast alle anderen, in Österreich aufgegeben haben? Ja, das glaube ich hat auch sehr, sehr viel mit dem Herzblut des Veranstalters hier zu tun, dass er das Jahr für Jahr wieder auf die Beine stellt. Ich finde es großartig, dass es solche Events gibt, denn da bringt man dann wirklich die Stars dem Zuschauer extrem nahe. Wir haben es jetzt da gesehen, was da los ist, wenn der Felix da rausgeht, wie viele Leute sich da um ihn scharen. Und das ist, glaube ich, was dann auch für den einen oder anderen Jugendlichen, für das eine oder andere Mädel, für den einen oder anderen Burschen eine Initialzündung ist, vielleicht zum Radsport zu kommen und das selbst auszuüben. Ich finde es großartig, dass so viele Leute da sind und so viele Radstars. Ernst, danke fürs Gespräch und noch viel Spaß heute beim Weser Innenstadt Kriterium. Das war Ernst Hausleitner, hier sozusagen einmal mit etwas weniger PS. Also schön, diese total wertschätzenden Worte vom Formel-1-Fachmann für den Radsport zu hören, der hier bei uns auch mitfiebert und dieses Event hier mit uns gemeinsam genießt. Jetzt, wo sich die Damen auf den letzten Runden befinden. Florian, worauf kommt es jetzt, glaubst du, an? Was wird hier entscheidend sein? Ja, man sieht es eh. Also die Fahrer sind jetzt voll fokussiert und jetzt geht es einfach darum, wirklich schlau zu fahren und jetzt nicht zu viel im Wind fahren. Und da schießt die Karine jetzt vielleicht noch ein bisschen mit ihrer Erfahrung im Radsport ein bisschen, hat sie ein bisschen einen Nachteil, weil sie fordert da sehr viel vorne. Natürlich kann man da sagen, man kann das eigene Tempo in der Kurve bestimmen, aber ich habe da schon mal geschaut, dass ich da sehr wirklich meine Kräfte einteile und ich bin mal gespannt, wie das jetzt ausgeht. Also vielleicht die zweite Position die ideale, oder? Da kann man gleich aus dem Windschatten rauskommen. Genau, also für mich war immer die zweite, dritte Position sehr vom Vorteil, weil ich einfach da schön vorbeifahren können habe und wirklich den Windschatten ausnutzen können habe von dem Vorderen. Und es geht aber auch, wie man sieht bei den Profis, es geht auch von vorne. Also man braucht jetzt keinen, nur natürlich ist es ein bisschen leichter. Und was ich immer vorher gemacht habe, war die letzten 20 Minuten nur Gel genommen, dass ich da vom Zucker her ziemlich hoch war, einfach von der Power. Aber das müssen die Damen ja schon längst erledigt haben. Jetzt geht es einfach nur darum, fokussiert zu fahren und nicht wegrutschen in der Kurve. Man hat schon das Gefühl, es ist ein bisschen die oft zitierte Ruhe vor dem Sturm. Tempo ist etwas rausgenommen worden. Auch Carina Schrempf gibt da sicherlich jetzt nicht mit voll Watt Gas, sondern versucht eher Kräfte zu sparen fürs Finale. Auch reagieren zu können, falls jemand vielleicht eine Attacke probiert, falls sich jemand abzusetzen versucht. Der Abstand zu den Verfolgerinnen ist auf jeden Fall groß. Dort hinten sehen wir ja eine überrundete Gruppe im tatsächlichen Rennen. Da liegt 26 Sekunden hinter der Spitze nach wie vor Lydia Wendker an der fünften Position und vorne eben diese vier Sportlerinnen plus eine überrundete Athletin. Ja, man sieht ganz hinten die Verena Eberhardt, die ist wirklich erst, die kommt von der Bahn, die weiß genau, dass sie jetzt da hinten fahren muss und die kann das Ganze auch sehr gut einschätzen. Sie hat das Rennen schon mal gewonnen, also die weiß jetzt wirklich, okay, für mich ist sie eine gute Kandidatin, also sie fährt da jetzt an letzter Position, entweder sie ist jetzt in Form, dass sie es gewinnen kann oder sie ist schon so müde, drum fährt hinten, das wissen wir beide jetzt da im Moderationsbus natürlich nicht, aber die Winter-Elise ist jetzt in erster Position und schauen wir, wie das jetzt da weitergeht. Elisa Winter hat also die Position von der Carina jetzt übernommen und plötzlich ist sie nicht Zweite oder Dritte, sondern nur Vierte in dieser Gruppe. Ja, das könnte vielleicht dann wieder ein bisschen zu weit hinten sein für Carina Schrempf. Man sieht es bei der Verena, die ist ein bisschen langsam in die Kurve reingefahren, aber jetzt attackiert sie, okay, das war natürlich gewollt. Veronika Windisch reagiert, versucht nachzufahren und gerade deswegen kann die Lücke dann auch nicht so wirklich aufgehen. Jetzt muss ich nur schauen, dass sie nicht wegrutscht in der Kurve. Okay, Verena Eberhardt ist vorne, die ist beim Heeresport dabei und sie kriegt dort eine finanzielle Unterstützung und mittlerweile, ja, die Lücke geht nicht ganz auf, wie gewollt. Sie fährt ja bei Miami, bei diesem Sportclub und ist dort extra rübergegangen, dass sie wirklich das Leben als Profi weiterleben kann. Und jetzt ist sie da im Kriterium dabei, wo in Amerika das auch sehr hoch gelebt wird. Und jetzt geht es für diese in die letzte Runde.
Einmal noch 800 Meter, schauen Sie sich das an, liebe Besucher, wie der Radsport in Wels lebt. So viele Menschen stehen hier in Zweier-, Dreier-, Viererreihen zum Teil sogar am Kaiser-Josef-Platz und wollen diese letzte Runde bei den Damen auch mitverfolgen. Vorne eben Verena Eberhardt. Aber wie verläuft diese letzte Runde jetzt? Da haben wirklich noch alle aus der Spitzengruppe die Chance, am Ende vorne zu sein. Versucht es vielleicht jemand hier auf der Ringstraße? Das ist die Frage. Es ist aber schon attackiert, irgendwer erst auf der Ringstraße oder nicht, aber ich glaube, es wird schon. Okay, Verena, aber das ist hinten links, aber es, das macht die Karina Schrempf, es fährt sie vorne. Ja, dazu auch Windisch jetzt an der zweiten Position, gleich hinter Schrempf. Das ist eine gute Position. Karina Eberhardt an der dritten Position. Wow, wird das knapp. Wer holt sich hier den Damenerfolg beim Welser Innenstadtradkriterium? Jetzt geht's in die letzte Kurve für die Verena Eberhardt und jetzt... Eberhardt in einer tollen Ausgangsposition. Sie sprinten gleich aus dem Windschatten raus. Karina von vorne. Karina von vorne. Ich glaube, da kommt keiner mehr vorbei bei der Karina. Das geht sich aus. Ich winde das Ganze, genau. Wahnsinn. Unglaublich. Da jubelt Karina Schrempf. Die Taktik geht tatsächlich auf. Viele haben gemeint, wenn du von vorne fährst, dann kann das fast nicht klappen. Aber Karina Schrempf hat es gemacht. Nach 37 Minuten und 58 Sekunden überquert sie hier als erste die Ziellinie vor der Veronika Windisch und vor Elisa Winter. Vierte dann am Ende Verena Eberhardt, wo wir eben geglaubt hätten, durch ihre große Erfahrung auf der Bahn wäre sie hier eine Kandidatin für den heutigen Tageserfolg. Ja, am Ende hat es nicht ganz geklappt, Platz 4 ist es geworden. Ja, die sind jetzt doch schon 37 Minuten unterwegs und die müssen bei jeder Kurve antreten. Also ich glaube, natürlich hat die, also die Schrempf-Karina ist den Giro gefahren, die hat anscheinend doch da wirklich noch ein paar mehr Körner über wie die anderen. Aber ich muss ehrlich sagen, die Winter-Elisa, die hat mich sehr überrascht, die ist wirklich extrem gut gefahren. Und also Hut ab für diesen Damen da. Ja, es ist sehr beeindruckend, was wir von den Damen gesehen haben. So ein interessantes Rennen. Am Ende wirklich mit einem Sprint von vier Frauen hier auf der Zielgeraden des Kaiser-Josef-Platzes. Tolle Bilder, die wir aus Wels raus transportieren dürfen an alle Radsportbegeisterten in Österreich und sogar über die Grenzen von Österreich hinweg. Dieses Welser Innenstadtradkriterium, immer eine ganz, ganz große Geschichte. Und nachdem man sich abgestrampelt hat, gehört natürlich diese Tour d'honneur, möchte ich sie nennen, diese Ehrenrunde hier auch noch dazu. Da lassen sie sich jetzt richtig feiern. Also die lassen sie jetzt richtig feiern, die Karina und die Verena da hinten, also die lassen sie wirklich feiern. Muss man genauso machen, also da ist jetzt die Stimmung extrem hoch und der Walter ruft schon auf zum Interview vor den ganzen, vor der Menschenmasse. Da sind mittlerweile, glaube ich, mehr als 5000 Leute da und da ist echt richtig viel los heute in Wels und die Karina wird jetzt gerade zum Interview gebeten. Und ich glaube, wir dürfen dann schon abgeben an Wolfgang. Bei mir. Gratulation zu einem Sieg. Es war natürlich schon ein bisschen eng, aber du bist vorneweg dann auf der Zielgerade. Ja, genau. Also ich habe gewusst, dass ich eigentlich auf der Gegenwand drüben schon was machen muss. Bei der Aussage ist dann ziemlich kurz und wir haben eben sehr endschnelle Mädels auch da. Dann habe ich es drüben schon probiert, bin als Erste in die letzte Kurve reingefahren und ja, habe ich dann durchziehen können bis zum Schluss. Aber brutal stark gefahren die anderen Mädels auch. Es war auch, hat zumindest ausgeschaut, ein bisschen gefährlich, der eine oder andere Sturz. Aufgrund der Nässe? Ja, auf jeden Fall. Also das ist nicht zum Unterschätzen, gerade jetzt so in der Innenstadt, immer mit den Zebrastreifen und so weiter, da kann es ganz schön schwierig sein. Und ja, ich hoffe, dass es jedem gut geht, dass nichts passiert ist, das ist immer das Wichtigste und dass wir dann alle wieder gesund an der Startlinie stehen können. Spaß macht denn so ein Innenstadtkriterium als Wiederholungstäterin? Ja, extrem viel Spaß. Also es ist jetzt mein erstes Kriterium heuer. Sonst war ich jetzt eher bei den Längenrennen unterwegs und ja, so für das technische Handling am Bike ist super. Und von dem her kann ich bei jedem Rennen was lernen, aber dem und die Stimmung halt ein Wahnsinn. Also, dass wir das da in Österreich in Wels haben, ist eine große Ehre, da mitzufahren und dann ganz oben zu stehen, gefällt mir natürlich umso mehr. Jetzt haben wir Ende Juli, was steht noch am Programm? Die Weltmeisterschaften in Glasgow sind jetzt das nächste. Da werde ich am 3. August dann abheben Richtung Schottland. Da haben wir dann das Mixed Relay, wo wir im Österreich am Start stehen und dann im noch die Straßenrennen. Okay, vielen Dank und alles, alles Gute. Nochmal Gratulation. Vielen lieben Dank. Sogar unsere heutige Gewinnerin Karina Schrempf kann also technisch noch etwas lernen, wenn sie beim Welser Innenstadtkriterium mitfährt. Ja, das zeigt auch, dass das wirklich sehr anspruchsvolle Verhältnisse waren. Das haben nicht nur wir so von außen kommentiert, sondern auch die Fahrerinnen tatsächlich so empfunden.
Genau, es ist genauso, wie wir das Ganze gesehen haben. Also es ist wirklich ein schwieriger Rundkurs gewesen und die Carina vor dem Außen, dass sie kann extrem gut Rennrad fahren. Sie ist natürlich, weil sie erst später eingestiegen ist, im Rennsport ein bisschen im Nachteil, aber sie hat die Rennkilometer im Ausland und da lernt man das Ganze. Und ich glaube auch, dass ihr Trainer, der Vincent Vermeulen, sie natürlich bei diesen Kriterien extra auch hinschickt, dass sie wirklich dieses Kurvenfahren noch mal ein bisschen besser herauskriegt, weil sie eben vom Laufsport kommt und man sieht, das Ganze geht in die richtige Richtung und sie gewinnt da einfach das Rennen. Und ich freue mich extrem für sie und ich wünsche alles, alles Gute für die nächsten Rennen und fürs Mixed Relay in Glasgow bei den Weltmeisterschaften, die ja heuer ein bisschen früher sind wie sonst. Und dafür sind dort ja alle Radsportdisziplinen dabei. Das macht es eben so besonders. Ich habe schon gehört von Mountainbike über BMX, auch über Trial wird dabei sein. Straßenradsport natürlich, Einzelzeitfahren. Also da kommt die ganze Radfamilie zusammen. Genau, es ist ja, glaube ich, das eines von den ersten Malen, dass das ganze Radsport, die ganze Radsport-Community ist nicht nur Rennradsport, sondern wirklich, da geht es vom BMX über Radhandball, über Kreuz und Quer, alle Radsport. Downhill Mountainbike werden in Glasgow ausgeübt und ich finde das eine sehr coole Idee. Also ich bin wirklich positiv überrascht davon, dass das so auch so bald ist. Man bündelt also auch die Qualitäten des Radsports, bringt sie an einem Ort dann zur Austragung. Das ist schon etwas sehr Tolles, was sich die UCI, der Weltradsportverband, dort auch einfallen hat lassen. Noch einmal die Highlights von der Strecke und es ist eben nicht nur so dahingesagt, dass man die Radbeherrschung und die ganz großen Fähigkeiten der Sportlerinnen hier hautnah beobachten kann, denn genau das zeigen auch diese Bilder hier. Es dauert noch ein bisschen, bis die Herren dran sind. Wir nutzen die Zeit für ein weiteres Interview. Ja, wir blockieren jetzt noch ein bisschen die Strecke. Der Corso mit den Autos, die hier gleich durchpatrouillieren, die warten schon. Aber für die Veronika Windisch müssen wir uns schon noch Zeit nehmen. Zweimal gewonnen und heute hat es warum ganz knapp nicht funktioniert? Wie gesagt, ich habe das ja schon vor dem Start gesagt. Ich bin heuer nicht sehr viel am Rad gesessen. Ich habe ein neues Rad, das nicht so richtig eingestellt ist. Also ich habe überhaupt nicht gewusst, auf was ich mich einlasse von meiner Form her. Ich habe gegen die Staatsmeisterin verloren, würde ich nicht sagen, weil der zweite Platz, den haben wir auch noch gewonnen. Es ist keine Schande. Aber natürlich habe ich nicht so viele Radkilometer in den Beinen wie davor und für das, glaube ich, habe ich mich nicht ganz blöd angestellt. Ganz sicher nicht. Ich habe auch die Carina schon gefragt, ob es gefährlich war, weil es doch stellenweise, vor allem in den Kurven, feucht war. Man hat schon wissen müssen, was man da tut in den Kurven. Es war schon Selbsteinschätzung dabei. Kriterium ist sowieso immer, man weiß nie, was die anderen tun. Was man beeinflussen kann, ist das, was man selber tut mit dem Fahrrad. Die anderen kann man nie beeinflussen. Das heißt, man konzentriert sich auf das, was man selber regulieren kann. Und alles andere ist einfach Schicksal oder Pech oder Glück. Veronika, danke. Vielleicht sehen wir uns ja bei der Jubiläumsauflage beim 25. Kriterium wieder. Dankeschön und noch einen schönen Tag hier in Wels und wir müssen die Strecke räumen. Das machen wir jetzt auch. Ich glaube, da sind auch alle sehr dankbar, Wolfgang, dass ihr die Strecke räumt, sodass wir jetzt hier den Profi-Radsportlern bei den Herren eine richtig tolle Bühne bereiten können, denn die sind in wenigen Augenblicken dran. Wir haben sie noch vor ungefähr 3-4 Tagen bei der Tour de France gesehen. Dort haben sie uns mit ihren Fahrten auf den Bergen und natürlich auch den Flachetappen so richtig verzückt. Und jetzt dürfen wir sie gleich hier in der Welser Innenstadt auf 60 zu bewältigenden Runden näher beobachten und bestaunen. Bei diesen 60 Runden sind ja immer 800 Meter zu bewältigen, immer diese vier Kurven zu fahren. Es geht am Kaiser-Josef-Platz los, dann rüber über die Pfarrgasse, hinüber zur Ringstraße und über die Hessengasse zurück. Auch ein Kurs, wo man als Zuschauer zum Beispiel mal hier zuschauen kann, danach 100 Meter weiter geht, von dieser Perspektive das Feld anschaut. Also es ist, finde auch ich persönlich, der das Kriterium schon so oft aus verschiedensten Perspektiven verfolgt hat, es ist schon, Florian, auch eine total zuschauerfreundliche Veranstaltung, wo man nicht wie im Fußballstadion jetzt einen fixen Platz hat, sondern man ist total beweglich und man kann sich eigentlich immer genau das aussuchen, was man, was einen gerade interessiert, was man gerade braucht. Genau, also in diesem Radsport-Event, wir haben da jetzt zu übertragen und wir haben diesen VIP-Bereich, oder? Und da ist Werbung eingeschaltet bei uns.
Willst du abheben, mit den Herausforderungen wachsen, Grenzen sprengen, Offenheit leben, dich selbst weiterentwickeln und die Logistiksysteme der Zukunft gestalten? Willst du mit uns wachsen? Dann ist TGW dein Unternehmen. Entdecke jetzt mehr als 140 spannende Jobs auf tgw.career. Wir sind zurück beim Welser Innenstadt Radkriterium. Um 19 Uhr starten die Herren auf den Kurs und wir haben jetzt, kurz bevor es losgeht, noch ein Interview. Das Welser Innenstadtkriterium und einer, der die Strecke richtig gut kennt, ist der Marco Haller, Vorjahressieger. Genau, ja. Weil es immer lässige Kulisse, lässiges Rennen, gefreut, dass ich wieder da sein kann. Man muss jetzt nicht, das war eher scherzhaft gemeint mit dem Strecke kennen, aber man muss schon ein bisschen aufpassen, das hat man heute gesehen, in den Kurven ist es stellenweise feucht. Ja genau, ich meine, das Wetter spielt ein bisschen mit uns im Sommer jetzt und jetzt hoffen wir, dass es jetzt trocken bleibt fürs Rennen und dann wird das schon hinhauen. Kann man schon ein bisschen eine persönliche Bilanz ziehen jetzt mitten im Sommer? Bilanz für? Ja generell, für über die eigene Performance in der Saison. Nein, ich bin durchaus zufrieden. Die Frühjahrsklassiker waren ein bisschen durchwachsen, aber sie sind einfach hart umkämpft. Wenn da irgendwas dazwischen kommt, dann geht es einfach nicht auf. Die Tour de France jetzt war ganz besonders, meine achte, auch relativ erfolgreiche für die Mannschaft. Und da komme ich jetzt schon mit einem guten Gefühl noch was. Und wie ist das Gefühl für heute Abend? Was ist möglich? Den Sieg wiederholen, sage ich jetzt mal, oder? Ja, ich meine, das muss das Ziel sein, keine Frage, aber wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Also wir haben das Wetter angesprochen, das spielt mit der Rolle. Die Konkurrenz ist wie immer stark. Mit dem Patrick, mit dem Konrad sind wir diesmal nur zu zweit am Start. Wir werden sehen, was da oben bringt. Na dann, alles Gute und vielleicht hören wir uns am Ende ja noch einmal. Ne? Und da werden wir dann sehen, wer heuer gewinnt. Aber zuvor haben wir noch ein paar Interviewpartner. Zunächst aber wieder zurück zu euch beiden.
Vielen Dank, Wolfgang. Sobald du den nächsten Herrn oder die nächste Dame vom Mikrofon hast, werden wir natürlich gleich wieder zu dir abgeben. Davor schauen wir aber vielleicht mal auf diese beeindruckende Startliste. Denn hier heute sind etliche Sportler mit dabei, die die Tour de France bestritten haben. Ganze 6 Österreicher waren in diesem Jahr bei der Grand Boucle mit dabei. Felix Gall, Gregor Mühlberger, Felix Großschartner, Michael Gogel, Marco Haller und Patrick Konrad. 5 davon werden heute auch mit dabei sein. Wir haben gehört, der Gregor ist nicht da. Ein bisschen schade, sein Team Movista hat ihm keine Freigabe für heute gegeben. Okay, ja, sowas passiert immer wieder, dass die Fahrer da für solche Kriterien keine Freigabe bekommen, dass sie da starten, weil natürlich auch, wie man es vorher gesehen hat, es passieren Stürze und das Team zahlt die Fahrer natürlich, dass sie wirklich total während der Saison eine Leistung bringen können und jetzt kein Risiko ausgesetzt sind. Und natürlich ist das Risiko höher beim Kriterium, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Aber Felix Gall zum Beispiel, wie wir da jetzt sehen, der wird jetzt da eingeladen von weiß ich nicht wie vielen Kriterien, von wie vielen Ländern. Und er sagt dann auch zum Paul wahrscheinlich, ja, er kommt nach Österreich, er kommt nach Wels her, einfach weil er ein Österreicher ist und weil er jetzt bei der Tour so den Triumph gehabt hat, als Debütant ist auch noch bei der Tour de France. Und ja, wir sehen da jetzt die ganzen Fahrer vom Tirol KTM Cycling Team und vielleicht sind die einen oder anderen da auch irgendwann mal dabei bei der Tour. Also es geht ja in die richtige Richtung. Das wäre Ihnen sehr zu gönnen. Wir haben über die österreichischen Teilnehmer der Tour de France kurz gesprochen. Dazu sind aus Deutschland Georg Zimmermann und Simon Geschke mit dabei. Sie sind ebenfalls die 3 Wochen durch Frankreich gefahren. Wir freuen uns natürlich auf Tobi Bayer. Wir freuen uns auch auf Patrick Gamper, Hermann Pernsteiner, Rainer Kepplinger, Sebastian Schönberger und viele mehr. Jetzt aber unser nächstes Interview. Und jetzt, ich darf Sie einmal. Ein ziemlicher Hype ist natürlich um ihn, den Mann mit der Startnummer 1. Die Performance bei der Tour de France, ja, die hat, ich habe gerade mit dem Ernst Hausleitner gesprochen, dazu geführt, dass alle sagen, der muss ja Sportler des Jahres werden. Wie ist denn das, wenn man plötzlich von 0 auf 100 schießt? Ja, ich meine, es ist jetzt die erste, sag jetzt mein erster Auftritt oder das erste Mal, ich bin jetzt seit 2 Tagen daheim in Österreich und dass ich jetzt in der Öffentlichkeit bin und das ist wirklich ja, überwältigend und vor allem sind ja, so viele Leute, die sich mit einem mitfreien und ein Foto wollen und es ist schon cool, muss ich sagen. Wie ist einem das bewusst während der Tour, natürlich vielleicht nicht gerade, wenn man am Rad sitzt, aber so am Abend im Hotel, dass man da etwas geleistet hat, was in der Heimat viel Aufsehen erregt? Nein, gar nicht. Also ich muss sagen, also ich beschäftige mich da auch nicht während der Tour oder generell während dem Rennen, habe ich da keine Energie und auch nicht die Zeit dafür, dass ich mich da irgendwie groß beschäftige. Also da versuche ich dann den Fokus zu behalten und dann natürlich, wenn die Tour, wenn sie vorbei ist oder so wie jetzt, ja, letzte Etappe und dann weiß man, okay, jetzt ist wirklich alles fixiert, das Ergebnis steht und dann fällt da der Druck ab und dann kann man das Ganze auch genießen. Wir haben heute schon gehört bei der Pressekonferenz, es gab ein bisschen die Überlegung, aufs Bergtrikot loszugehen oder dann doch den 8. Platz abzusichern. Letzteres ist es geworden. Etwas, was man dann im Nachhinein bereut oder sagt, ja, das habe ich richtig gemacht? Nein, keinsterweise. Ich meine, die Tour war so weit über den Erwartungen, was wir uns alle vorgestellt haben und ja, hochzufrieden. Aber natürlich, ja, das war cool, wie ich den einen Tag das Bergtrikot getragen habe und dann haben wir gesagt, ja, vielleicht hole ich es mir noch einmal zurück. Aber das war da zu dem Zeitpunkt da noch nicht so vorhersehbar, dass ich dann die Gesamtwertung, dass ich da den 8. Platz, dass ich da eine Chance habe und dann wollte man das auch nicht riskieren, dann die Gesamtwertung für das Bergtrikot. Was erwartet man sich jetzt von einem Innenstadtkriterium? Wahrscheinlich sind die Beine noch ein bisschen schwer. Das im Kreisfahren ist auch ganz was anderes als wie eine Tour. Wie ist die Einschätzung? Ja, jetzt die letzten 2 Tage bin ich noch ganz locker am Radl gesessen und ich bin auch nicht bekannt als Sprinter und werden wir schauen, wie wir das umkriegen. Jetzt ist das Wetter, ist Gott sei Dank gut, es ist trocken. Die Stimmung wird immer besser und ich freue mich schon. Sag ich danke und alles Gute, toi 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 fürs Rennen. Felix Gall, vielen Dank. Bitte schön, ihr zwei, seid dran. Felix Gall genießt auch schon die großartige Stimmung hier in Wels. Es kommen immer mehr Menschen hier rein. Und der Felix hat was sehr Interessantes angesprochen, dass er sich nämlich total auf den Sport konzentrieren konnte während der Tour de France. Ich glaube, das ist auch was anderes als Österreicher, wenn man jetzt zum Beispiel bei einer alpinen Ski-WM ist. Da wird man von 10 österreichischen Journalisten umringt und um Fragen gebeten. Als Österreicher bei der Tour, auch wenn man Erfolge feiert, bleibt man ja trotzdem ein bisschen aus dem ganz großen
Medienrummel draußen, kann ich mir vorstellen. Weil die Journalisten, die stürzen sich auf Vingegaard, die stürzen sich auf Pogacar, aber wahrscheinlich nicht im gleichen Ausmaß auf Felix Gall. Genau, also ich glaube, das ist jetzt ein positiver Effekt von Felix wahrscheinlich, dass er da in Frankreich jetzt so die ganzen von den Moderatoren noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat wie andere Leute, wie Vingegaard, wie Pogacar. Aber wenn er jetzt hier in Österreich zurück ist, er hat gesagt, er ist seit 2 Tagen zurück in Österreich und wie man heute sieht, auch im Interview hinter ihm die Leute, wie die geschaut haben, ob das der Felix ist, ist das der Herr Gall, der was jetzt jeden Tag im ORF drinnen war. Also der wird das Ganze, glaube ich, erst jetzt richtig realisieren, dass der jetzt da einen Triumph gemacht hat, wo ganz Österreich in 10 Jahren noch drüber sprechen wird. Und er hat auch angesprochen, ist mit dem Sprinten. Also der Felix ist jetzt nicht bekannt, dass er den besten Sprint hat, aber er hat den Vingegaard trotzdem bezwungen. Und der außergewöhnlich, ja. Also das ist... ich glaube schon, dass der das kann da heute auch. Also ich bin sehr gespannt auf ihn. Das ist natürlich. Ich bin gespannt, wie stark er aufs Risiko geht. Also wirklich, ob der heute da sagt, der fährt voll in die Kurven rein oder eher das Feeling von den Leuten hier, das rundherum genießt. Das werden wir dann näher beobachten. Wird natürlich viele der Besucher riesig freuen, wenn Felix Gall vorne mit dabei ist. Momentan werden die Teams gerade hier auf der Bühne präsentiert. Da haben alle Zuschauer auch die Möglichkeit, die Fahrer noch einmal im Interview zu hören, bevor es losgeht. Die Felbermayr-Mannschaft ist gerade bei Walter Ameshofer und bei Markus Ehrensberger oben, um noch einige Fragen zu beantworten. Hier ist Ricardo Zeudl zu sehen, der frühere Österreich-Rundfahrtsgewinner. Natürlich auch jemand, der immer beim Welser-Kriterium mit dabei ist. Aber lass uns wenige Minuten, bevor es losgeht, noch ein Thema ansprechen, das hier in Wels natürlich schon so ein bisschen wie eine Gewitterwolke über dem Geschehen schwebt. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man diese Gewitterwolke auch sprachlich ausregnen lassen und dass wir es noch einmal ansprechen, nämlich den tragischen Todesfall von Jacopo Venzo am vergangenen Samstag. Er ist ja bei der Juniorenradrundfahrt schwer gestürzt am Freitag. Der Oberösterreichische Radsportverband hat dieses Rennen organisiert und dann am Samstag in der Früh hat man diese unglaubliche Botschaft bekommen. Er hat es leider nicht geschafft. Wir bekommen ihn hier eingeblendet. Er ist verstorben. Für alle Beteiligten, für die Organisatoren, die ja nur das Beste wollten, die den jungen Nachwuchssportlern hier eine Bühne auch geboten haben. Ein riesengroßer Schock für die Familie, für den Sportler selbst. Und gerade du, der so viele Radrennen bestritten hast, wie geht's dir damit und wie glaubst du, dass man auch damit umgehen kann, wenn sowas passiert? Boah, das ist ein schwieriges Thema und man hat natürlich im Rennsport, ich habe es vorher kurz am Anfang erwähnt, das Risiko ist natürlich höher im Rennsport wie jetzt im allgemeinen Sport. Bereich. Also wenn man einen Sturz hat, ist aber trotzdem, dass ein Todesfall passiert, das ist so gering und das ist einfach jetzt so eine Tragödie, dass das jetzt bei der Juniorenrundfahrt und dass das bei ihm passiert ist und in dieser Abfahrt von der Scharten runter. Also das ist jetzt auch eine ganz normale Straßenrunde mit einer Linkskurve gewesen und also wie ich die Rennen gefahren bin und wie wir dort bei diesen ganzen im Ausland die UCI-Rennen gehabt haben, da waren natürlich extrem viele Stürze und ich habe einmal gehofft, dass nichts passiert und meistens hat man nur kleine Abschürfungen gehabt. Und mal ein Schlüsselbeinbruch oder so, aber dass es so weit geht. Also genau, es geht natürlich darum, dass man halt wirklich vorne reinfährt in der Kurve und da kann was passieren und da hat man meistens irgendwelche Abschürfungen oder irgendeinen kleinen Knochenbruch irgendwann einmal im Laufe seiner Karriere. Aber ein Todesfall ist ein ganz anderes Kaliber und ein ganz anderes Level. Und ich weiß auch noch nicht ganz, wie man damit umgehen kann, aber man kann es einfach nur ansprechen und hoffen, dass sowas so schnell nie wieder passiert. Und ich würde schon sagen, ich würde hoffen, diesen Radsport weiterzuleben. Und ich glaube, der Paul, die haben auch gemacht, dass diese Startnummer von ihm so nicht weiter vergeben wird, sondern diese Startnummer bleibt bei ihm und er wird immer in diesem Namen und diesem Rennen bleiben. Und es ist extrem schade und wir sind jetzt hier und sind eigentlich extrem schockiert, dass das so ist und müssen jetzt da trotzdem da weitermachen. Und es war für die Organisatoren ja auch nicht einfach, weil sie machen 4 Tage nach dem Vorfall das größte Radsport-Event des gesamten Jahres und sind natürlich auch vor der Frage gestanden, wie machen wir weiter, haben aber dann trotzdem den Entschluss gefasst, das Kriterium, das verbreitet so viel Begeisterung, so viel Freude und deswegen wollen wir es unbedingt hier auch in diesem Jahr wieder für die Menschen machen. So, und jetzt können wir mit dem Organisator sprechen. Oberösterreichs Radsportpräsident und der Mister Innenstadtkriterium hat mit dem Felix Gall gerade wieder ein paar Worte gesprochen. Das ist ein bisschen der Jackpot heuer, oder? Ja, ist der Jackpot. Ich habe schon vorgefühlt für nächstes Jahr. Ja, Gott sei Dank haben wir ihn, ja.
Ich habe mit dem Ernst Haus-Leitner, der eigentlich für Motorsport ja viel bekannter ist, der aber mir gesagt hat, er war auch schon mal bei der Tour de France gesprochen, der hat gesagt, er muss Sportler des Jahres werden, der Felix Karl. Ja, würde ich auch vorschlagen, aber er wird schwer gegen die Skisport und gegen Fußball. Ja. Bisher, also mittlerweile sind ja viele Leute am Anfang einmal ein bisschen zittert, wie es geschüttet hat, ne? Ja, das war eine Zitterpartie den ganzen Tag. Immer wieder trocken, wieder nass, wieder trocken, wieder nass. Und jetzt schön zum Hauptrennen, klar das auf, es kommt die Sonne heraus. Also besser geht's nicht. Bei Mädels hat's geschmissen? Ja, Gott sei Dank ist das alles gut ausgegangen. Schade ist um die Daniela Schmitzberg aus oberösterreichischer Sicht. Der hätte ich da sehr viel zugetraut heute. Also ich habe ja mit ein paar Fahrern gesprochen, die meinen, sie kennen die Strecke recht gut und das macht's leichter. Naja, schwierig ist, sind immer die Zeberscheifen, das muss man ganz offen sagen. Wenn die nass sind, das ist natürlich dann rutschig. Weil du es schon angesprochen hast, mit dem nächsten Jahr geredet haben, mit Felix Karl und so. Nächstes Jahr mal ein Jubiläum, 25 Jahre, ne? Nächstes Jahr 25 Mal und wird für mich das letzte Kriterium sein nächstes Jahr. Und schauen wir mal, ich möchte mir nur mal richtig, richtig gute Show liefern, ja? Okay, jetzt bin ich fast ein bisschen perplex, weil mit dem habe ich nicht gerechnet, mit einer Abschiedsansage. Ist das schon fix? Ja, ich denke doch. Ich suche immer schon einen Nachfolger. Ich hoffe, es gelingt mir. Geht's mir ähnlich. Ich sage danke, Paul Resch. Vielen Dank und ja, in Kürze geht's los. Ein paar Mannschaften werden noch vorgestellt. Vielleicht erwischen wir ja noch den einen oder anderen. Ich bin mir sicher, du wirst weiterhin auf der Interviewsuche erfolgreich bleiben, Wolfgang. Jetzt haben wir ihn gerade im Interview mit Paul Resch gehört, mit dem oberösterreichischen Landesradsportverbandspräsidenten und eben auch langjährigen Organisator des Welser Innenstadtrad-Kriteriums. Egal, wie oft es das Kriterium noch geben wird, wir genießen jedes Einzelne, würde ich sagen. Florian, seit 1999 eine Institution in Österreich und es ist ja unfassbar, wie das der Paul immer wieder geschafft hat, weil viele andere Kriterien, das Wiener Rathaus-Kriterium, das Grazer Altstadt-Kriterium, auch das Bad Ischl-Kriterium, die sind gekommen und gegangen. Eines ist geblieben, das Welser-Kriterium. Genau, also das Kriterium in Wels ist einfach ein Fixpunkt für alle Leute. Und wir hoffen, man, das hat mir erst das sehr umgehauen, dass der Paul da gesagt, das wird nächstes Jahr noch einmal austragen und dann sucht er einen Nachfolger. Aber das ist, ja, wie du gesagt, das Grazer Kriterium und Wiener Kriterium, die gibt es immer wieder. Voriges Jahr war in Graz, ja, ich glaube, zwei Tage vom Welser Kriterium war das in Graz und das Ganze gibt es heuer nicht. Und das ist natürlich sehr schade, weil man so eine Kulisse natürlich nicht von heute auf morgen aufbauen kann. Und in Wels haben wir das schon und da hat der Paul das geschafft, dass er dort wirklich die Leute im Juli immer zusammensammelt und wirklich nicht, das sind die Radsport-Events und die Radsport-Freunde hier zusammentreffen und ja, wir sehen da erst auf der Bühne Felix Gall und die ganzen anderen Sportler und wir hoffen schon, dass wir das weiterhin sehen. Also, dass wir das noch sehr oft genießen dürfen. Ich wollte nur ansprechen, wir können einfach wertschätzen, dass es das Kriterium in diesem Jahr gibt, dass es es im nächsten Jahr gibt und dann ja, wird man Lösungen suchen, wie es auch in Zukunft aussehen kann. Aktuell wird die Bohrer-Mannschaft mit Marco Haller und auch mit Patrick Konrad auf die Bühne geholt. Auch Michael Gogel kommt wieder zur Bühne rauf. Das sind also die Teilnehmer der Tour de France, die wir hier sehen können. Felix Großschartner hier auch zu sehen mit dem weißen UAE-Trikot. Manche werden sagen, das habe ich bei der Tour de France auch gesehen. Ja, genau dieses Trikot hat Tadej Pogacar getragen. Für den Felix Großschartner war das ja auch eine ganz große Motivation zu sagen, ich wechsle von Bora, ich will mal noch etwas anderes erleben und dann landet er ja in der Mannschaft eines Weltstars. Also genau, der Felix ist ein Wahnsinn, also dass der jetzt bei UAE unter Vertrag ist und ich freue mich extrem viel und ich bin ein bisschen gesprochen, ihm taugt extrem im Taugt extrem bei UAE und wir haben jetzt ein weiteres Interview bei uns und habe ich gerade gesagt, doch kein Interview. Okay, dann können wir direkt weitermachen, gehen wir zurück zum Felix. Also der Felix ist natürlich für mich persönlich auch ein riesen Rennfahrer geworden und der ist dort bei diesen Top-Stars jetzt unterwegs und ich freue mich echt, dass er diesen Riesensprung ins Ausland geschafft hat und links neben mir ist er Michael Gogel, beide wohnen hier in Linz und sind ja extrem gute Freunde und Trainingskollegen und ich bin gespannt, wie die Füße sind noch bei diesen beiden jetzt nach der Tour de France, also sehr cool.
wobei ich glaube, die Beine reichen für diese 60 Runden, für diese rund 45 Kilometer immer aus. Bei der Tour de France waren es ja großteils 150 bis 200 Kilometer am Tag. Davon sind wir heute weit entfernt. So, jetzt ist es aber soweit. Wir dürfen wieder für ein Interview zum Wolfgang schalten. Tobias, Innenstadt-Kriterium, wie hört sich denn das an? Oh, mega lässig. Also ich glaube, man hört sehr, wie die Stimmung ist. Macht es den Unterschied aus, zum Beispiel Oberösterreich-Rundfahrt? Da ist halt dann im Ziel meistens viel los, aber ansonsten ist man elendslang unterwegs und hat eigentlich nur die Gegner und ein bisschen die Landschaft. Ja, die Kulisse in Wels ist natürlich schon einmal was ganz anderes. Also schon vor dem Rennen ist die Stimmung riesig und auch danach dann noch. Worauf muss man aufpassen? Ich denke, jetzt wo das Wetter ganz gut ausschaut, passt es soweit, aber sonst im Regen wäre es natürlich eine rutschige Angelegenheit. Vor allem die Zebrastreifen, da heißt es Obacht. Ja, sonst wäre es in der Innenstadt natürlich schon rutschig, aber ich hoffe, dass wir gut durchkommen. Und was nimmt man sich vor, wie so ein Rennen? Kann man sich da überhaupt irgendwas vornehmen? Ja, wir werden auf jeden Fall unseren Spaß dabei haben und wir wollen natürlich schon ein interessantes Rennen zeigen. Stichwort Spaß, das ist genau das Thema. Den werden wir in Kürze hoffentlich haben, wenn unsere beiden Kommentatoren da wieder mit im Geschäft sind. Dann geht's los. 60 Runden stehen bei den Herren am Programm und wir sind schon gespannt, wer sich den Sieg im Jahr 2023 schnappt. Das ist die ganz große Frage. Zusätzlich wird es natürlich auch wieder viele Prämiensprints geben. An der Stelle dürfen wir unseren Partnern und Unterstützern aus der Wirtschaft danken. Großteils sind das 100 € Prämiensprints, die hier ausgefahren werden. Die Sportler haben also die Gelegenheit, dass sie auch wieder ein bisschen Geld für ihre Mannschaftskasse sammeln. Wir wissen ja, Florian, dass bei den Rundfahrten immer das Geld aufgeteilt wird in der Mannschaft. Weißt du, ist das beim Kriterium eigentlich auch so? Es kommt immer darauf an, also du hast vollkommen recht. Die ganzen Preisgelder werden im Radsport immer aufgeteilt. Also wenn da jetzt bei der Tour de France 8 Fahrer mitfahren und die machen 100.000 €, wird das auf 8 Leute aufgeteilt. Und teilweise ist es beim Kriterium auch so, aber ich habe bei Rinkhoff, weiß ich nicht, bei die zwei Hammerschmidt-Brüder, die haben immer sehr hohes Risiko eingegangen in die Kurven und haben da, glaube ich, 500-600 € alle abgecasht. Die haben es nicht aufgeteilt, wir bei Felbermeier haben es immer aufgeteilt. Da haben wir gesagt, wir werfen alles in den Topf und dann dividieren wir es durch die Anzahl der Fahrer. Aber ich glaube, die Profis im Ausland, die bekommen ja hierfür das Rennen ein Startgeld. Also die halten sich grundsätzlich ein bisschen zurück bei diesen ganzen Prämien-Sprints und haben überlassen, das wirklich die Kontinentalfahrer, die was einfach fürs Ausüben des Sports ein bisschen weniger verdienen wie die World Tour Profis hier, muss man auch ganz offen und ehrlich sagen. Und die haben halt die große Show, die große Bühne und die halten sie noch ein bisschen zurück. Bevor es dann die letzten 10 Runden gibt, dann geben die natürlich extrem Gas. Ja. Also die zeigen hier auch natürlich in dem Fall soziale Züge den anderen kleineren Teams gegenüber, dass die am Anfang des Kriteriums auch die Möglichkeit bekommen, mehr im Vordergrund zu sein. Ganz toll natürlich für die Besucher, dass sie hier unsere Sportler noch auf der Bühne zu sehen bekommen. Es sind viele Tausend schon hier in der Welser Innenstadt. Das Wetter hat sich auch wieder gebessert. Die dunklen Wolken haben sich verzogen. Stattdessen kehrt hier bei uns sogar die Sonne wieder ein. Es wird immer sommerlicher, je länger der Abend dauert. Also tolle Verhältnisse für eines der größten Radsportfeste Österreichs. Es ist knapp nach 19 Uhr. Wir sind da natürlich nicht ganz so streng und genau mit der exakten Startzeit, aber innerhalb der nächsten 5 bis 10 Minuten wird es sicherlich auf den Kurs hinausgehen. Wir haben darüber gesprochen, viele Sportler kommen direkt von der Tour de France, andere sind in der österreichischen Radbundesliga, in der Cycling League Austria unterwegs, geben dort regelmäßig ihr Bestes. Also das ist durch und durch eine Veranstaltung der Creme de la Creme des Radsports, von der World Tour bis hin zu den österreichischen Assen. Und schauen wir, einige sogar schon wieder kurzärmlich unterwegs. So gefällt uns das Kriterium. Also wir freuen uns, dass die Sonne hier rauskommt beim Innenstadt-Kriterium, weil es einfach viel lockerer das Ganze macht. Und die ganzen World Tour-Profis, die was bei der Tour de France dabei waren, die sind jetzt natürlich da vorgestellt worden. Und natürlich zögern die das Ganze jetzt ein bisschen hinaus, aber das macht nichts. Und wir sind jetzt wohl 10 Minuten, glaube ich, ein bisschen verspätet dran, aber die Sonne ist ja lang genug hell, dass wir das machen können. Also
jetzt starten sie wahrscheinlich gleich in den nächsten paar Minuten und die brauchen jetzt, muss man schon sagen, nicht so viel Aufwärmzeit, weil die kommen von der Tour, die sind es das gewohnt, dass tagtägliche Rennen fahren und ich glaube, die anderen Fahrer haben sich schon ein bisschen aufgewärmt, aber die machen das jetzt aus dem Stegreif heraus. Also das sind die besten Radfahrer der Welt und Österreicher natürlich und die werden da jetzt vorne hingestellt und dann werden sie schon gut hinbekommen. Also das wird sehr gut funktionieren. Und kurz bevor es losgeht, in wenigen Minuten starten die Sportler hinaus auf den 800 Meter Kurs, machen wir nochmal eine kurze Werbeunterbrechung. Willst du abheben, mit den Herausforderungen wachsen, Grenzen sprengen, Offenheit leben, dich selbst weiterentwickeln und die Logistiksysteme der Zukunft gestalten? Willst du mit uns wachsen? Dann ist TGW dein Unternehmen. Entdecke jetzt mehr als 140 spannende Jobs auf tgw.career. Wir kommen pünktlich zurück zu einem der ganz großen Höhepunkte im österreichischen Radsport. Gesellschaft, Wirtschaft und die Radprofis treffen aufeinander. In weniger als 2 Minuten geht's los, in weniger als 2 Minuten starten sie auf den Kurs hinaus. Und was ist das für ein erlauchter Kreis von Top-Profis in der ersten Reihe mit Felix Großschartner, den wir hier gerade gesehen haben. Das ist, glaube ich, Patrick Konrad. Die WSA-Mannschaft auch in der ersten Reihe mit dabei. Und hier hinten sehen wir auch Daniel Lehner mit dem Meistertrikot. Er ist ja österreichischer Meister geworden im Kriterium und mittlerweile ist er ja Amateurrennfahrer. Aber voriges Jahr war er noch im Elitebereich tätig und er kann das Ganze, das Trikot jetzt heute hier beim Welser Innenstadtkriterium aus Welser hier vertreten. Und das ist natürlich eine große Ehre. Und ich glaube, ich habe vorher mit ihm gesprochen und er hat gesagt, er freut sich extrem auf dieses Event heute. Und wir sind gespannt, der Daniel Lehner ist natürlich ein extrem starker Fahrer, ein sprintstarker Fahrer. Und
Ja, wir sehen da vorne die World Tour Profis und wir schauen, ob er dort dann was ausrichten kann gegen diese Giganten im Radsport. Und wir sehen da links auch das WSA Cycling Team. Die sind auch gut vertreten in Schmidbauer Max. Das ist ja auch ein bisschen im Sprintbereich ein bisschen der bessere Mann. Mal schauen, was die ganzen Kandidaten hier machen können. Jetzt sind wir auf jeden Fall in der letzten Minute, bis es losgeht. Der Welser Bürgermeister hier in der ersten Reihe mit dabei. Ja, toll zu sehen, dass eben auch die Politik und die Wirtschaft dieses Event so sehr unterstützt. Aber jetzt soll der Sport hier gleich im Vordergrund stehen. Das Welser Innenstadtradkriterium wird seit 1999 ausgerichtet. Wir hatten hier schon ganz große Stars des Radsports, wie zum Beispiel Mario Cipollini, wie Roman Kreuziger, wie Olympiasieger Samuel Sanchez, wie Paolo Savoldelli, Ivan Basso, Danilo Di Luca oder auch wie Vincenzo Nibali. Und jetzt gehen hier die österreichischen und auch deutschen Tour de France Starter gleich auf den Kurs hinaus. Die letzten Sekunden, bis es losgeht. 60 und Runden, jetzt, bester Radsport jetzt sind vor geht's uns. Los, jetzt geht's los für die World Tour Profis. Und man sieht hier ganz vorne schon, das WSA Cycling Team attackiert gleich mal. Die wollen wirklich das Rennen einfach gleich mal von vorne weg schnell machen. Ich habe vorher den Tobias Bayer ganz hinten starten gesehen. Also der ist es ganz ein bisschen locker angegangen da links. Aber der kann natürlich Rennrad fahren, der weiß es natürlich. Der fährt jetzt da die fahren die Kurven einfach hinein. Und ich meine, Felix ist da, der Gall ist da auch ein bisschen in der Mitte des Feldes gefahren. Aber ich kenne das von mir. Also wir starten da, wir sind da gestartet und wir sind da volle Kanone weggefahren. Also da ist wirklich von 0 auf 50 km/h und also da geht es schon richtig zur Sache. Also die World Tour Profis müssen da erst schauen, dass sie nach vorne kommen, weil sonst so schwach sind die Conti-Fahrer auch nicht und die wollen sich natürlich das Preisgeld natürlich da holen und für mich ist das die Rinko-Fahrer, die können extrem gut Rennrad fahren und man sieht ja gleich, die sind da gleich vorne und der Ritzinger, also der hat die GoPro oben und der darf da heute filmen. Und sind wir gespannt, wie es den Felbermeier-Fahrern auch hier geht. Die haben ja, sind ja nicht alle Fahrer hier im Start. Ich glaube, die fahren die Czech Cycling Tour jetzt in der nächsten Zeit und schonen sicher auch die Fahrer dafür. Und jetzt ist ja schon die erste Runde absolviert beim diesjährigen Innenstadtkriterium. Und wir haben zumindest mal gesehen, dass viele mit Mordskaracho rausgestartet sind, aber sich zumindest jetzt mal noch keiner absetzen konnte. Also die einzelnen Fahrer noch beisammen nach dieser ersten Runde. So viele Fans hier in Wels und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um auch über den Mann zu sprechen, wegen dem so viele hierher gekommen sind. Er stammt aus Osttirol. Er hat in den letzten 3 Wochen richtig für sich Werbung gemacht, Aufsehen gesorgt. Felix Gall. Ich höre aber, wir haben noch ein Interview und danach versprochen werden wir dann das Thema Felix Gall ganz ausführlich behandeln. Ja, bei mir steht der Bürgermeister der Stadt Wels und wir haben gerade fasziniert auch aufgeschaut auf die Videowall mit der Onboard-Kamera. Das ist wieder eine ganz neue Qualität, oder? So ist es. Unglaubliches Erlebnis, darauf zu schauen, mitzusehen, wie sich die in die Kurve reinlegen und welches Risiko die auch eingehen, welche Geschwindigkeit da ist. Also richtig faszinierend. Viele Menschen wieder heute hier. Dabei hat es am Anfang mit dem Regen gar nicht so gut ausgeschaut. Ja, es war ein bisschen ein Pech, aber rechtzeitig aufgerissen, rechts wir auch trocken geworden, weil es ja nicht ganz ungefährlich bei diesen nassen Verhältnissen dann zu fahren. Aber jetzt geht's gut und wir sind froh, dass wieder tausende Leute in Wels sind. Wollen wir ein bisschen darüber sprechen, was das auch an Wertschöpfung generiert? Wir haben das einmal untersucht. Wir wissen, es sind mehr als 10.000 Leute gleichzeitig in der Stadt, die nachher natürlich fortgehen, auch währenddessen schon einkaufen. Und wir rechnen daher, dass unser Investment, nämlich das Sponsoring dieser Veranstaltung, sich mehrfach zurückverdient. Also ein Risiko, dass wir so ein Highlight der Sportwelt in Wels haben. Es ist natürlich zum einen, das wissen wir, der Paul Resch mit seinem Engagement, aber die Stadt Wels ist auch von sich heraus eine Art Radsportstadt. Wir haben vor ungefähr 5 Jahren uns dazu entschlossen, Wels als Rennradstadt zu positionieren, auch touristisch zu positionieren, investieren sehr viel
in diesem Bereich und haben auch Erfolg, weil sehr viele deswegen auch schon nach Krems kommen, weil wir mitten in Oberösterreich sind, sehr schöne Touren möglich sind und deswegen sind wir froh, dass wir so eine Leuchtturmveranstaltung auch haben. Dann wünsche ich ein schönes Rennen. Gibt es irgendeinen Favoriten, dem Sie heute besonders die Daumen drücken? Wichtig ist, dass das blaue Team gewinnt. Das ist aus Wels. Das ist klar. Dankeschön. Und mit euch geht es weiter und mit dem Rennverlauf beim 24. Welser Innenstadtkriterium. Es wäre schon eine Überraschung, dürfen wir ehrlicherweise sagen, wenn das blaue Team heute gewinnt, die Felbermayr Simplon Wels Mannschaft, weil eben doch sehr viele international fahrende Sportler auch mit dabei sind. Aber wer weiß, vielleicht klappt es tatsächlich wieder mit einem vorderen Platz. Letztes Jahr war ja Moran Vermeulen hier insgesamt Drittplatzierter. Aber wir haben es schon angekündigt. Wir wollten über Felix Gall auch ein bisschen sprechen, der sich jetzt hier noch im Feld drinnen befindet, der in den letzten Jahren, in den letzten Tagen, wollte ich sagen, richtig viel Aufsehen in Österreich auch erregt hat. Wir haben es heute bei der Pressekonferenz gemerkt, da waren Dutzende Journalisten da. Also was Felix Gall für den österreichischen Radsport gemacht hat, das ist in den letzten Jahren nicht gelungen, kann man sagen. Das ist was Außergewöhnliches. Also wenn wir jetzt über den Felix Gall, jetzt fangen wir ein bisschen an, dass wir über den Felix reden. Und es ist einfach eine unglaubliche Leistung, was der Felix da hingelegt hat bei der Tour de France. Ich meine, der Felix ist 2016 Junioren-Weltmeister geworden und das hat natürlich damals schon für Aufregung gesorgt. In den USA damals, gell? Genau, damals in Richmond. Und das war ganz, also wirklich, dass mit dem überhaupt keiner gerechnet, dass der Weltmeister wird. Und jetzt bei der Tour de France in die Top 10 zu fahren, aus Österreich, ja, das ist auch, also ich, für ihn. Der Mann ist jetzt da 2 Tage zurück in Österreich und er merkt erst jetzt, was das für ein Aufsehen erregt in Österreich. Also wir haben so einen Mann schon lange nicht mehr gehabt und wenn man jetzt nur an das denkt, was dieser junge Mann in Zukunft erreichen könnte, also wenn die Entwicklung nur ansatzweise in die Richtung geht, wo es jetzt in den letzten 2 Jahren bis jetzt war, wenn das 2 Jahre so weitergeht, dann steht der Mann in 2 Jahren im Stocker bei der Tour und das unterschreibe ich. Also wie der gefahren ist, ich meine, bei der Königsetappe alle hinter sich zu lassen, das ist sowas Unglaubliches. Also das ist, wie ich das gesehen habe, mir ist die Gänsehaut gekommen daheim. Und Felix ist Weltmeister geworden in Richmond und danach sind wir gemeinsam, wir in Doha bei der WM gewesen. Der Felix und ich waren wir gemeinsam im gleichen Zimmer. Der Felix ist 1 Jahr älter wie ich und damals hat er mir gesagt zu mir, ja, Weltmeister bist 1 Jahr, Olympiasieger bist ein Leben lang und Tour de France-Sieger bist auch ein Leben lang. Und das hat er jetzt echt zusammengebracht. Also, Hut ab, das ist Wahnsinn. Diese Tour de France-Etappe, außerdem die Königsetappe nach Courchevel, das war was unglaublich Besonderes, hat sich eine Gruppe etwas früher abgesetzt, die war großartig besetzt, Felix Gall ist aus ihr heraus nach vorne gefahren, hat einen Abstand zwischen sich und die Verfolger legen können und diesen Abstand tatsächlich dann auch bis ins Ziel knapp aber doch verteidigen können, aber es war ja nicht der einzige Erfolg auf dieser 17. Etappe, er ist außerdem dann auch nochmal Etappenzweiter gewesen, er hat außerdem einen Tag das Bergtrikot getragen. Er ist 8. in der Gesamtwertung geworden, 2. in der Bergwertung. Also er hätte fast auch noch dieses wunderschöne gepunktete Trikot gewinnen können. Er war in so vielen Wertungen und auf so vielen Etappen vorne mit dabei. Eine Konstanz, wo man wirklich sagen kann, die 3 Wochen seines Lebens liegen wahrscheinlich gerade hinter ihm. Also ich glaube auf jeden Fall, die 3 Wochen, der ist jetzt so konstant gefahren. Es hat angefangen, dass sie zu ihm gesagt haben, dass er jetzt nicht in Giro fährt, sondern dass er sich wirklich vorbereiten musste auf die Tour. Also vor Tour auf der Alps extrem Vierter geworden, extrem stark gefahren und dann hat das Team gesagt, okay, schickt mir den Felix in die Sierra Nevada nach 3 Wochen auf Höhentrainingslager. Und das Ganze ist dann schon aufgegangen, wie er bei der Tour des Vista vorne mitgefahren ist. Und da, damals haben die Leute schon gesagt, ja puh, was ist jetzt los? Also das kommt ja wirklich also Top 5 immer jeden Tag und dann wird das Ganze bei der Tour abzuliefern beim größten Radrennen, wo die besten Radfahrer der Welt das mitfahren, einen Österreicher da vorne zu haben, das ist eine große Ehre und der Felix hat jetzt in Wels hier schon eine riesen Aufmerksamkeit gekriegt, also vorher beim Interview haben wir es gemerkt, die ganzen Leute schauen, ist es der Felix, ist es der Galle, über den gesprochen wird und also der Galaktische, wie ja manche Zeitungen auch geschrieben haben. Genau, also der, was aus dem Nichts gekommen ist, nichts kann man nicht sagen, der Felix war Welt
Weltmeister und war natürlich dann im internationalen Radsport tätig. Und da ist natürlich so, dass man nicht ein Rennen nach dem anderen gewinnt, so wenn man in der Bundesliga fährt, sondern da ist extrem schwierig, sich nach oben zu arbeiten. Und wenn du mal das Level hast und wenn du mal da oben bist, dann kannst du halt natürlich auch teilweise hast dann viel mehr Aufmerksamkeit, dass du immer wieder konstant abliefern kannst, aber das Ganze dauert Jahre. Und der Felix ist ja nach die Junioren ins Ausland gegangen, zur Sunweb, zu dem, das ist jetzt was DSM war oder ist, war früher Sunweb und der hat ein Development-Team gehabt, da ist er glaube ich 3 Jahre unter Vertrag gestanden, bis er dann in die World Tour, also in die erste Liga des Radsports gegangen ist. Und damals haben viele Leute gesagt, naja, hat er sich das verdient oder hat er sich das nicht verdient? Das war damals beim Österreichischen, beim ÖRV, bei diesen ganzen jungen Fahrern, wo ich dabei war, einmal Frage, weil natürlich haben viele gesagt, der war ein Weltmeister, weil jetzt hat er schon länger nichts mehr gerissen eigentlich. Das und hätten natürlich viele andere auch gerne gehabt, genau, dass sie so einen Vertrag bekommen. So einen Vertrag will jeder haben und jeder will dort in der obersten Liga fahren und der Felix hat natürlich bekommen, er hat gute Ergebnisse gehabt, aber keine Weltergebnisse damals. Und seitdem er bei Aschel sehr unter Vertrag ist, seitdem läuft es wirklich für ihn. Und ich habe mit Bernhard Eisler im Interview gelesen, dass er gesagt hat, dass bei Sunweb oder bei DSM damals die Vorschriften so extrem restriktiv waren und da haben sie zum Beispiel das Essen abwiegen müssen, alles genau detailliert machen müssen und ich glaube in Küte hat es einmal drei Höhentrainings gegeben, wo ein Fahrer während Corona einkaufen gegangen ist und dann haben sie diesen Fahrer heimgeschickt. Also die haben halt wirklich sehr die sozialen Sachen sehr hinten angestellt und anscheinend taugt es dem Felix nicht so. Und jetzt beispielsweise das, er hat er seine Freiheiten und kann sich so entwickeln, wie er das Ganze haben will und haben möchte und das ist jetzt natürlich aufgegangen und jetzt fährt er da mit einem Pogacar, mit einem Vingegaard vorne mit und also ist für mich auch so beeindruckend, diese letzte Bergetappe am Samstag, da waren nur noch 5 Leute beisammen und Felix Gall hat zu diesen 5 Besten gehört auf dieser letzten Etappe, dieser letzten schweren Etappe, danach natürlich noch diese Bummelfahrt, die Tour d'Honneur nach Paris hinein auf der Abschlussetappe, aber auf der letzten richtig schweren Etappe, da war er noch total weit vorne mit dabei, was auch zeigt, dass er diese Qualitäten hat, 3 Wochen sein Bestes abzurufen und auch ganz am Ende noch vorne dabei zu sein. Ja genau, das ist Wahnsinn. Also beim größten Radrennen der Welt am Schluss in der letzten Woche bei den besten Fahrern mitzuhalten, das ist so eine Leistung, das kann man gar nicht in Worte fassen, weil das ist einfach, das ist deshalb, was jeder Rennradfahrer trainiert und dass man das einmal zusammen, dass man überhaupt dort dabei ist und dann überhaupt in der letzten Woche nur Ergebnisse bringen kann, was das für Trainingspensum und Trainingsjahre bedeutet. Das ist ja, das ist, wenn man mit einem Trainer spricht, das ist in Daten schon schwierig zu fassen und in Worte erst unglaublich. Also richtig, richtig toll, was Felix Gall geschafft hat. Ich glaube, liebe Zuschauer, Sie verzeihen es uns, dass wir jetzt das Thema Felix Gall ein bisschen länger behandelt haben. Viele freuen sich bestimmt auch drüber, weil er einfach auch hier beim Kriterium ehrlicherweise so sehr im Mittelpunkt steht. Ich würde aber sagen, in der nächsten Dreiviertelstunde, die dieses Kriterium sicher noch dauert, wollen wir auch für die anderen Sportler noch viele wertschätzende Worte finden. Jetzt zum Beispiel können wir mal berichten, wie es so ausschaut, weil sich nämlich eine Gruppe etwas löst. Da hat Moran Vermeulen die Initiative ergriffen, der Sportler vom Team Vorarlberg, auch ein früherer Gewinner der Österreich Radliga und konnte sich absetzen. Und das ist so eine Art Österreicher Teamgruppe, die sich da absetzt. Mit Paul Buschek vom Tirol KTM Cycling Team, auch mit Marvin Hammerschmidt, einem Oberösterreicher von Hrinkov Advarics. Daniel Bichelmann ist mit dabei, Mario Gamper auch in dieser ersten Gruppe, Daniel Federspiel, der Weltmeister im Mountainbike Eliminator und auch Jakob Reiter haben sich in die erste Gruppe hineinbegeben. Kein World Tour Fahrer mit dabei, auch interessant, Florian. Also jetzt fahren die Conti-Fahrer also mit einem Marvin Hammerschmidt und einem Moran Vermeulen, die fahren jetzt wirklich extrem in die Kurven rein und die wollen jetzt die Weltfahrer abschütteln und der Daniel Bichelmann ist auch ein extrem starker Fahrer und die versuchen jetzt am Anfang des Rennens extrem schnell zu gestalten und man sieht da hinten den Felix, der Felix Großschartner, der versucht ja das Ganze jetzt ein bisschen die Lücke zu schließen, einfach dass das Rennen natürlich ein bisschen eine Harmonie bekommt und die vorne dürfen nicht gleich wegfahren, es ist natürlich auch die Aufgabe der Weltfahrer, das ganze Rennen konstant und auch anspruchsvoll voll zu gestalten und also um zum Moran zu sprechen, um zum Moran zurückzukommen, der kann jetzt auch mittlerweile extrem gut spurten und der ist extrem konstant beim Team Vorarlberg, hat auch den Wechsel gehabt vom Team Felbermeier und
wenn die Gruppe da vorne ist schon stark, aber ich glaube schon, dass die Weltfahrer da hinten erstens einmal zusammenhelfen und zweitens das Ganze auch wieder die Lücke schließen wollen. Und man sieht, der Felix, der kommt von der Tour, der kann das Kurven fahren, der kann da auf Druck fahren. Es hilft in der Bayer Dobe, es hilft der Marco Haller, die helfen da hinten zusammen, dass die Lücke geschlossen wird. Und es geht ja darum, um diese Prämien-Sprints, und meistens werden die nur fürs Hauptfeld ausgefahren. Jetzt sind wir gespannt, wie das Ganze jetzt weitergeht, ob die Prämien-Sprints auch für die Spitzengruppe ausgefahren wird. Wenn nicht, dann ist ja extrem schade für die Conti-Fahrer, weil genau für das sind sie eigentlich da, dass sie dort mitsprinten können. Aber jetzt wird sie gerade angekündigt, es gibt eine Prämie. Ich glaube, da ist die Spitze jetzt auch dabei. Ja, nächste Runde gibt es eine 100-Euro-Prämie. Ich glaube, die Spitzengruppe kann diese Prämie wahrscheinlich unter sich ausfahren. Während eben Felix Großschartner in der Verfolgergruppe das Tempo macht, das ist jener Herr, über den wir schon ein bisschen gesprochen haben, während die Fahrer auf der Bühne präsentiert wurden, der eben zuletzt im Team des Tour 2. und des Tour 3. mit dabei war. Der Felix hier gerade groß im Bild zu sehen, hat selbst gesagt, seine Aufgabe war es, eigentlich vor dem entscheidenden Berg immer schon Tempo zu machen. Der letzte Helfer von Tadej Pogacar war dann ja Adam Yates, und der ist nicht nur Helfer gewesen, sondern in dieser Rolle sogar noch auf den 3. Gesamtrang der Tour gefahren. Der Brite durfte sich also auch in Paris über ein großartiges Ergebnis freuen. Und wenn man in so einer Mannschaft dabei ist, dann ja, glaube ich, kann man sagen, ich habe vieles richtig gemacht, auch bei meiner Entscheidung, zu welchem Team ich gehe. Also ich glaube, der Felix hat extrem viel richtig gemacht, den Weg zu seiner Profikarriere. Also er stammt die Ausmacht. Achtung, kurz mal der Sprint, dass wir uns darauf konzentrieren. Ich glaube, es war Moran Vermeulen, oder? Vermeulen vor Buschek und genau. Hammerschmidt. Ja, Hammerschmidt, Marvin als Dritter, Buschek. Buschek ist bei Tirol unter Vertrag und natürlich ein extrem starker Sprinter. Und also, aber der Moran, also... Macht er gut, der Moran, ja. Dass er sich da vor Paul Buschek hier über die Ziellinie drüber gerettet hat. Großartige Sache. Wir waren bei Felix Großschartner, und du hast gesagt, er hat vieles richtig gemacht in seiner Karriere, die er übrigens nicht nur auf dem Rad, sondern auch auf zwei Brettern begonnen hat. Er war ja auch Skifahrer. Genau, der Felix ist ja, glaube ich, in die Skisportschule gegangen, in Schladming oder Windischgarsten war das. Und er hat sich dann ein Schienbein gebrochen und ist dann so ein bisschen auf den Radsport gekommen und hat dann angefangen mit der Sporthandel-Tunnel Linz. Und da war er dann beim Karl Hammerschmidt und hat dann dort so mit 15 oder 14, 15, 16 so seinen Weg ein bisschen gemacht in Richtung Profi. Und ich habe mit Felix immer gesprochen, wie er schon bei Fellermeier war, und er hat immer gesagt, das Ziel von ihm war immer, er hat nie gewusst, was er sonst machen würde. Er wollte immer Rennradprofi werden aus Beruf. Also so, wenn du dann 16-Jährigen fragst, was willst du mal werden, dann sagen viele, ich will Profi werden und ich will das und das werden. Und der Felix hat das Ganze durchgezogen in die oberste Liga des Radsports. Und das ist ihm großartig gelungen. Er war Stagiaire damals noch bei Tinkoff Saxo, bei der Mannschaft, für die auch Alberto Contador seinerzeit gefahren ist. Er war bei CCC Sprandi, dann bei Bora Hansgrohe 4 Jahre und jetzt bei UAE Emirates. Ein unglaublicher Weg. Also der Weg von CCC zu UAE war alles andere als leicht für den Felix. Er hat ein bisschen gesprochen mit ihm. Hier übrigens schon wieder vorne in der Gruppe. Also er macht unglaublich viel. Der Felix macht extrem viel Tempo jetzt da vorne, und für ihn war das CCC, das Team, extrem schwierig. Also er hat überhaupt keinen kennt und hat da wirklich sich da voll ins kalte Wasser geworfen worden, dann hat er wirklich diesen Weg sich erkämpfen müssen, dass er da in die World Tour kommt, und jetzt hat er seinen Platz gefunden als Edelhelfer für den Weltbesten oder einen der Weltbesten Fahrer, für den Tadej Pogacar, und er macht das Ganze so super, und er ist ein so super Kerl. Also ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe, weil er einfach so ein sympathischer junger Kerl ist, und ich freue mich, dass er das total geschafft hat, und der macht das echt super. Also das, man sieht eh, der lebt für den Radsport, der lebt für das Rennenfahren, der lebt für dieses Adrenalin, und und kommt ja gar nicht so weit weg von hierher, nämlich aus Machtrenk. Hat also eine ganz kurze Anfahrt, und ich glaube deswegen auch eine nahe Bindung und Beziehung zum Welser Innenstadtradkriterium. Momentan hier vorne zu sehen, Felix Großschartner in dieser Gruppe. Bei der letzten Zieldurchfahrt war auch Maximilian Schmidbauer noch an der Spitze mit dabei. Marco Haller sehen wir dort weit vorne. Ist jetzt wieder ein bisschen zurückgefallen. Da lugt er gerade seitlich heraus. Das ist der Mann mit dem grün-schwarzen Bora-Trikot mit dem grünen Helm.
Marco Haller, unser letztjähriger Gewinner, der auch was ganz Großartiges geschafft hat. Kurz nachdem er hier beim Kriterium dabei war, hat er ein World Tour, ein Tagesrennen gewonnen, nämlich die Cy Classics in Hamburg. Und das hat er nicht vor irgendwem gewonnen, sondern vor Wout van Aert. Man muss ja manchmal auch sagen, wer Zweiter geworden ist, wenn man gewonnen hat, dann spricht das noch größer vom eigenen Erfolg. Genau, also Marco Haller war natürlich immer Edelkapitän, hat die ganzen Sprinte im Finale hineingefahren, also, und selbst da mal die Chance zu bekommen, spurten zu können und dann auch vor Van Aert, also den Namen braucht man gar nicht erklären, das ist sowas Unglaubliches. Und der Mann, der kann spurten, der weiß immer, wie fahren wir ins Finale rein, wie bringen wir die Leute mit 65, 70 km/h wirklich in die letzte Kurve rein. Und dass er selbst abliefern kann und darf bei Bora jetzt, das ist eine große Ehre. Und ich glaube, er ist wirklich ein echter Mann für erstens mal für die Klassiker und zweitens auch für die Sprints. Und das ist auch heute hier in Wels, als er voriges Jahr zeigt, dass er das kann. Und er ist sicher da heute ein heißer Kandidat für diesen Tagessieg. Und wir sind gespannt, ja, wie das da jetzt angeht. Ein Kapitän du Route, wie manche auch sagen, also jemand, der einfach auch so der verlängerte Arm des sportlichen Leiters ist, viel innerhalb der Mannschaft auch kommuniziert während des Rennens und eben auch ganz, ganz viel Erfahrung mitbringt. Wir haben über Marco Haller gesprochen, hier in dieser Gruppe aktuell, an der, glaube ich, so siebten, achten Position. Sein Teamkollege Patrick Konrad fährt hier gerade nach vorne, übernimmt jetzt auch die Spitzenposition in der Verfolgergruppe, unterstützt vielleicht auch Felix Großschartner dabei, dass man an die drei Erstplatzierten wieder herankommt. Das sind momentan Maximilian Schmidbauer von WSA KTM Graz, dazu Daniel Bichelmann und der Supersprinter Paul Buschek vom Tirol KTM Cycling Team. Die drei haben hier eine leichte Lücke zu den Verfolgern aufgebaut. Aber wir kennen das, Florian, vom Kriterium. Es gibt immer mal wieder 5-10 Sekunden Abstände zwischen den Gruppen. Aber an sich läuft meistens alles wieder zusammen. Also man muss sagen, die Conti-Fahrer, die versuchen natürlich hier ein bisschen eine Lücke aufzuschließen zu den World-Tour-Fahrern. Einfach weil sie da können sie das Preisgeld ein bisschen besser drum spurten. Und natürlich hinten vorne die World-Tour-Fahrer, die Lücke kann und wird nicht größer werden. Also da bin ich überzeugt, dass die Power hinten haben, dass die das weitermachen. Und man sieht aber, dass da hinten ist der Daniel Federspiel und der Jakob Reiter, die versuchen, die Lücke auf die Vorderen zu schließen. Aber also ich habe immer geschaut, dass ich da wieder so viel wie möglich im Windschatten bin, weil es einfach, die fahren damit, die Strecken da mit 55 km/h rein und das kann man nicht lang halten. Da muss man wirklich seine Ressourcen einteilen. Und das, glaube ich, machen auch die österreichischen Kontinentalteamfahrer auf eine Weise, indem sie einfach um die Sprints fahren, indem sie auch versuchen, sich zwischendurch mal abzusetzen, sich auch dem Publikum dadurch zu präsentieren und dann vielleicht doch auf den letzten 10 Runden mehr den Profis aus der World Tour das Feld überlassen. Weil die wissen natürlich, sobald die World Tour-Profis hier richtig schnell fahren, kann es ein bisschen schwieriger werden, sich an der Spitze zu halten. Genau, und wir sehen jetzt, wir haben jetzt gerade 19 Runden hinter uns und die Lücke wird einfach nicht größer zum Hauptfeld. Und es gibt ja hier bei uns ein Ausscheidungsrennen beim diesjährigen Welser Innenstadtkriterium. Und die World Tour Profis, die fahren natürlich alle vorne, die fahren geschlossen, die können das in der Gruppe fahren, die können das in die Kurve reinfahren. Und die Vormer sind der Felix Gall und der Bayer Tobi sind weit hinten gestartet, vor allem der Bayer Tobi. Und man sieht, der ist schon wieder vorne, also der kann das Ganze. Sich auch durch das Feld bewegen, Plätze gut zu machen, das ist ja alles andere als einfach für einen Otto-Normalverbraucher. Also was die machen, es ist sowas Unglaubliches. Für einen Nicht-Rennradfahrer oder auch für einen Hobby-Rennradfahrer ist es einfach so schwierig, da mitzufahren, nicht nur von der Leistung her, sondern wie sich die Rennradfahrer im Feld bewegen. Und wir sehen da vorne im rot-weiß-roten Trikot der Daniel Lehner. Er ist ja kein Profi, sondern er ist Amateur-Rennfahrer und arbeitet ganz normal seine 40 Stunden und macht das Ganze neben seiner beruflichen Tätigkeit und schafft das Ganze da wirklich mit diesen Fahrern mitzuhalten. Und jetzt haben wir gerade dahinter den Jakob Burczyla gesehen, der hat schon ein bisschen Schwierigkeiten, dass er dranbleibt an dem Feld, weil das Tempo halt wirklich extrem hoch ist bei diesen Fahrern hier. Also die geben hier wirklich so richtig Gas und das, obwohl erst 20 von 60 Runden gefahren sind. Die erste Ausscheidungsrunde, weil du es angesprochen hast, wo wir uns leider von zwei Sportlern verabschieden müssen, die gibt es in Runde 25. Also wir haben noch ein bisschen Zeit und nutzen die Gelegenheit, um noch einmal kurz zur Werbung abzugeben. 100 Euro Prämie von Antikmöbel Hess, Kultur und Style.
Willst du abheben, mit den Herausforderungen wachsen, Grenzen sprengen, Offenheit leben, dich selbst weiterentwickeln und die Logistiksysteme der Zukunft gestalten? Willst du mit uns wachsen? Dann ist TGW dein Unternehmen. Entdecke jetzt mehr als 140 spannende Jobs auf tgw.career. Wir sind zurück in Wels beim Innenstadtkriterium mit allen 41 gestarteten Sportlern. Viele davon aus der World Tour, etliche auch von den österreichischen Kontinentalteams. Und bei mir nach wie vor Florian Kirner, der auch sechsmal hier gestartet ist. Florian, heute ganz eine andere Position, heute nicht radeln, sondern reden. Geht dir das Adrenalin ein bisschen ab oder taugt es dir bisher? Also wie du fragst, ich bin da damals immer mitgefahren bei Felbermayr und bei Tirol, wie unter Vertrag. War. Und wenn ich mir das Ganze jetzt so anschaue, bis so, wenn man nicht ganz offen und ehrlich bin, dann bin ich eigentlich froh, dass ich nicht mitfahre, weil ich weiß, wie hart das Ganze da jetzt ist und wie hart das auch immer ist und war für die ganzen Rennradfahrer. Und mir taugt das Kommentieren da auch, ich mache das jetzt zum ersten Mal. Und, man merkt es nicht, Florian. Ja, super, dass du dich so schnell eingefunden hast und Freude dran findest. Du hast mich sehr gut da unter deine Fittiche und ich glaube, wir machen das, oder du machst es gut und ich versuche mein Bestes. Herzlichen Dank. Wir versuchen auf jeden Fall, dass wir allen Zuschauern die Atmosphäre und auch die sportliche Action von Wels bestmöglich rüberbringen. Jetzt sind übrigens 24 von 60 Runden gefahren, das heißt, es gibt gleich diese erste Ausscheidung. Wir haben Ausscheidungen in den Runden 25, 30, 35, 40 und 45. Also alle fünf Runden, jetzt gleich gibt es eine Ausscheidung und dann werden wir uns von zwei Sportlern verabschieden. Genau, und hier bei der Ausscheidung ist einfach jetzt wesentlich, dass die Fahrer, die was hinten sind, die sind natürlich schon müde, die können nicht mehr nach vorne und jetzt müssen aber alle nach vorne und es wird halt immer geben, wer scheidet da aus und meistens sind es dann halt irgendwelche Fahrer vom Kontinentalbereich, einfach weil diese Rennhärte oft ein bisschen abgeht und weil es ein bisschen schwieriger ist und jetzt haben wir auch schon eine halbe Stunde oder 70 Minuten hinter uns und jetzt stehen wir dann auch am Ende des Feldes, wenn es da von diesen Radsportlern jetzt wirklich... Mister.
da erwischt. Ja, aber schau dir mal Moran Vermeulen an, der, weil du Rennhärte sagst, also er ist ja sowieso jemand, der unglaubliche Energien besitzt und die zeigt er hier auch wieder. Vorhin schon mal die Initiative ergriffen, jetzt macht das wieder Moran Vermeulen, früherer Gesamtgewinner der österreichischen Radliga, fährt hier vorne und wir konzentrieren uns jetzt natürlich auch auf die hinteren Bereiche des Feldes. Genau, also Moran ist da vorne und hinten haben wir vorher ein paar Leute gesehen vom WSA Cycling Team und der Jakob Burtscheller war da auch vorne, hinten ist ja ein Buchkirchner und ich glaube der Ricardo Zödel ist auch immer hinten beim Rennen. Dem taugt ja das Ganze nicht so, wenn er da in die Kurven so voll reinfahren muss, das hat er immer öfter gesagt. Und jetzt haben wir schon Infos, wer da ausscheiden wird. Also wir sehen auf jeden Fall, dass Stinos Kempe und Mario Hammerschmidt hier auf den letzten beiden Plätzen sind aktuell, weil ja Mabler und Wafler schon länger nicht mehr mitgefahren sind. Ja, und es wird jetzt gerade auch von Streckensprecher Walter Ameshofer durchgegeben, dass tatsächlich Stinos Kempe und Mario Hammerschmidt mit der Nummer 39 leider aus dem Kriterium aussteigen müssen. Das ist natürlich auch bitter, wenn einen das trifft, aber eben auch so ein Element, das diese Fahrt über die 60 Runden noch einmal interessanter macht. Genau, das haben sie jetzt erst eingeführt, diese Ausscheidung, das Ausscheidungskriterium, dass man hinten im hinteren Feld dann wirklich ausscheiden muss und wird. Und da ist jetzt der Jakob Burtscher oder der Buchkirchner hat es gerade noch geschafft, dass er über die Ziellinie kommt. Und er ist ja 18 Jahre alt, fährt das erste Jahr für das Team Felbermayr Simplon Wels, kommt aus Buchkirchen und also ich glaube, dass es ein sehr junger Mann, sehr guter Mann ist für solche Rennen, aber es ist natürlich schwierig, ja, in diesem Profi-Peloton da Fuß zu fassen und wir schauen, vielleicht schafft das noch die eine oder weitere Runde, aber er wird sicher jetzt am Ende seiner Kräfte langsam sein, also man sieht da, ist da diesmal hat es noch geklappt, aber Kempe und Hammerschmidt leider nicht mehr mit dabei, dafür hat sich wieder eine Gruppe vorne geformt, wo wir eben einerseits Moran Vermeulen, über den wir schon gesprochen haben, sehen, aber auch Sebastian Schönberger und Rainer Kepplinger, zwei Sportler, die ebenfalls international unterwegs sind. Sebastian Schönberger beim Human Powered Health Team und Rainer Kepplinger in der gleichen Mannschaft wie auch Hermann Pernsteiner ist für die Mannschaft Bahrain Victorious unterwegs. Das ist jener Herr, den wir hier an der vierten Position sehen. Der hat auch eine ganz interessante Geschichte hinter sich. Wir haben schon über einen Skifahrer gesprochen, wir haben schon über Mittelstreckenläufer gesprochen. Er kommt nochmal aus einer anderen Sportart. Jetzt kann ich Sie leider nicht raten lassen, liebe Zuschauer, sondern muss gleich verraten, er kommt vom Rudern. Hab ich noch nie probiert. Du einmal? Rudern, ja, wirklich am Wasser noch nie, aber so im Fitnessstudio, ja, am Rudergerät, aber mehr auch noch nicht. Der Rainer kann das super. Also der Rainer, er hat in Ottensheim trainiert, er ist ja Ottensheimer oder vor Walding in der Gegend und hat es wirklich geschafft, jetzt von Rinkhof in die World zu kommen, also vom Kontinentalbereich in die erste Liga des Rennradsports. Hier an zweiter Stelle, Entschuldigung, dass ich die kurz unterbreche, der Mann im roten Trikot, zweite Stelle aktuell, Rainer Kepplinger. Genau, das ist der Rainer Kepplinger aus Oberösterreich. Also der Bauleitung hat ein Aushängeschild, ein weiteres für Österreich oder für Oberösterreich. Und natürlich, es wird immer schwieriger, umso älter du wirst, dass du wirklich diesen Sprung in die Welt schaffst. Und der Rainer ist ja vom Rudern gekommen und war dort schon extrem erfolgreich und hat dann gesagt, okay, ich muss irgendwas anderes machen, probierte den Radsport und war, glaube ich, eineinhalb Jahre im Kontinentalbereich und hat dann gleich einmal gesehen, okay, das funktioniert, was ich da mache. Und das haben natürlich die ausländischen Teams und vor allem die ausländischen Sportmanager gesehen und haben dann für 3 Jahre unter Vertrag genommen bei Bahrain Victorious. Er fährt unter anderem mit Mohoric und mit diesen ganzen Weltklasse-Kandidaten im Team und die werden ihm natürlich jetzt zeigen, okay, auf was musst du aufpassen und das neue Lernen natürlich ist es schwierig, da jetzt, wenn man so alt ist oder alt, 25, ist spät für einen Rennradfahrer, kann man schon sagen. Aber also diesen Instinkt auch, wie sich so ein Peloton verhält und in welchen Momenten man aufpassen muss, den hat man natürlich nicht im gleichen Ausmaß wie jemand, der mit 15 Jahren angefangen hat. Genau, also jetzt beim Rainer hat man es immer gesehen, dass das, dass der das ein bisschen noch in die Finger und die Knochen haben muss, wie man reinfährt in der Kurve. Aber über das können wir später sprechen. Wir haben jetzt noch ein Interview vor uns und wir kommen später darauf zurück. Achtung Fahrer, Ausscheidungsrunde. Achtung Fahrer, Ausscheidungsrunde. Ja, das Feld langgezogen, das heißt, Tempo ist hoch.
Okay, wir hören gerade das Interview. Können wir noch nicht direkt jetzt machen, aber wahrscheinlich in wenigen Augenblicken sind wir dann soweit. Live is live heißt es auch bei unserer Übertragung des Welser Innenstadtratkriteriums. Unsere Regie wird es uns bekannt geben, sobald wir soweit sind. Also Rainer Keplinger, wie du schon gesagt hast, ja, musste sich einfach auch technisch erst umgewöhnen und er hat ja noch nicht so viel Zeit hinter sich. Er hat zwar in Oberösterreich Erfolge gefeiert, wie die internationale Oberösterreich-Rundfahrt zu gewinnen, aber jetzt in der World Tour mitzufahren und dort bei diesen ganz großen Events dabei zu sein, das ist nochmal was anderes. Genau, also es geht ja wirklich darum, jetzt bei diesen ausländischen Rennen, wo es teilweise über Wochen geht, da wirklich konstant fahren zu können und das ist das große Hindernis. Dann ist es wie im Rennradsport und das hat der Rainer jetzt anscheinend schon sehr gut gemeistert. Also er ist ja schon die ein oder anderen riesen 10-Tages-Rundfahrten gefahren und hat sich da gut präsentiert, während wir jetzt die nächste Ausscheidung erleben. Also jetzt wird es hier gleich wieder interessant. Vorne fährt eben Hermann Pernsteiner über die Linie. Er ist nicht betroffen, aber wer kommt da ganz am Ende? Wir werden es in den nächsten Sekunden in Erfahrung bringen. Jetzt schauen wir, ob der... Ist das Ricardo Zeudel? Sehen wir das richtig? Zeudel und Burciala sind als letzter drüber gefahren. Jetzt schauen wir, sind die wirklich... Ja, das tut uns leid. Ricardo Zeudel. Ich glaube, auch für ihn ist das was Besonderes, hier in Wels zu fahren. Und er steigt natürlich ungern nach der Hälfte der Distanz aus. Als früherer Österreich-Rundfahrtsgewinner, als jemand, der jetzt, man darf das ehrlich sagen, in der zweiten Hälfte seiner 30er auch schon den Herbst seiner Karriere erreicht, vieles an junge Sportler weitergibt, wieder nach Österreich zurückgekehrt ist, für die Felbermayr-Mannschaft fährt. Und er wäre natürlich sehr gerne bis zum Ende dabei gewesen. Muss leider etwas früher aussteigen. Und über Jakub Burciala hast du vorher schon gesprochen. Die letzte Ausscheidung hat er zum Glück noch überstanden, aber jetzt hat es nicht mehr ganz geklappt. Genau, also der Jakob ist natürlich ein Junger, ich glaube, der ist 14 Jahre jünger wie der Ricky und ist natürlich schwierig, da jetzt mitzufahren und ich meine, der Ricky ist immer gerne hinten gefahren mit diesen Rennen, weil es natürlich auch ein Risiko ist und er ist ein Bergfahrer, er ist ein Bergzieger, er kann das Ganze, darum hat er die Tour, die Österreich Rundfahrt 2014 gewinnen können, hat das Ganze aufs Kitzbüheler Horn da auf mit seinen 59 Kilo, glaube ich, zusammengebracht und das liegt der natürlich nicht so ein Rundkurs und jetzt ist er halt hinten gefahren und ist ausgeschieden und schade, aber es dafür sind Tobias Bayer, Mario Gamper, Hermann Pernsteiner, Simon Geschke nach wie vor ganz weit vorne mit dabei, sind bei der letzten Zielüberquerung an der Spitze gewesen und gleich versucht wieder ein Sportler das Tempo zu erhöhen. Ja, wir sehen auch hier ganz vorne ist Mario Gamper vor Marvin Hammerschmidt und ich glaube, das ist Marvin und das ist der Raphael, ich glaube, das ist der Marvin und Mario Gamper vor dem Ausland bei Santi Kwiatkowski war voriges Jahr bei Felbermayr unter Vertrag und man sieht jetzt, dass die Lücke auf den Felix Groschert und auf das Hauptfeld ein bisschen aufgehen kann, also der Kandidat, der Mario ist extrem gut drauf anscheinend und wir sehen jetzt eine vierköpfige Gruppe mit dem Federspiel, mit Moran, mit Marvin und mit Gamper Mario, wenn sie die absetzen können, wird es natürlich, wir sind in der Mitte des Rennens, kann das schon passieren, dass da dann aufschließende World Tour Fahrer hinzukommen und dann wird das, könnte das schon was werden, also wenn die das hinten wollen und wenn die hinten attackieren, dann ist das natürlich jetzt für die Fahrer natürlich von Vorteil, also da vorne zu sein, ist es da wirklich, kann gut sein. Also das und es gibt auch noch Prämiensprints, dürfen wir auch nicht vergessen. Auch da haben Sie natürlich die Möglichkeit, noch 100 Euro für die Mannschaftskasse zu gewinnen. Aber jetzt ist zumindest einmal die Situation eingetreten, dass sich eine Gruppe lösen konnte. Aber Sie lassen die Gruppe nicht fahren. Schau dir das an, Tobias Bayer setzt da gleich wieder nach. Tobias Bayer, Bernsteiner, Busche, Kova, die fahren da jetzt alle hinten noch. Natürlich, Bayer, Tobias, der kann sowas. Das ist ein spritziger Fahrer, der fährt in der World Tour, der fährt die Klassikerinnen, der kann das andrehen. Und man sieht, die Lücke ist zu. Okay, das ist wirklich... Ist schnell gegangen. Tobi Bayer, ja auch ein Oberösterreicher, der Mann im blauen Trikot, der hier die Lücke geschlossen hat, kommt aus Straß im Attergau und ist ja auch noch nicht allzu lange jetzt auf der höchsten internationalen Stufe mit dabei. Vor wenigen Jahren auch in die World Tour gewechselt und dort... Ja, hat er sich jetzt auch schon einen richtig tollen Namen gemacht. Aber schauen Sie sich das an, da geht es direkt bei den Zuschauern vorbei am Kaiser-Josef-Platz. Tausende stehen hier, feuern die Sportler an, genießen bei traumhaftem Sonnenschein dieses Welser Innenstadt-Radkriterium. Das ist ja auch so ein wichtiger Aspekt hier. Und man hat auch gesehen, wie die Fahrer in die Kurve fahren. Also das ist natürlich extrem Highspeed und ich meine, das sind die besten Radfahrer, was man da in Oberösterreich und Österreich finden kann. Und ich glaube, der Felix Ritzinger hat die Kamera
Kamera oben und man sieht das vor dem Felix Gall oder nach dem Felix Gall eigentlich in die Kurve rein und die fahren schon am Limit, diese Burschen da, oder? Aber die können das Ganze. Und jetzt sind wir vorne in Bayer Tobias, der will natürlich da auch was machen und ist ja eine Straße im Attergau, ist im Auto in der Nähe vom Attersee und ist da in Oberösterreich aufgewachsen, ist beim Pfälzer Radteam, hat der das Ganze gelernt, das Rennradfahren, und der hat es auch geschafft in die erste Liga. Ich glaube 2021 hat er seinen Vertrag unterschrieben bei Alpecin und mittlerweile sind die schon in der World Tour, also vorher waren sie ja Pro Conti, mittlerweile sind sie World Tour und ich schätze den Tobi auch ein, dass dieser zukünftiger Kandidat werden kann, der was irgendwann einmal ein Klassiker gewinnen kann, weil er einfach die Statur hat und auch diesen Kämpfergeist, was ein Sportler braucht. Das wäre was ganz Großes, gerade bei den Klassikern braucht man das, die ja großteils im Frühjahr stattfinden, Mailand, Sanremo, Flandern, Rundfahrt, Paris-Roubaix, Lüttich-Bastogne, Lüttich, das sind Begriffe, die, glaube ich, nicht nur bei den Radsportfans in den Ohren klingeln. Dort könnte er vielleicht irgendwann auch einmal vorne mit dabei sein. Jetzt aber wieder Moran Vermeulen, der für die Vorarlberger Mannschaft hier immer wieder das Zepter in die Hand nimmt, immer wieder die Initiative ergreift. In Moran haben wir heute schon oft vorne gefahren sehen. Also der ist wirklich da, erstens mal extrem gut drauf, sonst kann man das nicht. Und zweitens, der hat auch die Kurventechnik ist so heraus. Also der und vorher beim Spurt ging am Busch. Also das ist ein Wahnsinn. Und jetzt sehen wir hier in Felix Gall. Während es übrigens die nächste Ausscheidung gibt. Also wir schauen wieder, wir sind mit Runde 35 fertig. Moritz Hörrandner wird uns da gerade eingeblendet und Manuel Bosch, wenn ich es richtig sehe, vom Team Felbermayr Simplon West. Der nächste Felbermayr-Fahrer, Ricardo Zeudel und Jakob Purceller, sind ja leider schon ausgeschieden und jetzt trifft ausgerechnet hier in der Heimat der Welser Mannschaft schon den dritten Sportler aus dem Conti-Team. Ja, das oberösterreichische Team Felbermayr Simplon West ist ja vertreten mit dem Federspiel jetzt noch und hinten ist ja auch noch der Felix Ritzoninger, der die Kamera von K19 auf dem Rennrad oben hat und ich meine, ein Federspiel, das kann schon ein Kandidat sein, der was auch vorne dabei ist, ist ja ein sprintstarker Rennradfahrer, kommt aus Tirol und fährt seit 2 Jahren fürs Felbermayr Simplon Wels und wir sind gespannt. Also das wäre für ihn natürlich auch super, gell? Wenn er hier vorne reinfahren könnte als jemand, der in einer ganz anderen Radsportdisziplin, Mountainbike Eliminator, zweifacher Weltmeister geworden ist und hier in diesem Feld eben immer noch sein Bestes gibt. Maximilian Schmidbauer fährt jetzt als erster über die Linie. Gleich danach übernimmt aber Felix Großschartner wieder die Führungsposition. Seines Zeichens ja auch ein ganz, ganz großartiger Bergfahrer. Wir sprechen heute von seinem Namenskollegen Felix Gall, aber auch Felix Großschartner war ja schon unter den Top Ten des Giro d'Italia. Er war Vierter bei der Tour de Romandie, er hat die Türkei-Rundfahrt gewonnen. Er war mal Vierter bei der Österreich-Radrundfahrt. Also er kann richtig gut Bergfahren und zählt auf jeden Fall zu den Sportlern, die aus Österreich Unglaubliches geschafft haben in den letzten Jahren. Also Felix, Wahnsinn für mich, ein Kandidat, der, wie ich vorher schon mal erwähnt habe, das ist eine Karriere, die was der hingelegt hat, der hat das geplant, der wollte es immer so haben und das ist auch genau das, was man braucht als Sportler, das, was die alle da haben und die Besten von diesen schaffen es dann natürlich auch in die erste Liga oder beziehungsweise in die zweite Liga, wie ein Schönberger Sebastian, der was auch das Zeug hat. Dass da jetzt vorne fährt. Genau, jetzt vorne fährt der Sebastian Schönberger aus Oberösterreich, fährt er für ein US-amerikanisches Pro-Cycling-Team mit der Marke Felt. Felt kommt ja aus Oberösterreich und die sponsern auch in Zukunft das Team Felbermayr Simplon Wels, also sind da ganz engagiert dabei und ich glaube, ab nächsten Jahr läuft der Vertrag für das Team Felbermayr und ja, vielleicht verschlagt sie auch in Sebastian irgendwann einmal in die Heimat zurück nach Wels und mal schauen, was sie da zusammenbringen. Also würde natürlich auch super, würde mich auch freuen, wenn es da in Oberösterreich jetzt irgendwann wieder mal so ein riesen Event gibt, wo man sagen kann, da gewinnen sie wieder richtig früh. Also das wäre natürlich extrem super. Ja. Und hier diese Slow Motion von der Kurve, wo sich die Sportler, glaube ich, dann wieder Richtung Kaiser-Josef-Platz rüber bewegt haben. 4 Kurven. Aber auch wenn zumindest diese Zahl noch nicht so mächtig und beeindruckend klingt, sie sind schwer genug, gerade hier in der Welser Innenstadt. Nächste
nächste Aktion. Es setzen sich wieder Fahrer ab. Hermann Pernsteiner lässt hier die Lücke aufgehen. Der frühere Mountainbike-Marathon-Profi, der jetzt schon viele Jahre bei Bachrhein fährt, hier an der Spitze der Verfolgergruppe. Aber ganz an der Spitze, da befindet sich jetzt wieder eine Gruppe um Vermeulen, Gamper, Bichlmann. Die drei haben also die Lücke jetzt geschafft. Ja, immer wieder Vermeulen und auch immer wieder Bichlmann. Genau, also die sind wirklich da vorne dabei. Der Moran probiert jetzt. Hat sich hier abgesetzt nach der Prämienwertung, aber das Ganze, er hat natürlich noch 21 Runden vor sich. Also jetzt da hinten fährt der Patrick Konrad und ich glaube nicht, dass diese Fahrer hier vorne weglassen, wie wir das vorher schon ein bisschen gesehen haben. Es ist sehr schwierig für die Kandidaten da vorne da wegzukommen. Aber der Moran ist extrem gut drauf, probiert das Ganze da jetzt und wir sind mal gespannt, wie das ausgeht. Hinten fährt der Mario und der Daniel Bichlmann nach. Beide sind ja extrem sprintstark und auch extrem gut drauf. Also das ist Wahnsinn. Was für ein interessantes Welser Innenstadt-Radkriterium. Auch wenn die Abstände, wie wir das am Anfang schon vermutet haben, durchgehend eher klein bleiben. Es tut sich immer was. Mal probiert der Fahrer, mal ein anderer Fahrer. Aber so ernsthaft, wie es Moran Vermeulen jetzt versucht, hat es doch noch kein anderer probiert. Die Lücke zu den Verfolgern wird größer und Hermann Pernsteiner bekommt jetzt auch in der Nachführarbeit Unterstützung durch Patrick Konrad, durch den Tour de France-Etappengewinner von 2021 in Saint-Gaud. Er hat damals das Gleiche geschafft, was in diesem Jahr Felix Gall gelungen ist. Ich glaube, die zwei, also die Weltfahrer checken gerade, die müssen jetzt wirklich Gas geben und jetzt formatieren sie sich hinten, also der Patrick Konrad, der Schönberger, der Großschartner, der Bernstein und die fahren da vorne, die wollen die Fahrer vorne nicht weglassen. Da geht es wirklich darum, die schauen schon, dass das Ganze funktioniert und Amoran ist stark, Amoran kann was und man sieht, dass die Lücke trotzdem konstant bleibt. Aber und er ist frischer. Er hat nicht 3 Wochen Tour de France hinter sich. 3 Wochen mit nur 2 Ruhetagen und mit so vielen Bergetappen, wo man in Frankreich wirklich kaum eine Erhebung, keines der zentralen Massive ausgelassen hat, sondern die Pyrenäen, die Alpen, die Vogesen waren mit dabei. Am Puy de Dôme ist man zwischendurch noch oben gewesen. Also da war alles, was man sich vorstellen kann, mit von der Partie. Und deswegen steckt natürlich ihnen die Müdigkeit viel mehr in den Beinen als Moran Vermeulen zum Beispiel. Und für mich ist beeindruckend, dass die anderen beiden dahinter jetzt wirklich alles geben mussten, um die Lücke überhaupt wieder zu schließen. Also für Bichlmann und für Gamper war das alles andere als einfach. Vor allem für den Bichlmann, man sieht es an seinem Gesichtsausdruck, wie der ist am Limit. Ja. Ist. Und der Moran muss schon, der hat noch eine Power drinnen, wie er am Rad sitzt. Also das schaut noch sehr stabil aus. Und jetzt sind die drei zusammen. Vielleicht helfen sie ja zusammen, dass das Ganze ein bisschen wieder dynamischer funktioniert, dass sie Moran ein bisschen ab vom Wind fahren, ein bisschen Windschatten bekommen wieder. Und für Moran vielleicht heute auch das Zeichen, mal zu zeigen, was in ihm steckt, um sich auch bei der ein oder anderen Wörtermannschaft mehr ins Blickfeld zu bringen. Genau, für Moran ist ja das schon. Also der Moran geht jetzt, ich glaube, erst 25 oder 26 und da ist natürlich schon beim Rennradsport in die Wörter das Ganze schwieriger, diesen Sport das zu schaffen und ich weiß, dass die erstens einmal der Moran selbst und auch seine Eltern da sehr hart arbeiten, dass er das irgendwann einmal schaffen wird und kann. Also ich glaube, er ist auf einem guten Weg und er ist extrem gut drauf. Es braucht er einfach jetzt mit dem zunehmenden Alter einfach noch die Ergebnisse, die was man braucht, um diesen Sprung zu schaffen. Aber ich glaube schon, ich bin davon überzeugt, dass er das Zeug hat, da vorne mitzufahren und man sieht es auch. Also er fährt da gegen die weltbesten Fahrer und kann auch attackieren und kann vorne bleiben. Jetzt sind es aber nur 4 Sekunden Abstand zu dieser Gruppe, die Felix Großschartner anführt, wo Tobi Bayer, wo Patrick Konrad mit dabei sind, Hermann Pernsteiner. Interessant für mich, dass wir auch Simon Geschke und Felix Gall kaum noch vorne gesehen haben in der Verfolgergruppe. Also die beiden scheinen sich da ein bisschen weiter hinten aufzuhalten. Man muss natürlich auch dazu sagen, sie haben jetzt keine großen Teams hier mit dabei, also können sich wenig Unterstützung durch ihre Mannschaftskollegen erwarten, denn Felix Gall startet ja für AG Dusar und der angesprochene Simon Geschke für Cofidis, zwar 2 französische Traditionsmannschaften, aber trotzdem Teams, wo man jetzt nicht auf ein großes Fahrerkontingent hier bauen kann. Übrigens schauen wir auch wieder auf die Ausscheidung und ich glaube, da hat es Raphael Kokas und Paul Buschek erwischt, wenn ich das richtig sehe. Jetzt in der letzten Runde, also die beiden leider nicht mehr mit dabei. So, und jetzt gehen wir, wenn wir zurückgehen zum Rennen, jetzt wird es die Spitzengruppe mit Moran Vermeulen, mit Mario Gamper und Bichlmann ist eingeholt. Und jetzt ist wieder alles beim
bei der Ausgangssituation, wie wir vorher schon waren, wieder. Schon wieder so. Und natürlich, die schließen mit dem Felix Großschützig, der schließt die Lücke, der will das Ganze hier natürlich konstant zusammenhalten. Und wir sehen schon, also das Hauptfeld ist jetzt wirklich sehr dezimiert und da sind immer viele Fahrer da. Und Gott sei Dank ist der Ritzinger und der Federspiel vom Felbermeier-Team sind noch dabei. Interessant natürlich, aber warum der Felix das macht. Er hat ja keine Mannschaftskollegen von UAE hier mit dabei, aber ja, versucht trotzdem immer wieder nachzugehen, wenn jemand die Lücke sucht. Ist das schon wieder Moran Vermeulen? Wahnsinn. Ja, er ist es wieder. Moran, der gibt sich heute wirklich, der fährt volle Kanone hier. Erst in die Kurven rennen, wie er attackiert und man sieht ja, die Lücke geht. Wahnsinn, Moran, unglaublich. Also das ist jetzt aber, der fährt da, der hat sich nicht nur die Prämie geholt, der versucht wirklich da wegzukommen alleine. Er versucht wirklich wegzukommen. Er stellt hier die World Tour Profis vor schwere Aufgaben, indem er versucht, solo wegzugehen. Tobias Bayer ist es jetzt wieder, den wir dahinter an der Spitze der Verfolgergruppe sehen, und vielleicht möchte Tobias Bayer jetzt alleine den Anschluss finden, aber das gelingt ihm nicht, weil gleich wieder Rinkhoff-Fahrer und auch Marco Haller hinten dran sind. Ja, wir sehen einfach, wie schwierig das Ganze ist für die Fahrer, dass du da wegkommst. Also da hinten sind die besten Fahrer der Welt, die Weltfahrer. Die haben einfach die Power, dass die Leute die Lücke schließen, aber was passieren kann, ist, dass jetzt eine Spitzengruppe sich formatiert mit Weltprofis, und dann schaut es schon anders aus. Ja, also wenn da der Morgen dabei ist, dann hat der Marco wirklich gute Voraussetzungen, und der Marco Haller fährt jetzt da rechts vorbei. Super, Marco Haller hat die Lücke geschlossen und möchte vielleicht jetzt mit Moran Vermeulen gemeinsam vorne weggehen. Auch Tobi Bayer ist dort in dieser Gruppe mit dabei. Die Lücke zu den Verfolgern wird größer. Super Sprinter Daniel Federspiel aktuell hier an der ersten Position der nachführenden Gruppe. Haller, Vermeulen, Bayer und Hammerschmidt machen gemeinsame Sache. Wobei Marco Haller, ja, jetzt tatsächlich eingangs der Fahrgasse zum Solisten wird. Bam. Großartig. Bam. Bayer Tobi dahinter, Marco Haller ganz vorne und ein bisschen die Lücke aufgegangen. Und jetzt da hinten ist noch der Patrick Konrad, und ich weiß nicht, der kann natürlich, der wird natürlich die Lücke nicht schließen zum Marco Haller. Der wird da schauen, dass das Ganze funktioniert. Aber schau doch auf die Rundenzahl. Wir sind bei 45 von 60. Warum macht Marco Haller das jetzt schon? Er ist doch ein so guter Sprinter. Das haben wir vergangene Saison bei den Cyclastics in Hamburg gesehen, die er gewinnen konnte. Und nun versucht er sich beim Kriterium tatsächlich schon 15 Runden vor Schluss hier abzusetzen. Das ist ordentlich. Also das ist sehr mutig. Sehr mutig. Und also man vielleicht hat er gesehen beim Moran, der probiert es da, und der wollte einfach vielleicht ein bisschen an drüber setzen, wie man das oft macht beim Rennradfahren, und es ist der Bayer da dahinter, und natürlich an Marco Haller wegzulassen ist auch keine leichte Sache. Also jetzt fahren wirklich die besten Kandidaten, da mit Felix, mit Bayer da, mit Marco Haller, die können richtig drauf treten, und jetzt hinten den Daniel Reiter, der ist jetzt schon weg, und jetzt geht es wirklich zur Sache. Also wir haben jetzt die letzten 15 Runden hier bei diesem 900 Meter Rundkurs, und die sind jetzt wirklich heiß auf diesen Sieg und heiß auf diesen Rundkurs noch, da jetzt bei dieser Menschenmasse in Wels da was abzuliefern. Das machen sie wirklich großartig, aber der Abstand ist nicht so, ja, astronomisch geworden, um es mal auf diese Weise auszudrücken. Das spielt sich alles immer noch im Sekundenbereich ab. Marco Haller fährt an der Spitze, die Verfolgergruppe kommt aber zumindest mal an Bayer und Hammerschmidt wieder näher heran. Auch Vermeulen ist da noch dabei. Wenn ich es richtig sehe, Felix Großschartner schließt schon wieder die Lücke. Also der macht hier heute Helferarbeiten, als hätte er noch Pogacar am Hinterrad, aber Pogacar ist nicht da. Also ich glaube, der Felix ist das Ganze nur gewohnt von der Tour, dass er immer die Lücke schließen muss für den Pogacar, aber er macht das Ganze jetzt in Wales auch noch, und man sieht da rechts wieder fort vorbei, und er versucht einfach, dass das Ganze nicht groß aufgeht. Und der Marco ist da vorne, Felix führt dahinter, und ja, natürlich, der ist jetzt bei der Tour gefahren, hat die Aufgabe jetzt tagtäglich gehabt, ist seit zwei Tagen zu Hause, und vielleicht liegt ihm das nur, dass er so Interesse hat, dass er sagt, er muss da jetzt fahren, aber ich glaube schon, dass der will natürlich zu Hause jetzt in Wels, ausmacht Renker in Wels, jetzt dann nicht den Marco einfach fahren lassen und sagen, du kannst gewinnen, sondern genau. Der will ja schon sagen, hey, wir machen das, weil wir haben gesehen, der Patrick Conner ist zwei Positionen dahinter, der wird nicht in Wien fahren, der wird sagen, du, das muss ein anderer machen, wie mein Kollege ist vorne, ich brauche da nichts machen. Genau. Übrigens hat es jetzt ja wieder eine Ausscheidung gegeben. Mario Gamper und Daniel Reiter sind nicht mehr mit dabei. Das war die letzte Ausscheidung des heutigen Tages.
Das heißt, alle Sportler, die sich jetzt noch hier in unserem Feld des Kriteriums befinden, werden auch bis zum Schluss mit dabei sein. Marco Haller alleine vorne und das ist natürlich jetzt schon sehr, sehr schwierig. Gleich noch 12 Runden zu fahren. 48 hat der Sportler aus Kärnten, der sympathische Sportler aus Kärnten, wie ich sagen möchte, schon in den Beinen. Und dahinter sind es die Profis rund um Hermann Pernsteiner, rund um Felix Großschartner, die die Nachführarbeit organisieren. Ja, wir sehen hier vorne auch, also vorne im Hauptfeld die Rinkhoff Cycling und Jörg, sind noch drei vorne mit dabei, also Daniel Eichinger, die zwei Hammerschnittbrüder, ich glaube der Stefan Kober ist auch noch ein bisschen dahinter, also die sind hier wirklich heute stark vertreten und die liefern eine richtig gute Show ab. Der Gamper Mario ist auch noch dabei, ist auch ein Förderer fürs Sandic Wipperdeck Team in Deutschland und ganz vorne der Felix wieder hat bei der Nachführarbeit beteiligt und macht hier mittlerweile alles alleine. Also fährt jetzt wirklich jede Lücke zu und boah, man sieht da schon jetzt der Marco oder... Marco muss schon alles geben, also der hat hier ein richtig hohes Tempo, aber wenn dahinter 4-5 Leute versuchen die Lücke zu schließen, dann kannst du fast nicht vorne bleiben. Wahnsinn, jetzt fährt der Marvin Amerschmitter mit vorne ganz... War unglaublich, also die sind echt gut drauf, die Rinkhoff-Jungs. Aber die ganze Lücke kann nicht ganz schließen auf dem Marco und der fährt jetzt trotzdem weiter, also der schenkt da nichts her. Jetzt geht hinten auch ein bisschen eine Lücke auf das Hauptfeld, vielleicht mit dem Felix, mit dem Bernsteiner. Ja, aber schau dir dieses Tempo an. Ich kann mich erinnern, manche andere Fahrer, die von der World Tour hierher nach Wels gekommen sind, die haben sich gefragt, was ist hier bitte los? Kriterium heißt doch, wir bummeln ein bisschen, wir präsentieren uns und am Ende sprinten wir. Aber hier in Wels, da wird 60 Runden voll gefahren. Das schaut in Belgien übrigens, in Holland oder auch in Frankreich bei manchen Tourkriterien ganz anders aus. Da sind die Sportler etwas langsamer unterwegs, um auch sich ja, nach der Tour de France nicht übermäßig anstrengen zu müssen. Hier in Wels aber gibt es sowas nicht. Da wird richtig gefahren. Also hier in Wels, ich bin auch immer mitgefahren und die letzten 5-6 Mal waren es. Das Rennen ist so schnell, also das ist wirklich, wir haben sehr gesehen, die sind gestartet und das ist volle Kanone weggegangen. Und unglaublich, ja. Also das ist, die schenken sich da in Wels wirklich nichts. Und und jetzt nimmt der Marco doch wieder ein bisschen raus, wahrscheinlich weil es ihm zu viel wird da vorne, weil er den Atem der Verfolger schon gespürt hat. Krämpfe wird er wahrscheinlich keine bekommen, wie das bei der Tour de France zwischendurch mal passiert. Dazu war die Anstrengung dann doch nicht so groß. Aber er muss sich mal weiter hinten einreihen. Felix Großschartner bleibt die Rolle des Erstplatzierten, führt hier das Feld aktuell an. Felix ist nach vorne, Felix Gahl und Simon Geschke sind ein bisschen weiter dahinter. Und ich glaube, der Felix, der kommt jetzt schon noch nach vorne. Er ist ja in mega guter Verfassung. Aber es ist natürlich anders, ein Giro, eine Tour de France zu fahren und dann ein Kriterium zu fahren. Also eine Grand Tour und dann ein Kriterium, das sind zwei verschiedene Sachen. Und wir hoffen, er schafft es da nach vorne, also der Felix. Ja, es wäre ganz super, wenn wir Felix Gall heute auch noch weit an der Spitze sehen könnten. So viele Menschen hier in Wels wollten ihn ja heute auch bei diesem Kriterium erleben. So, jetzt wird interessant. Es konnte sich wieder jemand absetzen. Mario Gamper ist es in diesem Fall vom Sandvik Wipperdeck Team. 2 Sekunden aktuell vor Felix Großschartner. Wir haben ja sowohl den Felix Gall als auch den Simon Geschke noch nie ganz vorne gesehen. Heute zwischen den beiden gibt es ja auch eine Parallele. Beide sind schon in der Wertung des Bergtrikots bei der Tour ganz vorne gewesen und beide haben es dann leider nicht nach Paris tragen können. Simon Geschke, ich glaube es war letztes Jahr und eben Felix Gall in diesem Jahr. Super Bergfahrer, aber hier in Wels vielleicht für beide sogar um die Spur zu schnell vom Grundtempo. Das ist doch mehr so eine Sprinter- und Rolleurs-Angelegenheit. Genau, also hier in Wels ist wirklich ein Kriterium, da zählt es nicht, wie leicht du bist, da zählt es, welche Power hast du in den Beinen, wie schwer bist du, ist natürlich ein bisschen umso kerniger, umso mehr Masse du hast, umso besser ist der fast in Wels, also fast gegenteilig wie beim Bergfahren und ich meine, Felix, der ist ein bisschen zum Allrounder jetzt mittlerweile gefahren, der Großschartner und für den Bernsteiner, der was jetzt vorne fährt, ist natürlich auch schwierig da mit seinen 55 Kilo ja, wirklich gegen die anderen Kandidaten was auszurichten und wir merken, die Fahrer in der Welt sind einfach extrem stark und auch der Bernsteiner ist extrem stark und fährt auch immer konstant.
Das ist ja auch so ein Fahrer, jetzt fällt er wieder ein bisschen zurück, Hermann Pernsteiner, bei dem ich den Eindruck habe, dass manchmal seine großartigen Leistungen fast ein wenig untergehen in Österreich. Denn er war schon Zweiter bei der Österreich-Rundfahrt, er war schon Zehnter des Giro d'Italia. Er ist ein ganz großartiger Bergspezialist, hat wirklich auch international eine tolle Karriere gemacht und finde ich, kann auch durchaus noch um die Spur mehr gewürdigt werden. Kommt aus Niederösterreich, aus der buckligen Welt, einer tollen Straßenradsport- und Mountainbike-Gegend. Jetzt hat er sich wieder so, würde ich mal sagen, um Position 5 bis 10 herum im Feld eingeordnet. Und sein Teamkollege Rainer Kepplinger kommt wieder etwas weiter nach vorne. Ganz an der Spitze, so, aber jetzt Michi Gogl zum ersten Mal. Michi Gogl und dahinter Felix Gall. Felix Gall ist jetzt nach vorne gefahren. Also der Michi hat vorher gesehen, der hat versucht, jetzt ein bisschen in Gall zu helfen, dass die da ein bisschen nach vorne fahren können. Und gleich geht die Lücke auf. Und jetzt geht wirklich die Lücke auf. Also Felix, Gogl und Großschatten und dahinter Haller. Also jetzt geht die Post ab. Also sie haben sich ihre Kräfte auch etwas eingeteilt, kann man sagen, während vorhin Moran von Meulen immer wieder an die Spitze gefahren ist, haben sich Michael Gogl, Felix Gall und auch Felix Großschartner ein bisschen weiter im hinteren Feld aufgehalten und jetzt kommen sie an die Spitze. Bei Felix Gall sehen wir ja auch diese roten Punkte auf der Startnummer 1, die das Bergtrikot symbolisieren. Das hat er ja gleich am Anfang der Tour de France tragen können. Wahnsinn. Okay, Felix Schönberger schließt jetzt auf. Jetzt sind wir vorne. Also jetzt geht die Post ab. Jetzt haben wir noch 7 Runden zu fahren und jetzt fahren wirklich die Fahrer, die was können. Also da bewegen sie jetzt vorne die Besten. Und jetzt wird es schwierig nochmal ranzukommen. Rinkhoff Advarics gibt dahinter alles mit Raphael Hammerschmidt, mit Marvin Hammerschmidt, mit Daniel Eichinger. Aber die 4 Sportler vorne haben jetzt doch schon eine kleine Lücke schaffen können zu ihren Verfolgern. Felix Großschartner, obwohl er so viel Nachführarbeit gemacht hat, kann noch immer genug Energien und Reserven mobilisieren, um nach wie vor an der Spitze zu fahren. Ja, und wir sehen jetzt da dahinter in Marvin Hammerschmidt und in Marco Haller und die versuchen jetzt die Lücke jetzt zu die Vorderen noch zu schließen, aber es ist natürlich das Tempo, wir fahren jetzt schon eine Stunde, das Tempo ist extrem hoch, vorne sind die Besten und ich bin gespannt, ob er das jetzt noch zusammenbringt, weil dahinter ist dann der Federspiel, das ist dann der Marco Haller. Da sind noch schnelle Leute, jetzt übernimmt aber mal Michael Gogl. Wir müssen natürlich jetzt schon alles tun, um die Lücke zu halten, aber es schaut so aus, als würde es tatsächlich wieder zusammenlaufen. Man darf natürlich sagen, in diesen Kurven kann man schon, wenn man vielleicht 3-4 Meter dahinter ist, auch den Windschatten nutzen und sich ansaugen, so wie wir das auch von der Bahn kennen. Das ist oft genannte Sprinterloch, kommt da zum Wirken. Genau, also das ist wirklich, du fährst da in die Kurven rein und du musst natürlich versuchen, nach der Kurve wirklich in den Windschatten, in den anderen, beim anderen Fahrer reinzukommen und wir können auf das nachher ein bisschen sprechen, bevor wir das machen, müssen wir kurz auf ein Interview. Und das machen wir sehr gerne. Genau, denn wir dürfen rausschalten zu einem Interview. Ja, bevor es wirklich spannend wird, es geht in die letzten Runden, habe ich noch Thomas Pölter bei mir, Stahl im Sterner, einer der Sponsoren, ohne die ist das alles gar nicht gäbe. Ja, das Rennen ist, ich habe die Frage jetzt wirklich nicht verstanden, weil es so war, weil es so laut ist, aber es geht in die heiße Phase und ich muss sagen, super wieder, Zuschauer, glaslautes Rennen, super spannend, ja, genau das, was Wels braucht, eine Top-Veranstaltung. Und deswegen, und das war die Frage, unterstützt sie ja dieses Rennen auch? Ja, ich sage, es ist eine super professionelle Veranstaltung und da sind wir mit dabei. Okay, danke. Jetzt schauen wir uns das spannende Finish an, die letzten Runden und dann werden wir wissen, wer die 24. Auflage des Welser Innenstadtkriteriums gewinnt. Und Welser Innenstadtkriterium heißt, es passiert viel und am Ende ist doch wieder alles offen, so wie heute. Gerade eben noch die Gruppe mit Felix Gall, mit Felix Großschartner und auch mit Michael Gogl an der Spitze gewesen. Nun aber hat sich tatsächlich wieder das Feld gemeinsam formiert und geht hier auf die letzten Runden. Es sind also nur noch 5, 4 jetzt in diesem Moment, die es zu fahren gilt. Also wir sehen hier vorne wieder den Felix, den Großschartner, in Gall, in Schönberger. Also die versuchen jetzt wirklich da vorne zu bleiben und wir haben jetzt noch 4 Runden vor uns und so jetzt. Jetzt ist es unglaublich interessant.
Felix Großschartner, als wollte er einen Sprinterzug anfahren, macht ja noch immer das Tempo. Felix ist die ganze Zeit vorne gefahren und jetzt ist er auch, bleibt er noch vorne und ich weiß nicht, was er versucht. Versucht er, dass er ein bisschen in Gogel hilft oder in Gall hilft. Das ist immer so im Radsport, ist er viel Zusammenhalt, auch wenn sie nicht in der gleichen Mannschaft fahren, aber man hat oft Sachen, wenn man sagt, man ist wem nur was schuldig und jetzt will man das heimzahlen, weil man ist selber nicht mehr so frisch und jetzt vielleicht versucht jetzt der Felix, dass er da in Gall was zurückzahlt, was eben bei der Tour zum Beispiel, wo er am Käufen hat, irgendwie, so solche Sachen passieren im Sport. Das kann gut sein, jetzt sind beide Felix hier aktuell ganz vorne. Für Felix Gall ist es auch so, dass er sich nicht wirklich schonen muss, demnächst steht noch die Klassiker San Sebastian auf dem Programm, aber dann hat er mal eine längere Pause, der Sportler aus Osttirol, der als vierter Österreicher nach Max Buller, Georg Totschnig und Patrick Konrad einer der österreichischen Tour de France Etappengewinner geworden ist. Und jetzt schaut es wieder so aus, als könnte es klappen. Jetzt könnte ein bisschen eine Lücke aufgehen, weil auch dahinter der Bayer Tobi ist und ganz vorne der Gogel Michael. Das bedeutet, der wird natürlich hinten nichts nehmen und die Lücke aufgehen lassen. Der lässt das Ganze aufgehen, der Bayer Tobi. Ja, nimmt Tempo und raus. Drei Sportler jetzt vorne. Der nimmt Tempo raus. Die drei fahren vorne weg. Vorne Schönberger, dahinter Gall und dann der Gogel und hinten ganz im Hauptfeld tut sich. Die sind alle am Limit. Die sind wirklich am Limit hinten. Schönberger mit Feld hier unterwegs. Feld ist ja auch aus Oberösterreich. Und dahinter der Gall. Gall und Gogel. Die versuchen jetzt in der TGW-Kurve das Ganze, die Lücke zu aufgehen zu lassen. Und sie fahren auch gar nicht mehr so rein in die Kurven wie vorher. Also die haben ja schon ein bisschen eine Lücke. Gibt's denn das? Ist hier die Entscheidung gefallen? Felbermayr, ich glaube, in Person von Daniel Federspiel macht hier noch die Nachführarbeit. Jetzt kommt Simon Geschke nach vorne. Jetzt kommt Patrick Konrad. Es sind noch zwei Runden zu fahren und zum ersten Mal am heutigen Tag ist Felix Gall jetzt tatsächlich vorne. Ich bin mir sicher, wenn er es tatsächlich schafft, das Kriterium hier zu gewinnen, dann wird ganz Wels Kopf stehen, dann werden die Menschen richtig applaudieren, werden sich richtig freuen mit dem Osttiroler, kurz nach der Tour de France hier auch beim Kriterium an der Spitze zu sein. Das wäre was, kommst von der Tour bis zwei Tage zu Hause und fährst in Wels das innerste Kriterium und bist in der Spitzengruppe und vielleicht schießt du das ganze Ding hier heute ab. Also sind wir gespannt auf den Felix. Der Gogel kann sprinten, der Schönberger kann sprinten und auch der Gall hat er gesagt im Interview vorher, er ist nicht der größte Sprinter, aber er hat den Wiengard bezwungen. Er hat fast den Pogacar abgesprintet. Er ist natürlich ein Bergfahrer, aber wenn er das Ganze jetzt gut anlegt und schlau anlegt, dann glaube ich schon, dass der den Punch heute hat, um wirklich abliefern zu können. Und man sieht auch wieder Felix, der ist auszehrt, der kommt von der Tour, der hat den Motor, der ist jetzt da und der gibt das Gas auf die letzten zwei Runden, die es jetzt zu fahren gibt. Hier ist die Verfolgergruppe, angeführt von Simon Geschke, der sich spät aber doch jetzt auch noch an der Spitze zeigt. Eben auch ein früherer Tour de France Etappengewinner. 8 Jahre ist es mittlerweile her. Simon Geschke in der Verfolgergruppe vorne, ganz an der Spitze, aber nach wie vor Felix Gall, der jetzt auch dieses Trio hier anführt. Hinter ihm Michael Gogel, dann Sebastian Schönberger. Also das sind zwei Oberösterreicher mit einem Osttiroler gemeinsam an der Spitze. 58 Runden jetzt gefahren. Sebastian Schönberger setzt sich ein bisschen ab. Man sieht hier eine Lücke auf den Schönberger, Gall hat auch ein bisschen eine Lücke auf den Schönberger. Er muss heute wirklich alle Kräfte einsetzen, ja, Felix Gall. Der Federspiel kommt vom Hauptfeld und versucht das Ganze noch, das Ding noch zu retten, aber das ist jetzt ganz schwierig. Jetzt haben wir auf die letzten 900 Meter, die letzte Runde vom diesjährigen Innenstadtkriterium. Und Sebastian Schönberger eröffnet sie, fährt als erster auf diese letzte Runde hinein, vor Felix Gall und vor Michael Gogel. Liebe Zuschauer, in rund einer Minute ist hier die Entscheidung des Innenstadtkriteriums gefallen. Eine Stimmung und eine Atmosphäre fast wie bei der Tour de France. Und die Spannung, die ist jetzt am Ende natürlich auch richtig, richtig groß. Sie nehmen noch einmal ein bisschen raus. Dahinter, glaube ich, Daniel Federspiel. Dahinter Daniel Federspiel und der versucht jetzt noch, dieses Ding gut zu machen. Und wir sehen gleich, jetzt kommt der Federspiel bei der Stahl-Emsterner-Kurve. Geht sich das Ganze noch aus? Wenn der Federspiel da kommt, der kann spurten, der Mann kann das. Wenn der kommt, ja, dann tippe ich drauf, dass der das Ding abschießt. Aber die Frage ist, kommt er? Kommt er, denn jetzt sind sie am Ende der Ringstraße angekommen. Es geht in die Hessengasse hinein. Eigentlich dürfte sich das nicht mehr ausgehen. Da sind noch ein paar Sekunden dazwischen. Felix Gall versucht es von vorne.
im Windschatten dann Michael Goge, die Zielgeraden des Welser Innenstadtradkriteriums. Felix Gall sprintet von vorne. Goge geht, glaube ich, vorbei. Michael Gogel oder Felix Gall? Es ist gewinnt das Innenstadtkriterium. Michael Goge. Wow, was für eine Fahrt. Sein erster Erfolg hier in Wels für den Sportler von Alpecin de Koining, für den Wolf Secker, den Oberösterreicher. Die haben uns eine richtig großartige Radsportshow hier gezeigt. Und da gibt es auch gleich das Abklatschen, das Shake Hands. Riesensache. Michael Gogel gewinnt das Kriterium. Wahnsinn, Wahnsinn, okay. Der natürlich, Gogel auf zweiter Position, vorne Gall, der hat die beste Ausgangslage gehabt und aus Oberösterreich, er ist ja aus Wolfsegg, wohnt mittlerweile in Linz, gewinnt das erste Mal das Innenstadtkriterium in Wels, also das ist vor Heimpublikum nach der Tour de France natürlich Wahnsinn und er lässt sich hier feiern. Also ja, und Gogel. Sie klatschen dem Publikum zu, wollen hier natürlich die Fans mitnehmen. Es ist, das haben auch bei der Pressekonferenz viele gesagt, eigentlich die einzige Möglichkeit im gesamten Jahr als World Tour Profis, dass sie sich auch den österreichischen Zuschauern, den Fans hier in ihrem Heimatland präsentieren und deswegen möchten sie diese Chance natürlich nicht verstreichen lassen, sondern auch nutzen. Großartig gemacht, Michael Gogel, Sebastian Schönberger und Felix Gall. Das ist das Ergebnis des heutigen Tages. Gogel auf 1, Gall auf 2, Schönberger auf 3, vierter dann Daniel Federspiel und fünfter Marco Haller. Also das sind allesamt Sportler, die wir oft vorne gesehen haben. Ich schaue jetzt gerade noch nach, wie viel der Moran Vermeulen geworden ist. 22. Also der hat wirklich, kann man sagen, seine Ressourcen schon im Vorhinein verpulvert. Genau, der Moran hat, kann man sagen, der hat alles probiert und es ist dann nichts geworden, aber natürlich gegen diese Kandidaten ist natürlich ganz, ganz schwierig und er hat das Beste gemacht und ich glaube, er kann schon stolz auf sich sein. Und schau dir diese Stimmung an. Da kommen sie alle gemeinsam noch auf die Zielgeraden rein. Präsentiert auch von unseren beiden Moderatoren Markus Ernstberger und Walter Ameshofer, die wir hier gerade sehen, die draußen diese tolle Atmosphäre auch an das Publikum vermittelt haben. Und jetzt der Moment, wo sie sich alle feiern lassen. Die lassen sich jetzt feiern. Also unsere zwei Moderatoren, die geben ja da richtig Gas draußen. Und wir hören es da von unserem Moderationsbus aus, dass da draußen die Hölle los ist. Also da ist wirklich jetzt große Showdown. Also unglaublich. Und der Felix, man sieht auch, da ist jetzt wirklich das Publikum da. Da muss jetzt den Gogel sehen. Die wollen jetzt den Gall sehen. Und Bayer Dobe ist auch im Bild. Dazu auch Dennis Bankowski, Reporter vom ORF, den wir sehen, gestaltet auch einen Beitrag, den man sicherlich dann demnächst im Fernsehen auch sehen kann. Viele bekannte Journalisten, wirklich von den Sponsoren über die Journalisten, über die Fans, alle kommen hierher nach Wels. Es ist einfach eine ganz, ganz große Geschichte. Und ich bin mir sicher, wir werden in Kürze dann auch von Wolfgang Irrer schon Stimmen zum heutigen Kriterium sehen. Während hier Michael Gogel, schau dir das an, in seiner Sprinterposition zu sehen ist. Da würde man fast Wahnsinn meinen, das ist Jasper Philipsen, sein Teamkollege. Nein, es ist Michael Gogel. Michael Gogel, ja. Ich glaube, das war, ja, der Gall war eh knapp dabei. Der Schönberger hat schon ein bisschen abgesprutet, aber der Gall war knapp dran. Und vielleicht wurde Michael Gogel ja auch durch Jasper Philipsen, durch seine 4 Tour de France Etappensiege ein bisschen inspiriert. Er war natürlich ganz knapp dran an Philipsen und hat es jetzt am Ende selbst geschafft, einen Sprint zu gewinnen. Ich glaube, das ist für den Gogel ein sehr gutes Gefühl und jetzt können wir auch gleich zum Interview vom Gogel Michael zurückgehen. Gar nicht, wenn er ein Rennen gefahren wäre, kaum aus Atem. Naja, das hat vielleicht den Grund, dass ich gerade 3 Wochen Tour de France in die Fiers habe und da bringt man eine gewisse Tempohärte mit, aber es war wirklich ein hartes Rennen heute in Wels. Zum Schluss war es ein Dreikampf, alles möglich, was hat es entschieden? Ja, also der Schönberger hat am Schluss nochmal attackiert gehabt und ich habe ihn Felix Galdes zufahren lassen, quasi gezwungen. Und dann habe ich Reserven gehabt für einen Sprint und habe ihn dann auf der Zielgeraden überholen können. Ich muss sagen, es war so ein bisschen ein lockeres Ausradeln nach der Tour. Nein, also Wels ist immer ein hartes Pflaster. Ich glaube, das hat man auch gesehen mit den Prämien-Sprints und die Ausscheidungen. Alle 2 Runden einmal in der Mitte des Rennens ist das extrem hart. Und, ja, hat aber alles geklappt für mich heute. Gratulation und danke. Dankeschön.
kein lockeres Ausrollen für die Tour de France-Fahrer, wie wir das auch schon angesprochen haben. Aber jetzt geht es für viele mal in die Pause. Felix Gall wird eben noch im Baskenland beim World Tour Event Klassiker San Sebastian mit dabei sein. Viele andere legen vielleicht mal ein paar Tage die Füße hoch. Aber dann kommt ja schon die Weltmeisterschaft, auf die sich aktuell übrigens auch Lukas Pöstlberger vorbereitet. Deswegen ist er hier nicht dabei. Wir haben gehört, er befindet sich gerade in einem Trainingslager. Natürlich ein bisschen schade, weil der Pösti ja auch als lokaler Sportler aus der fast schon Nachbargemeinde Schwanenstadt hier immer groß gefeiert worden ist. Heute nicht da, dafür viele andere, und wir hören schon den nächsten beim Interview. Sebastian Schönberger ist auch aufs Podium gefahren und es wäre sogar noch mehr drinnen gewesen heute, oder? Ja, ich denke, ich habe einmal Schönberger Taktik wieder angewendet, bin wieder ein aktives Rennen gefahren, bin in die Gruppen gegangen und habe das richtige auch gehabt. Leider am Ende ein bisschen zu viel wollen, aber ja, dritter Platz ist auch nicht schlecht. Wenn man so zu dritt, so wie es in dem Fall auch Richtung Zielgerade einbiegt, weiß man da schon, wenn man es nicht mehr schafft, wenn man quasi verloren hat? Ich habe es eine Runde davor eben versucht, das heißt in der letzten Runde habe ich alles ein paar Karten gesetzt, ist nicht aufgegangen und ja, dann schlussendlich der dritte Platz ausgeschaut. Vielleicht noch ein Satz zur Stimmung hier in Wels? Wow, Wels ist immer eine Wahnsinnsveranstaltung. Also ich denke, das gehört zum Radsport in Österreich einfach dazu, sicher eine Veranstaltung. Pulverisieren einfach den ganzen Radsport und mega cool, was da der Paul Resch immer auf die Beine stellt. Also Chapeau. Was steht für den Sebastian Schönberger am Programm in der nächsten Zeit? Ich fliege am Freitag nach Polen zur Polen-Rundfahrt und dann geht es weiter mit der Weltmeisterschaft. Heute ein bisschen feiern? Ich glaube, das ist nicht mehr drin, aber ins Wipzelt werden wir auf alle Fälle noch schauen und mit ein paar Leuten plaudern. Okay, alles Gute und Dankeschön. Danke. Das ist ja schade, wenn keine Zeit zum Feiern bleibt hier beim Pelser Innenstadtkriterium, weil gefeiert wird traditionell lange. Man kann sagen, mit Mitternacht ist hier selten Schluss. Also Wels ist immer, bin ich oft heimgekommen, da war es schon wieder hell, aber da habe ich natürlich noch nicht arbeiten gemessen in der Früh. Ja. So lange will ich auch nicht bleiben, aber bis Mitternacht bleiben wir sicher da. Also das ist ja das eines der größten Events hier in Wels, und wenn man die ganzen, wir kennen die Sportler hier, wir kennen die ganzen Leute hier. So. Ich gehe da nicht gerne heim, ich bleibe echt gern lang da und trinke auch sicher das ein oder andere Gläschen heute einmal. Ja, das hast du dir auch verdient nach dem tollen Kommentar, den du uns hier heute geliefert hast. Ja, danke dir, Florian. Während wir noch die Sportler sehen. Hermann Bernsteiner hier zum Beispiel, jetzt schaut alles so entspannt und so locker aus. Auch ein Zeichen dafür, sie waren schon richtig fokussiert am Kurs. Du darfst auch mit der Konzentration nicht irgendwo anders hinschweifen, weil ansonsten liegst du ganz schnell bei den Zebrastreifen und bei den Kurven. Genau, ich finde das auch Wahnsinn. Also Ich finde das ein Wahnsinn, dass die Kandidaten nicht einmal außer Atem sind. Und wir werden jetzt nur einen Sportler gleich zum Interview, in dem Interview hören und danach gehen wir auf das zurückgehen. Wolfgang Ihrer ist schon auf der Suche nach dem nächsten Interviewpartner. Und es ist Felix Gall, wird uns gerade durchgesagt. Super. Felix Gall, der Tour de France 8. bei Wolfgang Ihrer. Immer noch tausende Menschen hier am Kaiser-Josef-Platz und alle wollen die Topstars sehen, und der Topstar, der ist tatsächlich heute Zweiter geworden. Felix Gall, Gratulation zu einem zweiten Platz, den wir ja nicht unbedingt erwarten hat müssen. Nein, es hat dann auch doch ein paar Runden gebraucht, um wieder reinzukommen, jetzt nach zwei, drei ruhigen Tagen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, es ist ja wirklich eine super coole Stimmung und habe dann die entscheidende Attacke mitgehen können mit Michi und dann haben wir gut zusammengearbeitet da mit Sebastian und das war dann ein richtig cooles Finale. Was macht das mit den Beinen, wenn man fast durchgehend drei Wochen im Sattel sitzt, Ruhetage mal abgezogen und dann tut man zwei Tage gar nichts? Ja, es ist natürlich, der Rhythmuswechsel ist schwierig, braucht man immer ein bisschen zum Einkommen, aber das war jetzt auch ein super Rennen im Hinblick aufs Wochenende für San Sebastian, dass der Motor wieder läuft. Was nimmst du da vor? Boah, es ist ein sehr langes Rennen, 230 Kilometer. Ich erwarte mal, dass sie am Anfang wieder ein bisschen braucht zum Reinkommen, aber es liegt mir sehr gut. Ist jetzt schwierig zu sagen, was ich mir erwarte. Ich gehe ohne Stress rein, aber ich glaube, möglich ist sehr viel. Die Stimmung heute war ein bisschen zum Aufsagen. Absolut, also es war wirklich sehr cool. Es ist wie zum ersten Mal da, es ist wirklich sehr cool organisiert, kann man dem Paul Resch nur gratulieren. Und
ich glaube, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ja, uns hat es gefreut, dass du da warst. Alles, alles Gute für San Sebastian. Und der Zweitplatzierte, das war der Held der Tour de France. Unbedingt. Der Achtplatzierte der Tour de France, Träger des Bergtrikots. So ein erfolgreicher Sportler über 3 Wochen hinweg, total konstant gefahren. Das hat er wirklich sensationell gemacht. Felix Gall haben wir also im Interview gehört und wir steigen noch nicht aus unserer Übertragung. Wir wollen jetzt gleich auch noch die Sportler auf der Bühne begrüßen können, nämlich in Form der Siegerehrung. Und auch das wollen wir noch in die Wohnzimmer liefern. Aber bevor wir zu dieser Siegerehrung kommen, gibt es jetzt noch eine Werbung. Unterbrechung. Willst du abheben, mit den Herausforderungen wachsen, Grenzen sprengen, Offenheit leben, dich selbst weiterentwickeln und die Logistiksysteme der Zukunft gestalten? Willst du mit uns wachsen? Dann ist TGW dein Unternehmen. Entdecke jetzt mehr als 140 spannende Jobs auf tgw.career. Das Welser Innenstadt-Radkriterium endet ja immer mit der traditionellen Siegerehrung. Anschließend gibt es auch noch eine Verlosung von großartigen Preisen, wo die Menschen hier im Gelände auch Lose kaufen konnten, sodass ja, dieser Schulterschluss zwischen Sport und Gesellschaft hier auch immer wieder geschafft wird. Oben auf der Bühne wird alles vorbereitet für die Siegerehrung, die in wenigen Augenblicken beginnen wird. Traditionell sind es ja immer die ersten 5, die raufkommen. Das heißt also, bei den Damen müssten das dementsprechend dann gleich Lydia Wendker, Verena Eberhardt, Elisa Winter, Veronika Windisch und Carina Schrempf sein, die wir noch auf der Bühne sehen. Ja, hier startet gleich die Siegerehrung des Raiffeisen Grand Prix der Damen. Und wenn das Wort Raiffeisen fällt, dann fällt es in Wels gleich zusammen mit Günter Stahlberger. Wieder mal ein tolles Event, das ihr
seit vielen, vielen Jahren mit unterstützt. Richtig, seit 16 Jahren unterstützen wir das Innenstadtkriterium mit dem Raiffeisen Grand Prix für die Männer und seit 12 Jahren, da sind wir auch besonders stolz, für die Damen. Also bereits vor 12 Jahren hat es hier ein Damenrennen gegeben, jetzt kommt ja das international auch, aber das freut uns schon sehr. Und ich glaube, es ist ein tolles Event für die Stadt Wels, mitten im Sommer. Leider heute ein bisschen frisch, aber trotzdem war es ein tolles Rennen. Ja, vor allem die Leute haben sich ja nicht abhalten lassen, sind ja trotzdem wirklich wieder Tausende gekommen. Richtig, sind Tausende gekommen und sie haben auch wirklich tollen Sport gesehen. Also der Furios in der, bei der Tour de France gefahrene Felix Gall ist Zweiter geworden, haben sich nichts geschenkt. Tollen Sport. Sag danke und ich glaube, Sie müssen jetzt zur Siegerehrung. Dankeschön. Ja, und die gibt es in Kürze. Mal für die Damen und dann auch für die Herren. Gleich ist es soweit. Dann sehen wir die Sportler noch einmal hier bei uns. Ein abschließendes Mal sozusagen. Lass uns vielleicht noch kurz sprechen, Florian, über all das, was in dieser Saison auch für die internationalen Profis noch ansteht. Die Tour de France ist der große Höhepunkt, aber es geht ja noch weiter. Die Weltmeisterschaft in Glasgow steht auf dem Programm. Es geht für manche vielleicht auch noch zur Vuelta a España, wo sich auch Jonas Vingegaard schon angekündigt hat. Es gibt die Herbstklassiker. Also der Radsport, der macht dann ab Ende Juli lange noch nicht Pause. Genau, es ist zwar die Fahrer, die was von der Tour kommen, die sind meistens jetzt ein bisschen auf Urlaubsmodus eingestellt. Also die, ich glaube, viele von diesen Fahrern, was wir jetzt gesehen haben, sagen, okay, es gibt noch San Sebastian am Wochenende, das ist noch ein Klassikerrennen und danach ist ein bisschen, oft ein bisschen Urlaub an, oder Urlaub hast, 3-4 Tage Ruhe machen und dann wieder weiter trainieren, weil in der Saison ist das Ganze schwierig. Das ist gesagt, es gibt die Vuelta España noch, das ist quasi die nächste drei Wochen Landesradrundfahrt und führt durch ganz Spanien und danach mit der Glasgow-WM, genau, die gibt es ja auch noch, also Weltmeisterschaft und es ist schon immer so ein, ich kenne es von den ganzen Profifahrern, die haben gesagt, okay, es gibt die Tour de France und danach hast du ein bisschen Zeit wieder zum Regenerieren und Vorbereiten auf die WM. Die WM ist ja heute ein bisschen früher, das heißt, die müssen die Planung generell ein bisschen anders angehen, das heißt, die müssen da sagen, okay, entweder ziehen wir das Ganze komplett durch oder wir machen kurz einen Cut und dann geht es gleich wieder los. Und das ist natürlich jetzt die Frage, wie geht man damit um, dass man die Form jetzt aufrechterhält, genau. Auf jeden Fall eine schwierige Angelegenheit. Ja, während hier auf der Bühne jetzt also die Siegerehrung über die Bühne sozusagen gebracht wird, um diese Metapher hier noch zu verwenden. Genau, es ist ja Verena Eberhardt, die ist jetzt oben auf der Bühne. Sie fährt ja für Miami Knights und ist ja eine Sprinterin, wie wir sie kennen, also und vorher die Bahnradfahrerin. Genau, und heute Vierte geworden, also wir haben jetzt doch keine Fünftplatzierte auf der Bühne, aber die Viertplatzierte. Und damit sind wir schon bei der Dritten, bei Elisa Winter, die auch ein unglaublich aktives Rennen gefahren ist, gell, die wir immer wieder an der Spitze gesehen haben. Super Sprinterin auch, wird mit einem tollen dritten Platz heute belohnt. Genau, Winter Elisa kommt ja vom Union Raiffeisen Radteam Tirol und sichert sich hier heute den dritten Platz beim Innenstadtkriterium und ist natürlich auch bei diesen ganzen Bremen-Sprints vorne gefahren. Also die hat heute echt eine gute Show abgeliefert und sind wir gespannt, was da noch kommen kann von hier. Also sie ist eine junge Fahrerin. Und braucht man immer Nachwuchstalente. Da werden die Preise noch überreicht. Gerhard Groß übergibt hier die Preise von der Stadt Wels an Winter Elisa. Und damit kommen wir schon zur Zweitplatzierten. Hat hier schon einmal das Kriterium gewinnen können. Die frühere Short-Trackerin, die also aus dem Eisschnelllaufsport kommt, Veronika Windisch, darf sich hier auch noch einmal so richtig toll feiern lassen. Auf der Bühne des Welser Innenstadtradkriteriums. Windisch Veronika ist ja zweimal bei Olympia dabei gewesen. Sie kennt das auf der Bühne zu stehen. Sie weiß das, wie das ist. Und sie kennt es nach dem Sport. Und sie genießt es sich jetzt da oben zu stehen mit der Musik in Wels vor 5.000 bis 10.000 Leuten. Und jetzt geht es halt wirklich, das muss man genießen als Sport. Ja. Das ist schön. Da saugst du Energie auf. Du hast eben Momente, wo du alleine im kalten Regen mit dem Rad fährst und dich fragst, ja, warum muss ich jetzt Grundlage machen? Und in dem Moment weißt du es einfach, wenn du hier auf der Bühne stehst. Und wenn du da oben stehst, vor allem jetzt,
ich meine, jetzt werden die, wenn die Damen gehen, aber vor allem als Junge oder junger Sportler, wenn man 10 hilft, da schätzt man sowas sehr, und jetzt geht es denen genauso, also die da oben zu stehen. Und vor allem dann zu gewinnen jetzt, das ist jetzt unglaublich. Also jetzt wird aufgerufen, die Siegerin dieses Jahres. Und das ist von Phoenix de Koenig, also von dieser internationalen, weltbekannten World Tour Mannschaft, Karina Schrempf, die in 37 Minuten und 58 Sekunden Tageserste des Welser Innenstadtkriteriums geworden ist. Da gibt es noch die Umarmungen mit ihren, ich möchte nicht sagen Kontrahentinnen, sagen wir Kolleginnen und Freundinnen, weil ich glaube, das sind sie auf jeden Fall. Wenn es um den Tagessieg geht, dann ist man kurz mal Konkurrent, aber sonst ist man es nicht, oder Florian? Genau, es ist, man ist grundsätzlich schon im Rennen Konkurrent, aber so abseits ist man, würde ich sagen, Freunde. Also mit den meisten ist man Freunde, weil man natürlich oder so hat, man hat das, man ist in den härtesten Momenten beieinander, das schweißt zusammen. Und ich glaube, man kann es auch erkennen an den Gesichtern, die sind jetzt alle, die sind freundliche, sympathische Menschen, und die strahlen jetzt oben auf der Bühne, die sehen jetzt die Menschenmasse vor ihnen. Also das ist wirklich super und das ist unglaublich. Super, wenn man so gefeiert wird. Viele halten natürlich auch diesen Augenblick fest. Das ist manchmal ein bisschen schade bei Sportveranstaltungen, dass oft Videos gemacht werden in den Momenten, wo man auch klatschen könnte. Aber so hat sich auch das Fansein bei den Sportevents ein bisschen verändert. Das stimmt. Ja, das geht schon in die Richtung. Das ist mittlerweile mit dem die ganzen Digitalen ist es schon gang und gäbe geworden. Ja. Sie haben natürlich auch Preise bekommen. Preisgeld gibt es ja nicht nur extra, sondern das Startgeld eben und auch die ersprinteten Prämien, die können sich die Sportlerinnen dann auch aufs eigene Konto schreiben lassen. Genau. Also die ganzen Firmen wie TGW, wie Wels, wie Gourmet-Fan, Zipfer, Raiffeisenbank, die haben natürlich da Preisgelder ausgeschüttet. Ende nie ist übertrieben, aber sie haben. Aber sie haben schon tief in die Tasche gegriffen. Und für die Sportler ist es natürlich wirklich da jetzt Wahnsinn, erstens vor dem Publikum zu fahren und dann auch noch die ein oder anderen 100 Euro da einzukassieren. Und das Coole dabei ist jetzt, jeder von diesen Sport, dann kriegt ein eigenes VIP-Ticket, die können nachher gut essen gehen, wo wir zwar vielleicht noch hinschauen können. Genau. Also da gibt es die besten, also erstens mal würde ich sagen, den besten Leberkäs, den Gourmet von Leberkäs, und dann halt auch noch die ganzen anderen Steaks und alles Mögliche. Also da drinnen lasst es sehr gut gehen. Also ihr habt hier auch wirklich einen sehr, sehr guten kulinarischen Bereich noch beim Welser Innenstadtkriterium. Und damit sind die Herren jetzt gleich dran. Wir werden die ersten 5 des Kriteriums gleich auf der Bühne sehen. Vor rund einer Viertelstunde sind sie ins Ziel gekommen und jetzt schon werden sie zur Ehrung gerufen. Und ich finde es toll, dass auch alle, fast alle, sagen wir mal fast alle Menschen noch da sind, um diesen Moment mit den Sportlern gemeinsam zu zelebrieren. Jetzt kommt Marco Haller als 5. Platzierter, also hier bei den Herren haben wir schon 5 Sportler. Marco Haller, der Gewinner der Hamburger Cyclassic, so oft die Tour de France gefahren, ein unglaublich wertvoller Helfer für seine Teamkollegen, auch in diesem Jahr wieder bei Bora Hansgrohe, denn er war ja in der gleichen Mannschaft von Jai Hindley, zum Beispiel auch vom Australier, der am Anfang das gelbe Trikot getragen hat und auch am Ende noch in den Top 10 gefinisht hat. Genau, Marco Haller war ja bei der Tour de France, kommt hier zurück und ist heute auch ein extrem starkes Rennen gefahren, muss man sagen, der Marco. Und er ist ein extrem starker Sprinter. Und voriges Jahr hat er gewonnen und heute ist er auf dem 5. Platz. Und wir freuen uns jetzt für ihn. Und jetzt der nächste Kandidat ist natürlich für uns, für mich persönlich, finde ich extrem. Ich freue mich extrem, dass der so weit vorne ist. Und es wird vielleicht ein bisschen vorgegriffen, da wartet man lieber noch ein bisschen, bis unser Nächster. Aber die Leute wissen eh, wer es geworden ist. Aber jetzt gibt es auch die Überreichung des Preises an den Marco Haller. Genau, die Blumen und natürlich auch noch einen kulinarischen Preis für Marco Haller. Und dann kommen wir zum 4. Platzierten, der bekannt ist als Mountainbiker, Mountainbike Eliminator, Weltmeister für die Mannschaft Felbermayr Simplon Wels, mit weil er auch auf der Straße fährt. Daniel Federspiel nimmt die Gratulation auch von Marco Haller entgegen, winkt hier in Richtung Publikum. Ein so sympathischer Athlet auch, der, ich weiß nicht, ob er es noch immer betreibt, der auch mal ein Café im Ötztal gehabt hat. Weißt du, ist das noch offen? Genau, der Daniel betreibt es nicht mehr. Das war ein bisschen schwierig während Corona. Ich weiß nicht genau den richtigen Stand, was jetzt gerade ist, aber er hat es betrieben. Ob er es jetzt noch immer macht, weiß ich nicht. Aber ich finde auch, der Daniel, wenn der auf die Bühne geht,
geht, wenn der auf Leitz, wie geht, der lacht immer, der ist sympathisch, den kann man herzagen. Und das ist halt, das taugt mir, wenn der gut fährt. Und ich hoffe auch, ich wünsche ihm das Beste, dass er da bei Fellermeier weiterhin erfolgreich ist. Er ist ja auch schon über 30, ja, ist ja auch schon am Ende seiner. Dass er noch dabei bleibt, eigentlich an einem ähnlichen Punkt seiner Karriere wie Ricardo Zeugl, wie wir vorhin auch gesagt haben, Mitte 30. Wir sind schon beim Drittplatzierten, bei dieser Dreiergruppe, die sich am Ende abgesetzt hat. Er hat da auch sein Bestes gegeben. Am Schluss hat es nicht ganz geklappt. Die anderen beiden waren noch etwas sprintstärker. Aber mit Platz 3 belohnt wird Sebastian Schönberger nach einer großartigen Fahrt heute. Aus Schalchen, aus dem Innviertel. Genau, Schönberger, auch ein Oberösterreicher, fährt er für das US-amerikanische Team und wird auch gesponsert von Feld. Feld Cycling, wir haben hier vor auf der Bühne rechts, dieser Feldrennrad steht das ganze da. Genau. Und wird auch gesponsert von Feld. Und ja, dann hat es verschlagen von Frankreich, von B&B Hotels zu Human Resource Powered Health in Amerika, in den USA, und fährt dort extrem, extrem gut. Jetzt sind wir schon beim Zweitplatzierten angekommen. Den Mann brauchen wir nicht mehr lange vorstellen. Ihn, ja, oder wegen ihm sind heute Tausende hierher nach Wels gekommen, wollten ihn sehen, den Achtplatzierten der Tour de France, der dem österreichischen Radsport so viel gegeben hat in den letzten 3 Wochen. Felix Gall. Wahnsinn, der hat jetzt eine Aufmerksamkeit. Unglaublich, dieser Gall. Schau dir das an. Wahnsinn. Alle applaudieren. Ich würde jetzt gerne auch die Fans sehen, sind jetzt gerade nicht im Bild, aber die werden sicherlich auch richtig klatschen, jetzt wo Felix Gall auf die Bühne gekommen ist. Wie eben manche Zeitungen auch geschrieben haben, der Galaktische, zum ersten Mal seit Georg Totschnig, wieder ein Österreicher unter den ersten 10 der Tour de France. Genau wie Georg Totschnig hat auch er eine Bergankunft gewonnen. Bei Totschnig war es damals in Astra-Domain, bei ihm diesmal in Courchevel. Es ist Platz 2 geworden beim heutigen Kriterium. Und einer war noch vor ihm. Ihn dürfen wir jetzt abschließend auch hier noch erwähnen und ja, sozusagen auf die Bühne begleiten. Hat im Sprint wirklich unglaubliche Qualitäten gezeigt. Kommt aus Oberösterreich, Michael Gogl. Was für ein Moment. Er betritt jetzt die Bühne. Michael Gogl kommt zur Bühne rauf. Der Einschlag mit Ole, Wahnsinn, unglaublich. Das ist auch sowas Besonderes, weil normalerweise steht er eben in seinem Team ein bisschen im Schatten von Mathieu van der Poel, im Schatten von Jasper Philipsen. Und jetzt ist da kein Schatten auf ihn geworfen. Jetzt steht er im Lichte der Scheinwerfer. Jetzt darf er auch mal diesen Moment genießen, ganz oben auf der Bühne. Wahnsinn, Michael Gogl, er kommt ja aus Wolfsegg, wohnt mittlerweile in Linz. Und ich finde das cool, wie er aufgeht, gibt jedem so die Faust und sagt, okay, ja, cool. Also da gratulieren wir vom Herrn Stadlbauer, gibt es noch eine Gratulation an die ganzen Sportlerinnen und Sportler da oben auf der Bühne. Und Wahnsinn, die Stimmung hier in Wels, also unglaublich. Jedes Jahr wieder gelingt es Paul Resch, und das seit 1999, dass er die Menschenmengen aus Oberösterreich hierher bringt zum Welser Innenstadtkriterium. Wir dürfen sehr ehrlich sagen, diese Fanmassen sind nicht üblich bei Radveranstaltungen in Oberösterreich. Oftmals seid ihr auch Rennen gefahren vor vielleicht 100 oder 200 Menschen, einfach vor den Eltern, vor den Verwandten. Und hier in Wels ist es ganz anders. Da ist jeder da. Genau, also eigentlich war es gang und gäbe im jungen Alter. Da waren nicht recht Zuschauer. Da waren Mama und Papa da ab und zu. Und ein paar andere Leute noch, mehr eigentlich nicht. Und da lernt man aber das Rennrad fahren. Und jetzt ist das Ganze da ist natürlich Gänsehaut. Also das ist unglaublich. Und hier geht's ab in Wels. Also das ist, das muss man genießen. Von da nimmt man wieder Energie fürs Training, für die ganzen Stunden, die was am Ergometer im Winter dann zu absolvieren einfach sind. Und das kennen diese Fahrer nur, die kennen das und die müssen es einfach machen und müssen da durch. Und ja, dafür gibt es die Belohnung wie heute. Die haben sie sich absolut abgeholt. Seit 18 Uhr sind wir hier auf Sendung. Es ist mittlerweile 21 Uhr. Ich hoffe, es war eine kurzweilige Zeit
für Sie, liebe Zuschauer. Auf jeden Fall ist das sportliche Geschehen sehr abwechslungsreich und mit ständigen Wechseln draußen auf dem Kurs verlaufen. Also so, dass man sich es, glaube ich, sehr, sehr gut anschauen hat können. Ja, und wir werden damit auch schon langsam zu einem Ende kommen. Freuen uns natürlich, wenn Sie auch weiterhin ja, die Übertragungen auf LT1, auf K19 verfolgen. Vielleicht auch bei den nächsten Radübertragungen mit dabei sind. Während die drei hier noch im Lichte stehen, dürfen wir uns auch verabschieden. Florian Kirner, Jakob Fischer, es hat richtig viel Spaß gemacht. Und Florian, du hast auch gesagt, für dich diese neue Erfahrung hier am Mikrofon zu sein, ja, und das Geschehen zu kommentieren, das ist schon was eine richtige Gaudi ist, was einen richtigen Spaß macht. Du, Jakob, wir haben jetzt fast 3 Stunden gesprochen, ja. Habe ich gerade gesehen, die Zeit ist vergangen, draußen ist finster, voll kalt ist von unserem Bus, obwohl es Juli ist, haben wir vorher schon ein bisschen geschert. Genau. Aber ich das erste Mal das jetzt gemacht und mir hat das echt taugt mit dir, wie du dein Fachwissen und wie du das... Ja, so, deines vor allem auch, Florian. Ja, wir haben jetzt also... Wir zwei haben das top gemacht und wie du reingeführt hast in das Interview und das so ein bisschen geleitet hast, auf einen roten Faden dabei behalten. Und das war sehr cool. Also ich habe mir das sehr gefreut und vielleicht ergibt es wieder mal irgendwie was. Ja, schön, ja. Und ich habe das gern gemacht und wieder so die Fahrer erwähnt, welche Fahrer ich so kenne und ein bisschen auskennen tue ich mich trotzdem noch. Und, total, genau. Und das war uns eben heute auch wichtig in dieser Übertragung, dass wir nicht nur über das Geschehen und über das Rundherum sprechen, sondern dass wir auch die Fahrer in den Mittelpunkt drücken, auch ihren Werdegang, ihre Persönlichkeit ein bisschen erläutern und Einblicke geben, was das bedeutet, Radprofi zu sein und was das bedeutet, ja, die sportliche Grundlage zu schaffen, um später dann mal zu so einem Kriterium wie hierher nach Wels eingeladen zu werden. Es war eine Riesenshow des Radsports. Es war ganz, ganz interessant bis zur letzten Minute. Wir bekommen hier noch die Highlights zu sehen. Für uns der Moment, wo wir pfiat euch Servus und einen schönen Abend sagen dürfen. Danke auch von meiner Seite. Es war wirklich extrem cool und ich habe mich gefreut. Es hat mich extrem gefreut, dass ich dabei sein darf. Und wir sehen hier noch die Bilder vom diesjährigen Innenstadtkriterium in Wels. Und wie wir vorher gehört haben, der Paul Recht ist einer von den letzten Malen, wo wir das machen anscheinend. Also wir hoffen nicht, aber wir hoffen, es ergibt sich irgendwas hier in dieser Richtung, weil natürlich Wels steht für Radsport, Wels steht einfach für Sport. Also die Stadt Wels mit Andreas Rabl, mit dem Herrn Bürgermeister haben es natürlich geschafft, dass sie da wirklich was aufgebaut haben. Auch mit dem Herrn Stadelbauer vor der Raiffeisenbank. Die Sponsoren dabei und natürlich will man so ein Event aufrechterhalten und die Sportler können sich hier präsentieren und es ist natürlich ein Event im Juli, wo die Sonne scheint, wo es cool ist draußen zu sein und es hat mich gefreut dabei zu sein. Und in was für Sinne, ein Plädoyer, dass es weitergehen soll. Genau, es soll weitergehen und ich sage danke. Danke sagen also Florian Kirner und Jakob Fischer. Wir hören gerade, es geht gleich noch draußen weiter. Zum Abschluss schalten wir noch einmal zum Wolfgang raus. Wir hören, das dauert aber noch eine gute Minute. In der Zwischenzeit werden hier noch Bilder eingespielt vom heutigen Kriterium. Hier haben wir zum Beispiel gerade noch einmal Sebastian Schönberger, Felix Gall gesehen, Michael Gogel, die sich zwischendurch absetzen konnten und dann diesen Vorsprung tatsächlich bis ins Ziel verteidigt haben. Hier noch die Bilder von der Zielankunft, als es Michael Gogel seinem Mannschaftskollegen von Alpecin, Jasper Philipsen, gleich getan hat und einen Sprint gewinnen konnte. Tolle Bilder. Ich glaube, alle Beteiligten, auch das Organisationsteam des Oberösterreichischen Radsportverbandes rund um Paul Resch, auch die Partner aus der Wirtschaft, allen voran die Raiffeisenbank Oberösterreich und natürlich die Sportler werden ein total positives Resümee dieses Innenstadtkriteriums ziehen. Heute hatten wir viele österreichische und deutsche Sportler mit dabei. Die Stars der Szene sind in den letzten 25 Jahren hier schon mit dabei gewesen. Und nächstes Jahr gibt es eben das große Jubiläum. Nächstes Jahr wird dann wirklich 25 Jahre Welser Innenstadtradkriterium gefeiert. In diesem Sinne, alles Gute weiterhin an Sie, liebe Zuschauer. Bleiben Sie sportlich, bleiben Sie auf dem Rad und bleiben Sie uns auch hier bei unseren Radsportübertragungen gewogen. Pfiat euch. Danke, wir sagen Tschüss. Pfiat euch. Das waren 3,5 Stunden Radsport aus Wels, aus der Innenstadt. Das Innenstadtkriterium in seiner 24. Auflage.
Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß, wenn Sie via K19 oder LT1 mit dabei waren. Ich darf mich an dieser Stelle nicht nur fürs Zuschauen bedanken, sondern Ihnen noch eine restliche schöne Woche wünschen. Und wenn Sie via LT1 dabei sind, dann ist jetzt Sandrine Voti mit Oberösterreich aktuell an der Reihe. Auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal.